Dankeschön. Also herzlich willkommen zum GPO Ausgabe 11. Wir sind heute in einem anderen Kommentatoren-Toren-Duo unterwegs. Peter und ich werden heute kommentieren. Und das liegt daran, dass Brammen ja im letzten Mal eine Wette verloren hat und jetzt mitfahren muss. Das wird super. Und da freue ich mich auf jeden Fall schon sehr drauf. Wir haben ganz, ganz tolle Mitfahrer und Mitfahrerinnen. Die können wir auch gleich einmal durchgehen. Da kann ich sie euch zeigen. Und das machen wir einfach auch direkt. Bums. So, geil. Okay, da haben wir einmal unsere Punktetabelle. Wir haben das Team Flotte Ottos mit Paul von Dr. Freud und Brammen. Dann haben wir die Embracer mit Dirk von Nerdstar und Mira. Dann haben wir Team Drive to Survive, sind Agent Engel und Ray. Dann haben wir Könner mit Kummer, das ist Team Dadosh und Dena. Dann haben wir das Team Comedy Wheel Racing mit Kevin und Benny von Comedy. Dann haben wir die Reifenflüsterer, das sind Salzor und Official Tactics, kommen beide auch aus der FIFA-Szene. Dann haben wir Hail Mary Racing, das sind Chris und Mike Stiefelhagen. Dann haben wir noch Team Alpha Saufi, das sind Gamer Brother und Niklas Wilson, aka Willy. Und dann haben wir noch Team Nummer 9, Michael Masi Motorsport. Das ist Andy Knight und Dave Gaming. Und wir haben Abgehoben Racing, das sind Marcel Kiefer und Formula Lena. Das sind quasi unsere Teams. Ja, freut mich auf jeden Fall sehr, dass alle hier am Start sind. Wir haben volles Fahrerfeld, quasi keine Bots, mega geil. Das wird richtig, richtig... So. Das wird geil. Hallo. Hallo Peter. Hi, hallo. Hallo Chat, hallihallo. Schönen guten Abend. Hallo und herzlich willkommen. Yay. Yay. Ich habe gerade die Mitfahrer und Mitfahrerinnen einmal benannt, ja, und die Teamnamen. Ja, und, sehr gut. Ich wollte jetzt gleich aber die Regeln durchgehen. Okay. Und dann können wir auch die Preise einmal. Mit ein bisschen Glück haben sich bis dahin dann auch alle gefunden in der Lobby. Also gut, dass du noch ein bisschen erklären musst. Ah ja, sehr gut. Der Willi hat wohl noch technische Schwierigkeiten. Oha. Okay, dann hoffen wir, dass wir die bis dahin gefixt kriegen. Dankeschön, ja. Der Nino, für die gegifteten Community Subs. Vielen, vielen Dank. Danke. Wir gehen jetzt da drauf. So, wir haben die Regeln angepasst bei diesem GPO. Wir machen mal eine noch actionlastigere Ausgabe, ja? Wir fahren 6 Rennen. Yay, 6 Rennen, viel mehr als sonst, nice. Ja, ja, das ist mega geil. Wir haben die quasi in 2 verschiedene Blöcke aufgeteilt. Es gibt einmal Rennen 1 bis 3, das sind die 5 Runden Blöcke. Da haben wir Baku, Singapur und Monaco als Strecke ausgewählt. Ich weiß gar nicht wieso, aber die Zufalls, die losgehen, random, hat einfach Baku, Singapur und Monaco erlost, sagt man, ne? Gelost. Gelost. Gelost ist besser als erlost, ja. Das ist schön. Wir haben da dauerhaft gleiche Bolidenstärke in diesen kleinen Sprintrennen. Es gibt natürlich kein Safety Car in einem 5-Runden-Rennen, sonst wäre das relativ schnell vorbei. Dann haben wir Block 2. Das ist Rennen 4 bis 6. Da werden wir jeweils 25% der gesamten Rennlänge fahren. Ich weiß jetzt nicht gerade, wie viele Runden das in Imola, Portugal oder Saudi-Arabien sein werden. Aber das werden wir dann sehen. Dort werden wir die Bolidenstärke dann auf realistisch anpassen. Und jeder, damit das nicht unfair ist, wird quasi der bis dahin Erstplatzierte das schlechteste Team bekommen, und zwar Haas. Und der Letztplatzierte von den Punkten wird ein Red Bull bekommen, weil das das beste Team, der beste Rennwagen im Formel 1-Zirkus von 2021 sei. Laut dem Spiel auch selber, ne? Du basierst das. Ich habe das nochmal heute gecheckt. Genau, ich basiere das auf die Stärken
die du in der Karriere hast. Ja. Also da hast du quasi Haas als schlechtestes Team, dann Williams, Alfa Romeo und so weiter. Wir haben dann auch noch so allgemeine Regeln, ja, die bei allen Rennen gleich sind. Ihr seht das ja da. Blitzquali, reduzierter Schaden, dynamisches Wetter und alle Verhelfen sind für jeden erlaubt. Ich kriege hier die ganze Zeit Einladungen. Wo kommen die her? Ich verteile immer wieder an alle Einladungen. Alles klar. Ja, und was gibt's noch zu sagen? Ach ja, zu Rennen 4 bis 6, wir haben dort Safety Car vielleicht gemacht, ja, wir werden erstmal in Imola mit einem Safety Car starten, also nicht mit Safety Car starten, sondern mit der Möglichkeit, dass ein Safety Car rauskommt, starten, wenn das abfacken sollte und wir drei Safety Cars haben in diesen 14 Runden Imola, dann werden wir das wahrscheinlich dann in Rennen 5 und 6 dann on the fly ausstellen, das wissen wir noch nicht. Ghosting haben wir in den ersten drei Rennen aus und in Rennen 4 bis 6 dann wiederum an. Die Punkte sind immer gleich, das heißt, die schnellste Runde bekommt einen Punkt, der Rennsieger bekommt 25 Punkte, der zweite 18, dann 15 und so weiter und so fort, wie man es halt bei der Formel 1 ist. Das 5-Runden-Rennen in Baku gibt genauso viele Punkte wie das 25%-Rennen in Imola. Wir werden auf jeden Fall da heute viel, viel Carnage sehen. Zumindest erwarte ich das ziemlich. Das naja, sehr, mindestens sehr gut. In Rennen 1 bis 3, würde ich sagen. Danach gucken wir mal. Ja, ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, dass wir da eine Menge Schrott sehen werden heute. Ich glaube, wir werden da eine Menge Schrott sehen. Aber ich freue mich drauf. Meinst du damit den Skill der Leute? Yeah. Genau das. Wir haben diesmal ein schönes Fahrerfeld, muss ich sagen. Also ich habe Bram da auch ein paar Leute rausgesucht, die vielleicht noch nicht die große Formel 1 Erfahrung haben, damit er nicht da alleine am Ende rumkurft, damit wir auch ein bisschen Action bei Bram hinten sehen. Ich möchte jetzt nicht irgendwelche Leute benennen, die vielleicht da hinten rumfahren könnten, aber... Manche haben das noch nicht so viel gespielt und manche haben es halt schon mehr gespielt. Was haben wir noch zu sagen? Ach ja, die Gewinne. Geil. Wir haben ja, wenn ihr euch noch dran erinnern könnt, haben Felix und ich, also Felix aka Dena, und ich bei dem Broski F1 World Cup Anfang, was war das denn? Im Februar sind wir mitgefahren und wir haben da 3000 Euro gewonnen. Wir haben uns beide überlegt, also Felix und ich, diese 3000 Euro für die Community hier bei GPO auszugeben. Das würde bedeuten, dass wir Preise verteilen können an jeden, der mitfährt. Bums! Und zwar werden wir nach der Konstrukteurswertung gehen. Das heißt, das Team, was nach 6 Rennen gewinnt, ja, in Führung ist, darf jeweils 2 Xbox Series S und jeweils eine Formel 1 Version voll die Xbox verlosen. Genauso wie Platz 2, die werden auch, das, also Platz 1 und 2 kriegen denselben Preis. Platz 3 bekommt zweimal ein F1 Lenkrad, ich glaube das war von Logitech. F1 2021 für die Playstation, ich hatte danach geguckt. Playstation Version kannst du auf der Playstation 4 oder Playstation 5 zocken. Das kannst du im Zweifel umsonst upgraden. Platz 4 sind 2 Pizmeet Stühle. Und jeweils ein Formel 1 Spiel für den PC. Und Platz 5 bis 10 bekommen jeweils auch nochmal 2 Keys für F1 2021. Das heißt, jedes Team, jede Community wird heute auf jeden Fall Preise gewinnen. Und ja, da haben wir das Geld gut hoffentlich reinvestiert, damit auch ihr was davon habt. Ja? Das fand ich sehr, sehr geil. Die Idee auch von Felix, der ist auch speziell darauf gekommen, das einfach in den GPO zu stecken sozusagen, beziehungsweise da zu verteilen. Also halten wir davon fest, einmal zur Erklärung, sollten jetzt beispielsweise, hier nochmal wieder in den Reiter rein, sollten quasi Paul und Bram am Ende die Flotten Ottos gewinnen, dann bekommt einmal die Community von Dr. Freud jeweils eine Xbox Series S plus eine Formel 1 Version, die sie dann halt bei sich losen können. Und Pizmeet, also Brammen, darf quasi seine Xbox Series S und die Formel 1 Version verlosen. Also es wird quasi immer alles geteilt, sozusagen. Ja,
Ansonsten, was gibt's noch zu sagen? Ja, stimmt. Ich sehe es immer mal wieder. Kaye wird gefragt. Ich hatte versucht, ihn über Twitter zu kontaktieren und das hat leider, also er hat nicht geantwortet. Beziehungsweise ich konnte ihm keine PM schreiben und dadurch konnte ich ihm leider da auch nicht einladen, aber gerne für den nächsten GPO. Ja, ansonsten Peter, wie sieht es bei dir aus? Ja, ich musste gerade noch mal kurz in einen anderen Channel gehen und einen gewissen Sponsor des heutigen Abends daran erinnern, vielleicht auch mal der Lobby zu joinen, aber von mir aus können wir jetzt loslegen. Geil! Wir noch mal, ich könnte noch mal ganz sicherheitshalber gehen wir noch mal durch die Lobby-Einstellungen, feste Boliden, Auto-Einstellungen, gleiche Boliden-Leistung, Gefahren heute, Baku, Singapur, Monaco, Imola, Portugal, Jeddah. Und ansonsten sieht alles richtig aus. Park Fermé ist an, sicherheitshalber. Strenge ist regulär. Das wird wild. Das wird richtig wild. Dürfte eigentlich alles jetzt richtig eingestellt sein. Ich würde sagen, ich würde gerne, bevor wir jetzt gleich starten, aber sollten wir uns noch für eine Wette festlegen. Ach so. Irgendeine Wette, die wir dann quasi dann in unseren Chat rausballern. Was sollten wir für eine Wette machen? Entweder würde ich sagen, einer von Pete's Meat kommt in die Punkte. Zum Beispiel, also Christian oder Bram kommen in die Punkte im ersten Rennen. Never. Never? Meinst du, das ist schon zu hoch gegriffen? Never. Okay, wir können wetten, dass keiner der Pete's Meat Jungs in die Punkte kommt. Das ist realistischer. Aber das ist doch dasselbe. Da können ihr die anderen Nein machen, die anderen würden dann jetzt Ja machen. Ist das nicht dieselbe Sache? Ja, aber ich bin lieber auf der Nein-Seite. Du bist lieber auf der Nein-Seite. Ja, okay. Dann sagen wir, dann machen wir eine eigene Wette, nur für Brammen. Weil Brammen ist ja quasi so der absolute, die Wundertüte. Ja, keiner weiß, wie Brammen am Ende performt. Ich würde sagen, Brammen Top 14. Ja, okay. Top 14. Okay. Ja? Das heißt, wenn der rausfliegt, aber trotzdem noch als 14. gewertet ist, dann würde das zählen. Ja, aber kannst ja gar nicht. Ah, doch, du kannst rausfliegen. Oder wir machen beendet Bram das Rennen. Das könnten wir auch machen. Wofür würdest du dich entscheiden? Lass einfach Top 14 sagen, Top weil 14. Ich habe jetzt gerade gesagt, die Leute können bereit drücken. Jetzt lass nicht drüber diskutieren. Okay. Dann einmal die Mods bitte, dass die Wette einrichten. Ja, Top 14 für Brammen, ja oder nein? Oh Scheiße, beginnt schon in 25 Sekunden. Die Mods müssen ganz schnell sein. Muss ich eigentlich bereit drücken? Nee, ich glaube nicht. Also ich meine, das ist ja egal, wir haben erst noch eine Quali. Also der kann ja auch Letzter werden in der Quali. Ja, aber so schlecht ist Bram nicht. Geil, die Mods sind auf Zack, da ist doch schon die. Wie lange dauert denn das? Wie lange können die Leute denn da jetzt abstimmen? Das können die so lange machen, wie sie wollen. Die Mods schließen die einfach. Ende der Einreichung in 20 Minuten. Achso, ja, okay, da müssen. Profis. Ja, okay, alles klar. Gucken wir uns jetzt erst die Qualifying-Runde von einem Guten an oder gucken wir uns die Qualifying-Runde von Bram an? Also Bram das erste Mal im Steuer. Eigentlich müssten wir Bram angucken, wie der die Runde fährt, oder? Ja, eigentlich schon. Eigentlich müssten wir Bram suchen. Bei mir ist der Timer jetzt mehrfach. Bei mir springt der Timer zwischen 59 Sekunden und 0 Sekunden. Ah, jetzt sind wir bei 27 Sekunden. Genau, jetzt steht beginnt gleich. Okay. Hier sind die Wetten richtig drin. Bram Top 14. Wenn ich das richtig sehe, 5,5 Millionen Samen zu 10 Millionen Samen. Ich weiß nicht, was Ja und Nein ist, ehrlich gesagt. Das kann ich gerade nicht sehen. Aber ihr Millionäre denke mal, wieder. Dass 5,7 Millionen auf Jahr ist. Oh, das wird sehr, sehr wild. Das wird sehr, jetzt sofort erstmal schnell Bram finden. Ja, ich suche ihn. Der 17. So, da war Bram. Ja, Bram mit Haas. Oh, mit Ural Kali. Jay? Ja, bitte? Es könnte sein, dass Bram nicht in die Top 14 kommt. Das war ja der Obershit. Okay, wir gucken mal hier vorne rein. Andi Knight hier, so fährt man richtig. Bram fährt gerade in die Kurve 2 rein und Andi ist schon quasi am Ende des Sektors.
Aber Agent Engel ist quasi, hat ein Did Not Finish, wenn ich das richtig sehe, oder? Ja, der ist richtig. Auf Platz 20. Agent Engel ist ein Platz 20 gerade, ja. Marcel Kiefer auf Platz 2 aktuell. Das ist eine ganz starke Leistung hier von Andy. Ohne Witz. Oh, Marcel Kiefer hat einen Crash gebaut. Was? Ja, stimmt. Marcel Kiefer hat einen Unfall gebaut. Der hat bei der Leclerc, ich bin so dumm, Gedächtniskurve. Kann ich denn da schneller wechseln? Kannst du nicht. Da. Ja, doch, kannst du wohl. Fahrerauswahl kannst du oben machen. Ja, habe ich gerade gesehen. Ja, jetzt muss er einholen. Ja, okay. Hat er das absichtlich gemacht oder nicht, ist die große Frage. Das sah nicht absichtlich aus, ehrlich gesagt. Das ist natürlich jetzt ganz wild. Wo ist Bram? Oh, Bram ist 19. Bram ist auch ein DNF. Oh, lol. Bram hat ein DNF, Paul hat ein DNF. Und auch Willi. Broski hier auf Platz 11. Finde ich stark dafür, dass er quasi auch seine erste Saison fährt. Christian auf Platz 12 darf man ja auch nie. Ja, das ist tatsächlich auch ziemlich gut, möchte ich mal kurz sagen, weil der auch schon ewig nicht mehr. Sehr, sehr schön. Dave 9. Dave 10. Ja, krass. Was ist also ich meine, Dave hat auch angekündigt, dass er das jetzt lange nicht mehr gespielt hat, aber dass Mike vor Dave ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Die Comedy Boys auch richtig hart trainiert, richtig am Reinschwitzen auf Platz 3 und 4. Oh Mann, das wird ein richtig wilder Start. Ich glaube, die Mods sollten so langsam mal die Abstimmung dicht machen. Ja, durchaus. Ja, 1,39,2. Eine halbe Sekunde schneller, Andy. Respekt. Respektabel. Mercedes vor Williams vor Aston Martin. Wird das quasi auch dann in Bahrain der Fall sein, Peter? Das weiß ich nicht. Gucken wir mal. Okay, er will sich da noch geschlossen halten. Ja, okay. Broski, also ich kann mir vorstellen, dass Andy das holt. Ob die anderen jetzt... Ja, mal gucken. Wie das in der echten Welt aussieht, keine Ahnung. Ich bin ja jetzt zum ersten Mal bei deinem Tippspiel dabei. Ich habe auch gespannt. Stimmt. Da darf ich ja erst, also da darf ich ja tippen bis zum Qualifying statt. Das heißt, die Trainings werden sehr, sehr interessant. Da kannst du auf jeden Fall noch warten. Und du musst auch den, wichtig ist noch den Weltmeister tippen und so, schon mal vorher. Ja. Konstrukteur habe ich schon. Hast du auch Dave Predictions gegeben? Verrückte Predictions für die. Ich wollte dem die eigentlich geben. Aber der hat mir auf Instagram noch nicht geantwortet, als ich gefragt habe, wo soll ich denn die hinschicken? Ach so, ich habe die direkt bei Instagram geantwortet. Ja, liest er die doch, oder nicht? Ich dachte, die soll er nicht lesen. Ach so. Also, oder ich habe das falsch verstanden, keine Ahnung. Ich dachte, der will die nicht lesen. Ach so, will der die nicht lesen? Ja, keine Ahnung. Jetzt müssen wir erstmal hinkriegen, dass wir hier denn auch... den Start direkt miterleben, weil es wollen gibt wir ja vom keine Einführungsrunde. So ach, guck mal, da geht's direkt los. Nee, wir machen erstmal einen allgemeinen Start. Würde ich sagen. Ja, okay, ich guck den dazu. Der ist nämlich auf der 6, ist auch sehr gut. Und der Williams hat gar... Ach, du Scheiße! Beide Haas hinten! Nee, Bram und Agent Engel haben sich direkt berührt. Oh! Karambolage! Absolute... Gott, ach, was ist das? Was ist da passiert? Alter, Christian ist da richtig gut durchgekommen. Christian, 7. Platz! Christian 7. Vor Benny, vor Dena, vor Formula Lena, vor Marcel Kiefer, der ist auch richtig gut durchgekommen. Tactics mit einer Strafe. Vor Christian mit 7, Dadosch 8, Dave 9. Wir haben ganz viele Strafen im hinteren Feld. Mirari, Alter, Christian ist da durchgefahren wie Neo bei am Ende von Matrix, Alter. Der ist allen ausgewichen, das war brillant. Mirari und, weiß ich nicht, wer sind sich da in die Quere gekommen. Ich glaube, das war einer der Comedies, oder? Ja klar, Kevin ist raus. Das dürfte der Fall sein. Aber Bram 16. Ja, durchaus. Starke Leistung. Also, Bram ist auf jeden Fall drin. Das heißt, Bram kämpft mit schafft. Paul. Die Hases kämpfen um die Position. Oh Gott, da habe ich ja genau richtig umgeschaltet. Was war das denn? Paul einfach ein DNF. Aber Bram immer... Oh Gott! Ja, moin! Bram einfach die Chance gesehen. Oh, da ist der Stau. Denn? Da ist Stau. Da ist ganz großer Stau. Wir haben das. Das ist natürlich eine sehr, sehr fies enge Stelle dort. Bram allerdings jetzt an 15. Und
wird jetzt gleich noch Dadosch überholen. Dadosch jetzt, Bram jetzt 14. Nerdster auch raus. Aber wo ist Nerdster raus? Der ist einfach ganz langsam. Oh Gott, Agent Engel hier auch mit einem Unfall. Was ist das für ein Start? Bram 13. Zwei Leute müssen nur noch ausscheiden und Bram ist 14. Also, sagen wir mal so. Also Bram, sogar nur einer muss ausscheiden. Einer muss ausscheiden. Broski leider 15. Versucht jetzt hier an Salzor ranzugehen. Wir haben einen kleinen Abstand zwischen Dave und Christian von 27 Sekunden. Du kannst übrigens die Map anmachen, ne? Also über das Zuschauermenü. Mal. Genauso wie die Telemetriedaten. Ja. Muss man bei 5 Runden eigentlich stoppen? Nein. Die musst du nicht machen. Weil ich sehe einige Boxenstops, aber da werden die einfach kaputt sein, nehme ich mal stark an. Gesamtstreckenkarten. So. Die habe ich noch ausgehabt, sorry. So. Was ist das für eine erste Action gewesen? Wir haben ja richtig viele Strafen. Das heißt, das wird noch eng. Christian Bram jetzt in Top 10. Christian Platz 7. Bram in Top 10, weil alle in die Box fahren müssen. Bram scheißt einfach drauf mit seinem kaputten Frontflügel. Ich glaube, dein kaputten Frontflügel, oder? Davon gehe ich mal aus. Dann ist ihm einfach scheißegal. Er fährt einfach ohne Frontflügel weiter und holt sich vielleicht die ersten Punkte. Wie wild ist das? Also Bram fährt ohne Frontflügel. Aber schafft er es jetzt die Strecke? Oh! Schafft es Bram tatsächlich jetzt hier 4 Runden oder 3 Runden noch zu überleben? Das ist die Frage. Willi in der Verfolgung natürlich mit einem ganzen Ferrari. Bram ist der Letzte, der glaube ich nicht gestoppt hat. Warte mal, das kann man da nachgucken. Marcel Kiefer greift jetzt sofort Benny an. Also der Platz um, Kampf um Platz 2. Jetzt ist gerade Überholmanöver an den, in den Top 3. Hat er easy überholt. Ja, hat er ziemlich easy Marcel lässt sich ja nicht die Butter vom Brot holen, ne? Also. Nee, dass er überhaupt Platz 3 war, nur ist schon überraschend gewesen. Ja, und das nach dem Fehler auch. Er ist gelb. Oh, Bram DNF! Bram DNF! Bram hat. Steht einfach mitten im Weg. Mal gucken, wer hinten reinfährt. Ah, nein, alle kommen dran vorbei. Nein. Schafft es Agent Engel? Agent Engel schafft es? Schafft es Salzo oder Broski? Das ist die große Frage. Wird vorher noch ein DNF kommen oder nicht? Wird Bram 14. oder nicht? Und nein, da ist auch Salzo dran vorbei. Jetzt fehlt nur noch Broski. Nein, nur noch Broski. Wird Broski vorher kaputt gehen oder nicht? Broski hat gerade schon die blauen Flaggen, wird überrundet in Runde 2. Ja, da ist, glaube ich, viel passiert. Da war viel im Argen. Lol. Und Broski hat voll die Legs. Der ist irgendwo hingesetzt worden. Oh, aber Broski überholt Bram und damit ist Bram 15. Tja. Ja, schade, liebe Wette. Das gehen war wir knapp, mal aber leider nicht funktioniert. Okay, Lena ist, an Felix dran. Lena, Dena, Tactics und Chris. Vierer Battle. Die sind alle nah beieinander. Ich gehe mal da in die Tactics-Sicht, weil die sind nah beieinander. Da ist auch von hinten die Attacke. Der ist jetzt bei Tactics an. Lol. Broski teleportiert sich irgendwo ist dahin. Halt voll am Teleportieren. Keine Ahnung, was da los ist. Können wir gleich mal fragen. Dena hier irgendwie ein bisschen langsam, habe ich das Gefühl. Der hält, glaube ich, den Zug da auf. Vielleicht hat Dena ein Problem. Ja, wenn Broski technische Schwierigkeiten hat, dann ist das natürlich wie ein Motorschaden in der echten Formel 1. Da können wir auch nichts für. Alle anderen fahren ja cool. Das ist wohl wahr. Lena muss, glaube ich, immer noch für Felix kochen bei deren Projekt. Die haben ja quasi mal so eine Saison gespielt. Ja, stimmt. Und ich meine, also zumindest hat sich daran noch nichts geändert. Das müssen wir unbedingt auch gleich nochmal in Erfahrung bringen. Das müssen wir uns immer daran erinnern, dass Lena noch für Felix kochen muss. Ja, aber ich würde da nicht so drauf rumreiten. Manchmal dauert das halt ein bisschen. Ich muss auch noch für Bram kochen. Ja, dann koch mal für Bram. Also, es können noch Disqualifikationen kommen, wodurch Bram noch 14. werden könnte. Kann das passieren? Laut unserem Chat schon. Okay, also, dann werden wir das ja sehen, ob das der Fall sein wird. Christian hat über eine halbe Minute Abstand auf Dave. Also eigentlich könnte der das hier locker in den Top 7 beenden eigentlich. Ja, aber da wird jetzt, wie gesagt, wir haben ja den 3. Oh, Tactics hier mit durchdrehenden Rädern. Ich glaube, das wird hier gleich noch ganz wild hier, dieser Dreikampf. Der ist ja gerade das Engste.
Während ja, Marcel, und wir sind sofort schon in der letzten Runde. Ja, das stimmt. Während Marcel Kiefer ja auch noch an Andi versucht ranzukommen. Oh, jetzt kommt aber vielleicht... Oh. Jetzt kommt Doppel-DRS. Ist schneller, ne, als Lena. Doppel-DRS. Ja. DRS ist an. Schweift er aus. Felix geht in die Kampflinie. Oh, oh, Lena schneller. Lena versucht außenrum zu überholen. Und Tactics innen. Oh, und und da räumen sie sich beide ab. Und wer ist der lachende Vierte? Christian, der auf Platz 5 ist. Christian, der auf Platz 5 ist. Ganz starke Leistung. Ganz starke Leistung. Dena, der jetzt an René vorbei, also an Tactics vorbei will. Da ist auch, glaube ich, die Wut jetzt tief in Dena. Wir haben schon wieder so viel Action. Das kann ich mir auch in diesen einfach in diesen 5 Runden, die wir eigentlich theoretisch noch besprechen müssten. Was ist da alles passiert? Kiefer jetzt. Das ist die letzte Runde. Hier geht es jetzt um den Rennsieg. Schafft es Marcel Kiefer, der jetzt auch vielleicht von Salzor aufgehalten wird. Andi gegen... Ja, da könnte noch was passieren gegen Marcel hier. Kiefer. Ja, ja. Was passiert da jetzt? Oh, und Marcel Kiefer drückt von hinten. Ja. Die Frage ist, wird es jetzt mit dem DRS reichen oder nicht? Weiß ich nicht. Er ist aufgehalten worden. Er hat auch noch 3%. Andi hat noch 6%. Oh. Oh. Das wird ein Fotofinish. Nee, der ist so viel schneller. Er ist so viel schneller. Ja, jetzt kommt die Attacke und... Oh! Andi gewinnt 0,154 Sekunden vor Marcel Kiefer. Ganz unfassbar. Stark. Platz 3 geht an Benny von Comedy. Platz 4 wird an Lena gehen. Da ist, glaube ich, nichts dran zu ändern, zu rütteln. Und ganz starker Fünfter hier. Christian von uns. Jawohl! Christian richtig Fünfter, nice. Ey. Tactics mit der Strafe wird noch überholt von Felix, von Dena. Dave mit dem einen Stopp, was auch immer da passiert ist. Es sind so viele Sachen passiert. Es sind so viele Sachen passiert. Ja? Also da lag ich mit meiner Prediction dann doch vielleicht ein bisschen falsch, als ich am Anfang sagte, keiner kommt von uns in den Top 10. Aber Christian hat selber gesagt am Anfang, er ist so schlecht in Formel 1, der wird hier nichts reißen. Ein 5-Runden-Rennen mit Ghosting, ohne Ghosting, in engen Rennstrecken ist wie Regen in Ungarn. Ja. Oder in Belgien. Mirar noch hier. Mirari jetzt starker Neunter, der auch kein Frontflügel mehr hat. Wird er da noch von Niklas überholt oder nicht? Das ist die Frage. Nein, wird er nicht. Nope, nope, nope. Und damit haben wir unsere Top 10 voll. Und Bram nicht mehr 14. geworden. Also ich glaube, da wird nicht noch einer disqualifiziert. Nee, glaube ich auch. Damit hat fast jedes Team Punkt schon. Ich glaube, wir haben den großen Wunsch, lieber Jonathan, die Alerts ein bisschen an Seite zu schieben. Ja, das kann ich gleich mal machen. Ja. Da sehen wir jetzt die Siegerehrung. Fotofinish. Wirklich Fotofinish von Andy Knight. Er hat gewonnen. Ganz, ganz wild. Ganz, ganz wild. Aber das war mal... Wo sind die denn? Ganz unten. Lass mal zu denen gehen, oder? Absolut extra. Ja, lass uns da gerne mal hingehen. Ja, dann werde ich auch gezogen. Ich glaub, weiß nicht, ob Peter mich zieht. Ja, Peter kann mich ziehen. Ich hab dich gezogen. Perfekt. Ja, Andi, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Das war ganz schön knapp am Ende, hä? Ein bisschen, ja. Hast ein bisschen ich Angst dachte, gehabt, das war's, dass Marcel noch dich kriegt? Ich dachte, das wäre vorbei. In dem Moment, in dem ich die erste Kurve im dritten Sektor eingewogen bin auf die Kran, dachte ich, das wäre vorbei. Der hing direkt an mir dran. Ganz klar, aber hast du noch gemacht. Ich dachte, mit DRS geht er vorbei. Ich hatte mir halt in der vierten Runde einen leichten Flügelschaden eingefahren. Das war ein bisschen das Problem. Ja gut, aber ich sag mal so, Flügelschäden haben wir hier viele gesehen. Ich hab's gemerkt, ja. Was ist denn bei dir passiert, Dave? Du warst auch an der Box nach der ersten Runde. Ja, ich war auch beim Startcrash mit dabei. Du warst einfach der, der da am Ende reingefahren ist, weil halt Massenkarambolage war, ne?
Ja, genau. Ich habe gesagt, ey, 30 Sekunden nach hinten, Free Stop. Vielleicht kann ich sogar um die schnellste Runde fighten. Am Ende war meine 3 Sekunden langsamer als die von Marcel, aber immerhin konnte ich ein bisschen Übung mitnehmen. Ja, durchaus. Ja, und 4 Punkte. Beziehungsweise ihr habt jetzt 29 Punkte. Ne? Ja, muss man ja, ja auch mitrechnen. Hinter Red Bull. Also, wow. Noch alles durchaus drin und das wird noch wild. Das wird noch sehr wild. Als nächstes fahren wir Singapur. Wollen wir noch Jay, ich mach mal die Punkte rein. Ne? Das heißt, wenn du Leute interviewen musst, musst du kurz alleine. Dann mache ich das selber. Na, ist ja auch gar kein Problem. Dann möchte ich einmal hingehen zu... Wer war denn Zweiter gerade? Wer hatte denn den Unfall gehabt? Die Haben wir jetzt noch ein, zwei Minuten Päuschen, bis das nächste losgeht? Ihr habt jetzt noch ein, zwei Minütchen Päuschen, ja. Okay. Ihr habt jetzt noch kurz Pause. Sofort wieder da. Wer war das denn? Ich bin gerade hart verwirrt. Wer war was? Wer war denn gerade Zweiter nach der Quali? Nach Mirari. Der Quali? Achso, da habe ich keinen Screenshot von gemacht. Mira war auf P2. Ja. Okay, dann gucken wir mal dahin. Ich gehe mal kurz dahin. Hallo? Hallo, hallo? Hä? Hallo? Hallo? Na? Seid ihr da? Was passiert? Ja, Mira ist tatsächlich nicht da. Ja, mich hat wieder irgendwer, also irgendwann war die Strecke blockiert. Da standen zwei Autos, ich weiß nicht, das hast du wahrscheinlich gesehen in der Observer, ne? Standen ja, zwei quer, man konnte nicht durch. Sehr eng. Dort. Wer war denn das? Ich glaube Dadosch. Der hat einfach den Wagen da mittendrin quer geparkt. In der engsten Stelle der Strecke. Hat ihm keiner gesagt, dass das nicht möglich ist, oder? Ich weiß nicht. Ja, ich arbeite noch. Ich habe heute tatsächlich ein neues Lenkrad am Start mal. Und das ist eigentlich gemacht für den Truck-Simulator und hat auch kein Force-Feedback und nichts. Es ist also sehr spannend, muss ich sagen. Hört sich perfekt an. Wie immer gut vorbereitet. Ja, okay. Dann, da Mira ja weg ist, komm einfach später noch weiterhin viel Glück. Und ja, ich wollte wissen, was da am Start ist. Dann gehe ich zu den Comedies. Ja, ja. Bis später. Bis später. Hallihallo? 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 Hallo? Hallo? Was ist denn da passiert am Start? Wie bitte? Ja, belastend. ich war rechts neben Mirari und ich glaube, der hat halt einfach relativ spät gebremst. Und hat sich dann relativ weit raustragen lassen. Und dann ist mir einfach wortwörtlich der Platz ausgegangen. Und ich bin halt in diese Bande rechts da geknallt. Und dann, glaube ich, habe ich einen Massencrash ausgelöst. Ah. Ja, okay. Also, es war auch ein extremer Massencrash. War aber lustig. Also, das ist genau das, was wir uns eigentlich gedacht haben. Und Andi fährt halt einfach schön alleine als Platz 1 weg. Und hinter ihm, hinter ihm hat sich da alles gestaut. Das war wild. Also du meinst quasi, Mira ist schuld an dem Unfall? Hey, nur mal kurz hier so ein paar Rivalitäten. Also wollt ihr Beef oder wollt ihr... Ich glaube, wir wollen Beef. Ich frage nur mal. Nee, also ich will ihm da keine Schuld geben. Ich meine, es ist ein ganz normaler Startunfall, würde ich jetzt mal sagen. Aber ich... Zumindest von meiner Perspektive kann ich nicht viel anders dagegen machen, diesen Unfall zu verhindern, außer halt voll in die Bremse zu gehen am Start. Und das ist halt schwierig in dem Fall. Okay. Deswegen. Aber das war ja definitiv, denke ich, keine Absicht. Und immerhin ist Benny noch gut durchgekommen. Ja, Benny mit Platz 3 hat ja immerhin die ersten 15 Punkte für euch gesehen. Ja. Also so ist es nicht. Ne? Also das wird noch dann weitergehen. Hoffentlich, ja. Also... Singapur wird jetzt spannend, natürlich. Singapur wird jetzt wild, ja. Das ist als nächstes dann der Fall. Ich wandere aber nochmal weiter. Jo. Bis später. Bis später. Leicht. Team Haas. Also ich muss sagen, gab zwei Dinge, ja. Ich fange einfach mal an. Michael war krass, aber irgendeiner hat mich am Anfang gedreht. Das fand ich eine Schweinerei. Ich war nicht. Das war, glaube ich, das war ein, ich mach mich gerade, war das ein Williams? Könnte ein Williams. Das war nicht meine Schuld, ich habe nichts Böses getan für das Protokoll, ich bin einfach ungerechtfertigterweise gedreht worden. Ich habe auch den Videobeweis, ganz schmutzig von Michael gedreht worden. Ja. Und wer ist denn Michael? Ja, Michael, halt die Nummer 2 hier auf der Liste. Michael halt. Ach ja, natürlich. Ja. Also meinst du Mike Stiefelhagen? Michael Stiefelhagen? Nein. Oder meinst Michael. Du Michael Kiefer? Aber nein, mein, Michael Kiefer war es. Michael Kiefer. Ja, und, aber jetzt kommt der Punkt. Mich hat es getötet, dass ich während des Rennens gewechselt bin von Lenkrad auf Controller, weil ich mit dem Lenkrad überhaupt nicht klargekommen bin.
Die erste Kurve, wir wollten uns die ersten paar Meter von dir angucken in der Quali-Runde und du bist halt direkt umgebremst in die erste Kurve reingefahren. Die Bremse hat überhaupt schon nicht gezündet bei mir. Das war der absolute Lachflash. Ja, das war schlecht. Aber jetzt, wir haben jetzt eine Taktik und zwar für die nachfolgenden Rennen. Wir fahren die Rennen durch diesmal. Ja. Ihr fahrt die Rennen durch, das hoffen wir mal. Das ist unsere Taktik. Ja. Und da war Hund auf der Strecke, da müsst ihr das nächste Mal aufpassen, bitte. Ja, das hat uns ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Ja. Wir hatten übrigens die Wette gehabt, dass quasi Bram auf Platz 14 landet. Du bist 15. geworden. Ach, also schade. Mindestens auf Platz 14. Naja. Okay. Aber wir haben. Aber wird noch besser. Aber da kann ich was sagen für unseren Chat auch. Wir haben beschlossen, wir wollen nicht mega aggro in andere Leute reinfahren oder so, sondern wir versuchen wirklich da unser Bestes. Ah. Unfähigkeit, die entschuldigen wir, ja. Aber wir wollen. Also, das Ziel ist wirklich so das nächste. Singapur, faire Rad-Duelle. Genau. Ja, oder einfach. Oder auch vorbeilassen ist auch okay. Ins Ziel kommen ist das Ziel für Singapur. Ah, okay. So sieht's aus. Okay. Gut. Dann, gehe ich mal wieder weiter und ich wünsche euch noch viel Erfolg dann bei Singapur. Ja, machen wir jetzt. Mir wurde übrigens... So. Wie schaut's aus? Schaut gut aus. Es schaut gut aus. Du musst die, das kann halt später wichtig werden bei den Nullpunkten, dass du auf jeden Fall die auch fotografierst, weil es kann ja sein, dass nachher der 12., der trotzdem noch 0 Punkte hat, dann weiter oben ist und dann einen besseren Wagen kriegt, ne? Ja, okay, also ich habe jetzt nur bis Platz 14 fotografiert. Schnellste Punkte hatte Marcel Kiefer, der kriegt das also okay, dann machen wir, müssen wir das auf jeden Fall für die nächsten Rennen zumindest machen. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach in Runde 3 rein und gucken uns dann den Punktestand an. Danach. Können wir gerne machen, ja. Oder bist du noch irgendwie, musst du noch irgendwas machen? Bin jetzt fertig. Nice. Dann würde ich sagen, gehen wir doch jetzt einfach in die nächste Runde rein. Ums. Könnt ihr Session Setting offiziell machen? Was ist damit gemeint? Das Session Setting, damit es dunkel ist. Ach so. Damit die Nacht fahren. Und habe ich Runde 3 gesagt? Runde 2. Wo haben wir das denn? Wetter und Tageszeit ist das, ne? Ja. Ich gehe noch mal einmal kurz zu Broski und frag mal, ob da alles okay ist bei denen. Ja. Hallöchen. Hi. Hallo. Wie läuft's bei euch technisch? Jetzt geht alles, aber beim Rennen war es katastrophal. Aber immerhin noch einen Punkt geholt. Also trotz der Katastrophen. Gutes Fahren zahlt sich am Ende dann doch aus. Durchaus. Sorry, falls ich irgendwas gemacht habe. Ich bin die ersten zwei Kurven ist mein CPU gefahren, weil mein PC mit allem überfordert war. Sorry dafür. Ja, das Aber jetzt bin ich da. Geil. Und ich freue mich auch auf die nächste Formel 1 Saison. Also 2022 hat ja Crossplay. Das heißt, wir haben nie wieder cool. das Problem, dass die Leute vom PC, stimmt. PlayStation, Xbox, heißt, können von überall zocken. Das wird schön. Oh, stimmt. Das heißt, das ist cool. Wir erwarten jetzt natürlich mehr Punkte von euch als nur einen natürlich. Ne? Also definitiv. Da hoffen wir natürlich. Alles klar. Nee, gut. Dann freut mich, dass ihr weiter. Alles wir sind heiß. Ich habe aber. Es geht jetzt weiter. Ich wollte nur noch mal kurz fragen, ob bei euch alles okay ist. Wie läuft denn das bei Zeitstrafen? Weil jemand war stacked. Und ich wollte durch die Lücke fahren und dann haben wir da so einen kleinen Stau gemacht. Zeitstrafen kann man nicht zurücknehmen. Ich glaube, das kriegen wir nicht mehr rausgerechnet. Okay. Ja, das wird dann alles noch ein bisschen verzögern. Also wir müssen da jetzt mit den geilen Regeln von F1 2021 fahren. Doch. Ich wünsche euch noch viel Spaß und vielen Dank. Viel Erfolg beim nächsten Rennen. Alpha Saufi! Vamos! Die haben Spaß. Da funktioniert jetzt auch alles. Ah, perfekt. Dann das heißt, schreibe ich mal alles auf bereit. Ja, Mann. Wir brauchen jetzt noch wieder eine Wette. Die können wir schon mal währenddessen machen. Muss schnell sein jetzt wieder. Dann machen wir jetzt eine Wette. Christian geht jetzt nochmal in die Punkte. Ja, Christian in die Punkte. Christian Top 10. Christian Top 10, ja. Würde ich auch sagen. Christian Top 10 als nächste Wette. Das ist halt so ein 50-50-Ding, ne? Wenn du durch die erste Kurve gut durchkommst, dann hast du halt Chancen, fette Punkte einzufahren.
Ja, ist allerdings auch gefährlich. Auch gute Fahrer können hier schnell auf die Schnauze bekommen. Das stimmt. Also Dave mit 4 Punkten hat sich wahrscheinlich auch was anderes da überlegt erst. Singapur jetzt schön bei Nacht. Haben wir auch lange nicht gefahren wegen Corona. Oder dank Corona. Aber dieses Jahr dann vielleicht ja wieder. Genauso wie Montreal. Wird auch schön. Wir haben hier schönes Wetter. Das Wetter ist, wie gesagt, weiterhin auf dynamisch. Das heißt, wenn der Zufall es so will, haben wir noch sehr viele Regenrennen. Wenn der Zufall es nicht so will, dann haben wir kein Regenrennen. Die Wette ist jetzt offen. Ihr könnt abstimmen. Schafft es Christian in die Punkte? Ja oder nein? Oder nein oder ja? Ich weiß gerade nicht, was auf 1 ist. Habt ihr Spaß, Chat? Das ist das Wichtigste, natürlich. Das ist das Wichtigste an der Stelle. Qualifikationsrunde beginnt in 27 Sekunden. Nice. Ja, dann gehen wir los. Dann ist gucken wir sofort zu. Christian ist ja jetzt unser Man, oder? Nehmen wir Christian. Dann gucken wir uns Christian an. Also, so schnell es halt geht, ne? Ja, du kannst das ja direkt oben rechts quasi auswählen. Ja, das Zuschauermenü ist trotzdem nicht immer, ist halt nicht so perfekt. Ich hätte gerne so eine Regie, aber besser geht's halt nicht. Wo ist Christian? Da. Bin ich schon an ihm vorbeigefahren? Nein, das ist Tactics. Fuck. Da. Zuschauen. Christian, hier in die erste Kurve rein. Ist aktuell noch auf Platz 16, aber da verschieben sich natürlich die Platzierungen die ganze Zeit. Bram ist übrigens von Lenkrad auf Controller umgestiegen. Wann? Gerade. Mitten im Rennen, glaube ich. Hat er gesagt, mitten im Rennen. Er sagt, er kam gar nicht drauf klar. Christian aktuell 15. hat jetzt quasi Willi überholt. Virtuell. Oh, weit rausgekommen, aber gar nicht so verkehrt. Jetzt hier auch eine nicht ganz so leichte Kurve, wie ich finde. Nimmt er aber gut. Also, sieht langsam aus, aber langsam ist sicher und sicher ist schnell. Herr Christian hatte ja heute Mittag überlegt, das Lenkrad nicht zu nutzen, weil er halt so wenig Übung hat. Aber ich glaube, er fährt so, wie das aussieht mit Lenkrad. Dafür ja, sieht aus wie Lenkrad, würde ich auch sagen, ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, 10 Punkte. Ich glaube, so viele Punkte hat er in den letzten GPOs gar nicht gehabt insgesamt. Also, aber er ist sehr vorsichtig. Er fährt gerade sehr vorsichtig, muss ich sagen. Das ist dann doch vielleicht ein bisschen zu langsam. Ja, aber ich sag mal so, wenn du von hinten, solange du nicht am Ende in die Massenkarambolage fährst, kommst du auch mit Platz 15 noch locker in die Punkte. Ja, das ist richtig. Ich meine, Bram bleibt weiterhin auch auf Platz 20, also der wird Christian wahrscheinlich nicht schlagen diese Runde. Ja, es kann gut sein, dass Bram und Paul vielleicht nicht mehr Haas fahren werden in Rennen 4. Da könnte ich mal die Wette eingehen. Good point. So, Marcel Kiefer ist schon übers Ziel. 35,7. Stark. Aber man muss halt auch weiterhin sagen, Andy Knight, das ist ja schon fast E-Sport-Niveau, was der Junge da fährt. Ist krass, ne? 1,36,0. Mira einfach 1,37,1. Eine Sekunde hinter. Da ist viel Platz zwischen denen. Ja, ganz, ganz stark, die zwei. Wo gar kein Platz zwischen ist, ist zwischen Christian und Mike. Die beiden Orangenen, ja, die sind super nah beieinander. Ob die sich dann gleich beim Start, ja, das ist vernünftige Fahrer, würde ich sagen. Eieieiei. Ich glaube, die werden es zumindest versuchen zu vermeiden. Also Top 1 und 2 super nah beieinander und dann kommt erstmal lange gar nichts. Dann haben wir Mirari und Kevin und dann haben wir wieder, so groß ist der Sprung dann natürlich auch wieder nicht. Dann haben wir Ray, dann haben wir Benny, Dave. Der ist auf jeden Fall schon da. Broski nur 3 Zehntel langsamer als Dave. Tactics, der Dave auch gesagt struggled. Hat, der ist quasi noch gar nicht gewonnen. Der hat sich extra einen Rennanzug geholt. Der streamt auch gerade. Ich glaube, der streamt gerade im Rennanzug, hat Tactics erzählt. Sehr lustig. Vor Formula Lena, die mit 3,8 Sekunden einfach schon. Also nicht jetzt schlecht, weil. Also Lena ist jetzt nicht schlecht gefahren, ja. Die ist halt immerhin noch Platz 10. Aber der Unterschied ist halt krass, was die zwei da vorne fahren. Also 3,8 Sekunden, ey, das kennen wir ja sonst nur von. Ja. Russischen Rennfahrer. Bramenzepin oder was? Ja. Bratzepin. Oh Mann, ey. Schön.
Ja, ich würde sagen, wir machen wieder so ein allgemeines Angucken vom Start, damit man die Massenkarambolage angucken kann, die kommen wird. Ja, wir müssen uns nur auf einen einigen, damit wir die gleichen sehen. Also mach gerne die Ansage. Ich würde einfach wieder vorne den nehmen. Also ich hatte, glaube ich, Platz 2 oder sowas angeguckt. Achso, so weit vorne. Okay, alles klar, jawohl. Ich weiß nicht, du hast ja da mehr Erfahrung. Du hast ja so Platz 5 oder 6, da siehst du ein bisschen mehr. Ja, okay, dann gucken wir uns Platz 5 an. Na, ist ja okay. Ich weiß gerade nicht, wer 5 da ist. Wir nennen einfach gleich einen Namen. Dann wechseln wir dahin. Ray. Okay, wir wechseln nirgendwo hin. Ich kann nirgendwo hin wechseln gerade. Okay, aber wir werden dann Ray nehmen. Ray. Okay. Oh, Mirari, guter Start auch, ne? Richtig guter Start von Mirari, direkt fast auf der Höhe von Andi gewesen, aber Andi hatte dann doch ein bisschen die Spitze vorne. Ansonsten Ray jetzt schon Vierter. Da fliegen aber auf die Kevin trotzdem überholen. Die Funken. Da fliegen die Funken. Aber das sieht doch alles relativ easy aus. Christian, sehr viele Plätze verloren. Ne, hat er gar nicht. Der ist ja so 15er gestartet oder so. Das sieht eigentlich alles sehr entspannt aus. Wir haben keinen Mike, einzigen Mike Unfall. Hat viele Plätze verloren und Bram gewonnen. Wo ist Bram? Bram ist 17er jetzt, ganz stark. Ja. Oh. Aber ey, was ist da passiert? Da ist ein IP, Dadosch ist weit. Oh Gott, oh, Dadosch wird einfach von Paul weggedrängt. Beziehungsweise, oh, da ist was. Passiert, da ist sehr eng geworden. Lena und Willi sind auf jeden Fall kollidiert. Willi hat eine Zeitstrafe bekommen für die Kollision mit Lena. Christian jetzt wieder zwei Plätze dadurch gut gemacht. Felix einen Platz verloren, wurde von Agent Engel überholt gerade. Da ist, aber ich möchte einmal sagen, kein DNF bislang, kein Massenunfall. Und dann doch, da ist ein Ferrari. Das ist Broski. Broski, der jetzt nicht da wegkommt. Broski, weil er logischerweise warten muss. Aber er hat auf jeden Fall besser gedreht als ich tatsächlich. Bei World Cup. Ist Bram jetzt wieder letzter? Gedreht. Bram letzter, nein. Oh, Bram versucht auch gerade den Weg zu finden. Ja, Broski wird jetzt von Paul aufgehalten. Auch nicht schlecht. Oh, meinst du? Wir haben eine gelbe Flagge nach der nächsten hier gerade. Wo Paul hier wohl durchzieht? Da ist jetzt halt ein kleiner Abstand zwischen Paul und Broski. Zwischen Paul und Salzo, Entschuldigung. Broski hier jetzt mit dem Einstechen und hat ihn. Schön überholt. Ja, schönes Überholmanöver hier aus Herne West. Dave ganz nah an Kevin dran. 0,2, 0,3. Da wird gleich in der DS-Zone. Ist DS überhaupt an? Dürfte jetzt gleich angehen, oder? Ja, die sind ja schon in der zweiten Runde. Da könnte ich mir gleich einen Angriff vorstellen. Ja. Wobei jetzt hat er gerade wieder Zeit verloren. Das ist da sehr, sehr eng zwischen den. Das ist überall eng. Ja, gerade ist überall eng. Ist Agent überall Engel eng. Fährt durchs Feld. Agent Engel räumt auf, will jetzt aber auch mal endlich Punkte haben, nachdem er ausgeschieden ist. Vielen Dank, Meister Money. Benny, der jetzt hier versuchen möchte, an Agent Engel ranzukommen. Da ist das engste Duell mit Dave und Kevin von Comedy. Und Salzor auch noch mit Willi. Und das ist ein Unfall! Mirari DNF! Wir haben gerade, ich habe gerade so durchgeskippt, da war der Unfall. Fährt da einer hinten drauf, ist die Frage. Nee, der steht da sehr, sehr offen. Das wäre auf jeden Fall ein Safety Car. Und doch, damit Willi Christian fast. Auf Platz 11. Christian auf Platz 11. Unsere Wette ist Top 10. Das ist die große Sache. Dave jetzt 0,5 Sekunden dahinter. 0,1 Sekunde Benny. Der versucht jetzt hier an Agent Engel vorbeizukommen. Aber er kommt halt gerade. In dem Teil der Strecke kommst du nicht dran vorbei. Nerdstar! 3 Sekunden Strafe, schwere Kollision mit Mirari. Ist der da hinten reingefahren? Ist der in Mirari reingefahren gerade noch? Da fehlt ein Frontflügel. Ich glaube, da ist der gerade in Mirari reingefahren. Oh nein. Upsala. Aber wir wechseln wieder schnell durch. Zu Agent Engel, der hier an Tactics vorbei möchte. Tactics sehr solide, aber Engel nah dran und dahinter Benny. Also es wirkt schon fast so, als würde Tactics ein bisschen aufhalten. Ja, er macht quasi den Dena. Das heißt, wenn es jetzt wenn das genauso jetzt passiert, dann dürften jetzt Agent Engel und Tactics zusammen kollidieren. Sie kollidieren. Oh, Rad an Rad Duelle. Rad an Radkasten Duelle. Seitenkasten Duelle, glaube ich eher. Aber Agent Engel auf Platz 6, Tactics auf Platz und Gelb in Sektor 1. Ja, aber ist schon wieder vorbei. Weg. Ja, ist schon wieder vorbei. Jetzt ist die Frage, wird Tactics auch von Benny aufgeschnupft oder nicht?
Oh, da fliegen die Funken. Aber Alpha Tauri hat hier auf jeden Fall einen guten Fahrer. Das wäre doch an einer für Red Bull dann in Zukunft, oder? Im Zweifel ja in der... Im Young Drivers, wie heißt denn das? Da ist ein Haas, da steht ein Haas. Bram steht. Bram steht. Bram fährt. Aber jetzt gerade ist er wieder losgefahren. Aha. Er stand okay. Kurz. Du kannst ja auf der Map, auf der großen Map kannst du immer sehen, jetzt steht zum Beispiel ein Ferrari gerade in der Kurve. Ja, die beiden Ferrari haben die sich gekebbelt vielleicht. Sich. Oh nein. Oh da nein. Ist jetzt dann auch interner Zwist, aber die sind ja auch in demselben Teamfunk sozusagen. Das heißt, die können sich gegenseitig beleidigen. Ja, das stimmt. Da können sie sich anheizen. Oh, Rose wieder ein Haas. Wieder Brammen. Ich glaube, Bram hat... Hat Bram noch den Frontflügel dran? Ja, der ist noch dran. Ja, das stimmt. Aber der sieht mitgenommen aus. Das ist sehr, sehr... Oh! Broski hat gerade seinen Frontflügel zerstört in der Wand. Da waren wir gerade live dabei. Da wird... Oh! Kriegt er überhaupt noch die Kurven? Da wird jetzt... Willi wird ja jetzt sich dran vor... Wird auf jeden Fall Broski kriegen. Früher oder später. Die Frage ist, nimmt Broski jetzt noch Willi mit? In den Abgrund oder nicht? Das werden wir jetzt sehen. Oder wird es jetzt hier eine Teamorder geben? Er muss jetzt vorbei. Er hält ihn ja auf. Sie sind beide Team 2. Wieso haben sie beide die Nummer 2? Ja, da ist vorbei. Okay, dann gucken wir mal, wie Christian. Und Dave, Christian läuft. An Kevin dran. Hängt richtig am Arsch. Christian ist quasi in Schlagdistanz und wartet einfach wieder, bis die Leute vor ihm sich rauskollidieren. Ja, aber er hat nicht mehr lange Zeit. 5 Rundenrennen gehen schnell um. 5 Rundenrennen gehen wahnsinnig schnell rum, aber wir haben hier dauerhaft 24-7 Action. Ja. Ich weiß überhaupt nicht, ich bräuchte einfach 10 Perspektiven gerade. Dave, wird er an Kevin vorbeikommen? Er will jetzt natürlich... Guck mal! Oh, Auffahrunfall! Vier Punkte sind für ein Dave Gaming zu wenig. Das kann er nicht auf sich sitzen lassen. Letzte Runde jetzt für die. Naja, er wird jetzt gleich DRS kriegen. Ist jetzt ja auch gerade quasi das engste Duell. Aber Kevin wird ja auch DRS kriegen durch Ray. Das heißt, ist Ray am Ende der traurige Dritte und nicht der lachende Dritte? Gucken wir jetzt mal. Also die sind schon die ganze Zeit so nah beieinander und bisher haben sie nicht hingekriegt. Gelb. Sektor 3. Oh, wieder ein Ferrari. Ah, Broski raus. Broski DNF. Ja, okay, der ist halt nicht an die Box gegangen. Aber allerdings... Dave schafft es nicht. Dave. Oh, da wird aber auch... Kevin nutzt aber auch jedes Zentimeter der Strecke. Aber wir fahren auf regulären Verhältnissen. Da kann jeder fahren, wie er will, bis es Strafen gibt. Auch Felix und Tactics kämpfen gerade auch mit harten Ball. Oh, Felix, der lässt aber auch keinen Millimeter Platz, ey. Natürlich nicht. So kennen wir ihn. Aber das kann natürlich jetzt Christian in die Karten spielen. Wenn die sich jetzt beide rauscrashen sollten. Was sie aber nicht gemacht haben. Noch nicht. Felix ist vorbei an Tactics. Ja, ja, aber Lena wartet nur drauf. Oh, Lena wartet nur drauf. Ja, ja. Und da jetzt. Oh, liebe Röhre zwischen. Tactics. Christian auf Platz 10 kommt an Lena vorbei und noch nicht. Lena drängt sich da noch rein und Christian wieder Platz 11. Ist das ein enges Duell hier um Platz 10? Christian wird jetzt natürlich noch versuchen, den Punkt zu holen. Vielleicht hat auch Lena irgendeinen Schaden am Wagen. Ja, so wie die gerade gefahren ist. Oh. Christian wird jetzt reinstechen. Christian ist im Diffusor von Lena. Schafft es Christian. Die letzten Kurven. Jetzt nochmal raus beschleunigen. Nein, sie steht im Weg. Sie steht halt im Weg. Jetzt nochmal raus beschleunigen mit dem ganzen Schwung auf die Gerade. Fährt hin rein und fährt vorbei. Christian kommt auf Platz 10. Bro. Er hat es geschafft. Er hat's gemacht. Unfassbar. Was für eine Leistung vom Stachel aus her. Jetzt weiß ich, warum die Leute immer stehen, wenn sie quasi kommentieren. Das ist ja der Shit. Krass. Christian in 2 Rennen, 2-mal in den Punkten. Was eine Leistung. Wir haben einfach Marcel Kiefer, der Platz 1. Und Dano spendet gerade in 10 Zügen, by the way. Er hat es jetzt geschafft. Er schafft die ganze Zeit. Bram ist trotzdem noch hinter dem.
Ganz, ganz, ganz tolles Rennen wieder. Und dadurch macht nochmal eine kleine Pirouette. Ja. Ja, einmal hinten. Ja, da. Ja, scheiß auf den Heckflügel. Ganz, ganz wild. Ganz, ganz wild. Dadurch Platz 16. Ja, und der letzte, der noch gefahren ist, war das, ja. Ja, die anderen wurden überrundet. Ja, oh Mann. Oh shit, ey. Wir hatten jetzt Baku und Singapur und jetzt kommt der mittlere Main Event, Monaco. Mit denselben Einstellungen. Ich freue mich jetzt schon auf die Löwskurve. Die wird legendär. Das heißt, da wird die Quali natürlich dementsprechend wichtig sein. Das wird gut. Oh, schnell Screenshot machen. Screenshots. Ja, ganz schön stark von Christian hier noch Platz 10 geholt. Das war spannend. Das war die perfekte Wette. Tatsächlich. Das hat ja genau auf den Punkt geklappt. Auf den Punkt. Also, Marcel Kiefer gewinnt vor Andy, vor Ray, vor Dave, vor Kevin, vor Engel, vor Benny, vor Dena, vor Tactics und vor Christian. Die schnellste Runde fährt Marcel Kiefer. Ja, also 26 Punkte aus dem Rennen mit nach Hause nimmt. Absolut korrekt. Interview mit Christian. Ja, Chat. Wir gehen runter, während Peter. Möchtest du da mit? Soll ich dich mitziehen? Ja, ich möchte mit. Okay. Gehen wir mal runter zu Christian. Ich muss ihn mal suchen. Da. Stachel aus, Junge! Aber ich muss geil den Streamer nehmen. Richtig, richtig stark. Hallo. Oh Gott, ich kann Peter nicht ziehen. Ah! Das war viel Schreierei GG an Lena. Ich habe mich ein bisschen aufgeregt. Warum hast du dich aufgeregt? Sie ist halt gegen die Wand gekommen und hat in dieser Haarnadelkurve, sagen wir mal, die Brechstamme ausgepackt. Also war schon okay. Kann man so sagen. Ja, schon, aber du hast ja dafür dann auch nochmal innen schön in der letzten Kurve überholt. Das war die letzte Chance. Das war ja auch dann nice. Das Belastende an der ganzen Geschichte ist, ich habe vorher gegen mich gewettet, dass ich nicht in die Top 10 komme. Jetzt sind alle meine Kanalpunkte wieder weg, weil ich das letzte Manöver gemacht habe. Das war absolut perfekt. War schön. Mike, wie läuft's bei dir oder wie lief es bei dir? Ey, ich habe einen Plan, mich aus allem rauszuhalten und der geht mal so gar nicht auf bisher in den beiden ersten Runden. Paul hat irgendwie auf der Geraden gedacht, er bremst mal kurz. Und dann war ich ein bisschen überrascht und hatte einen kaputten Frontflügel und wollte nicht an die Box gehen und bin 5 Runden lang irgendwie so, ja, 4 Sekunden langsamer als im Qualifying rumgekrebst. Aber ich bin sehr stolz auf Chris, der hat 2-mal jetzt hier Punkte erfahren. Das ist mehr als was wir uns ausgerechnet haben. Also sehr, sehr cool. Ich bin einfach sein Teammate. Ich feuer jetzt einfach nur an. Mike, du bist aber jetzt zuständig für die Punkte, weil jetzt kommen die Stärken, wo ich nicht mehr so... Monaco, born and raised. Kenne ich jeden Kratzer. Ich mach das. Das kann ja halt auch sehr, sehr eng werden. Und wenn du dich halt aus allem raushältst und mal eine Massenkarambolage sein sollte, die war ja jetzt in Singapur ausgeblieben. Also da nochmal Glückwunsch an alle. Es gab keine wirkliche... Also es gab natürlich Berührungen durchaus. Ja, es gab keine Massenkarambolage. Das erste Rennen habe ich ja super Glück gehabt. Da ist irgend so ein Pulk stand mitten auf der Strecke und ich bin einfach dran vorbeigefahren. Da waren, glaube ich, irgendwie 7 oder 8 Autos drin. Das war richtig heftig. Monaco wird halt noch lustiger. Ich kann mich noch daran erinnern, wir haben auf jeden Fall in der ersten Runde immer Stau gehabt in der... Der Löws. Ja, das wird wild. Na gut, da wünschen wir euch viel Erfolg. Danke. Und ich wandere mal weiter Richtung... Formula Lena und Marcel. Bis später. Bis später. Tschö. Hallo. Glückwunsch einmal zum Sieg. Herzlichen Glückwunsch. Und Glückwunsch zum 11. Platz, Lena. Beziehungsweise, das war ja richtig eng. Was heißt, das war voll mies? Bei dir war Also ich habe aus Versehen auf den Tactics angestoßen, weil der mit Felix da gefightet hat. Und dann fand ich das doof, daran vorbeizuziehen, weil er dann schlecht aus der Kurve wegen mir rauskam. Da habe ich ihn halt vorbeigelassen und bin dann vor Chris gelandet und habe da fast Chris irgendwie halt mit abgeräumt. Aber am Ende hat Chris dann noch den Punkt bekommen, also dann war gut. Aber ich weiß nicht, ich fand das doof, dann vorbeizuziehen. Es geht um jeden Punkt. Du musst jeden mitnehmen. Da musst du wirklich egoistisch denken. Nein. Obwohl du auch nicht so eine Person bist. Aber es geht hier um alles. Nee, aber solide. Also ich sag mal so, ihr seid insgesamt, wenn ich das gerade richtig sehe, bei 57 Punkten. Damit seid ihr insgesamt in der Gesamtwertung auf Platz 2.
hinter, Leute. 2 Punkte hinter Michael Masi Motorsport. Das reicht aktuell natürlich auf jeden Fall. Michael Masi Motorsport. Ja. Oh, Mann. Ist das so not right? Aber bist du überrascht von der Stärke von Andy, Marcel? Ja. Ja. Oder fährst du mit einer Hand? Nee. Also, Andy ist echt mega schnell. Ah, okay. Ja, das wird noch ein wildes Duell zwischen euch zwei, glaube ich. Also, ich denk's auch. Ihr seid gerade sehr, sehr, sehr gut in Form, ihr zwei. Okay. Ja, also Marcel, du führst eine Einzelwertung. Ja, auch nur mit 2 Punkten Abstand vor Andy. Ja, ganz knapp. Nur wegen der Fastest Lap. Ja, stimmt, die hilft natürlich. Ja. Absolut. Dann wandern wir nochmal weiter und viel Erfolg gleich bei in Monaco. Wir müssen mal zu Salzburg und Tactics gehen. Die sind noch gar nicht die haben wir noch gar nicht besucht. Kommst du selber da jetzt hin? Ah, er ist schon weg. Jawohl. Hallo? Gibt, glaube ich, hier. What? Hallo? Ja, wie läuft's bei euch? Ja. Also, seid ihr zufrieden mit eurer Leistung? Also ich muss ja sagen, Tactics, dafür, dass du die ganze Zeit mir gesagt hast, dass du ja nie Formel 1 gefahren bist und ja voll der Underdog bist, bist du mit 8 Punkten ja doch ziemlich, ziemlich stark unterwegs. Ja, ich sag mal so, Underdog, ich habe auch mir was ganz anderes vorgestellt von meiner Leistung, aber ja, es macht mega viel Spaß. Ich glaube, ich muss mich noch ein bisschen auf der Geraden behaupten können. Aber so jetzt gerade diese ein, zwei Kurven, der Fight mit denen hat Spaß gemacht. Und ja, jetzt kommt Monaco. Ich glaube, da ist nicht viel Kämpfen, da ist viel Überleben. Aber ja, also ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung und ich hoffe, ich kann noch ein bisschen mehr fürs Team rausholen. Das hoffen wir natürlich auch an Salzors Stelle. Ja, hoffentlich. Der Rucksack muss größer werden. Wie kommst du denn zurecht? So, also meinst du schaffst noch irgendwann die Punkte? Ja, sicher. Ich hatte echt Pech im ersten Rennen. Ich stand direkt in der ersten Kurve, ist mir einer hinten ans Hinterrad und ich habe mich gedreht in Baku. Und dann, ja, war im Castle einfach Stau. 10 Autos standen da. Und dann standen dadurch im Weg. Ja, da können wir uns auch gut dran erinnern. Da ging gar nichts mehr. Und eben gerade, ja, Singapur, absolut nicht meine Strecke. Aber wie gesagt, hier sehr guter Teamkollege. Tactics muss noch ein paar Punkte rausholen auf jeden Fall. Ja, ihr seid jetzt aktuell mit 8 Punkten auf Platz. Lass mich nicht lügen, ich muss kurz gucken. Funktioniert hier alles nicht gut, was ich hier mache. Ich mache Quatsch. Keine Ahnung, ihr seid irgendwo auf jeden Fall so zwischen 10 und 5. Ja, das ist gut. Das ist ein guter Einschätzer. Sehr schön. Ich wollte sagen. Okay. Dann ja, wünschen wir euch nochmal viel Erfolg und ja, bis später. Jo. Vielen Dank. So, dann auf jeden Fall nochmal. Hallo, Test, jemand da? Hallo? Ein Dena an Dardosch, Dardosch ja, an hallo, Dena. Ja, hallo. Geil, hallo. Na, hallo, na, wie geht's? Gut. Wie läuft's aktuell? Ah ja, also sehr viel Pech da im ersten Rennen, hast du ja gesehen, habe ich verkackt, habe mich gedreht, der letzten Runde und damit ja, den vierten Platz verloren. Ja, da hast du ein kleines Duell mit Lena gehabt, ne? Richtig, das war ein bisschen ärgerlich, das hat mich sehr geärgert, aber jetzt dafür umso besser, also jetzt bin ich sehr zufrieden gerade ja, mit dem achten Platz, das war gut. Hast du es gesehen, was da passiert ist? Hatte Lena am Ende, also ich habe gerade erstmal, also grandiose Kommentatoren-Skills bei dir, ich habe das mir gerade in Dauerschleife angeguckt, das Ende. Bei dir? Sehr, sehr cool. Es ist absolut wild. Es ist absolut wild. Also, das macht aber auch riesig viel Spaß. Und ja, ist auf jeden Fall mal eine Erfahrung, sowas zu machen, weil ich glaube, ich habe noch nie quasi kommentiert. Aber macht sehr, sehr viel Spaß. Macht sehr, sehr, also sehr viel Spaß. Also, ich würde mir, wenn ich jetzt nicht fahren würde, würde ich mir auf jeden Fall weiter angucken, allein um zu sehen, wie du uns das ganze Rennen kommentierst. Hast du gesehen, Peter am Ende auch Marlene. Ja, der sowieso, auch, weißt du, dem wollen wir jetzt nicht die ganze Zeit loben. Nicht, dass er noch. Dem habe ich gerade die Punktetabelle zerschossen, glaube ich. Ohne Witz, hier ist alles kaputt, Alter. Ich weiß aber auch nicht, was ich da gemacht habe. Ich bin fad verwirrt. Hatte Lena am Ende irgendein Problem von Vögel oder so? Weil warum wurde sie überholt am Ende? Hat sie da. Lena hatte eine Kollision mit Tactics und. Oder nee, du hattest die Kollision mit Tactics. Dadurch ist Tactics schlecht aus der Kurve rausgekommen. Lena war eine Ehrenfrau und hat quasi Tactics nicht überholen wollen, ist deswegen langsamer gefahren. Und wurde dadurch dann von Christian überholt.
Ja, weil aber das Überholmanöver am Ende habe ich nicht verstanden, weil wieso war Chris da auf einmal so viel schneller in der letzten Kurve? Das war krass. Also krasses das Manöver von ihm, aber ich dachte, die einzige Erklärung ist, dass Lena ein Problem im Frontflügel hatte oder sowas, aber hatte sie nicht? Nee, eigentlich nicht. Dann wäre noch krasser von Chris. Da lief eigentlich alles gut. Also heftiges Manöver, muss man sagen, und das für den 10. Platz. Ja, definitiv. Für den letzten Punktrang. Stark, ja. Starke Nummer. Als nächstes ist Monaco dran, da wünsche ich euch viel Erfolg und ist Schaden an? Haltet die Nase dran. Ja, natürlich ist Nida Schaden an. Oh, und natürlich shit, okay. Ist Ghosting auch aus. Das heißt, passt auf eure Nasen auf und auf eure Heckflügel. Das okay. Wird wild. Dann bis später. Sehr gut. Und viel Erfolg. Bis später. Bis Dankeschön, ciao, ciao. Also ich weiß jetzt nicht, was ich da gemacht habe. Ich habe das gemacht, was ich immer gemacht habe. Wenn du sortierst, dann geht alles kaputt. Ja, aber normalerweise müsste man ja sortieren können, weil das hat ja eigentlich immer funktioniert. Deswegen bin ich sehr verwundert, dass das diesmal nicht funktioniert. Und jetzt haben wir vor allem auch die falschen Punkte. Ja, richtig. Also, weil die Punkte werden nicht mitsortiert, sondern die hängen irgendwie nicht zusammen, weißt du? Ja, wir werden ja auch gleich wir müssen ja auf jeden Fall auch gleich noch sortieren bei den bei der Gesamtwertung der Fahrer. Ja, das wird wahrscheinlich auch alles zerstören. Im Zweifel kann man Steuerung Z drücken. Dann, wenn es soweit ist. Aber du überträgst jetzt natürlich nochmal die Punkte neu. Das heißt, wir müssen da kurz ein technisches Problemchen lösen, denke ich mal. Vielleicht helfe ich dir auch im Zweifel mal kurz damit. Ja, ich mach's halt über, ich weiß nicht, ob es das kaputt macht, aber ich mach's halt über Formeln. Über Formeln? Das kann sein. Ich mach's halt nicht händisch, ich übertrage die Zahlen nicht händisch. Okay, ich hab das immer händisch gemacht. Das wird's wahrscheinlich killen. Ja, okay, dann machen wir's händisch. Also die Formel, die ich eingetragen hatte, ist quasi logischerweise alles gibt. Pass auf, ich zeig euch mal kurz das Problem, lieber Chat. Das Problem ist, also ich habe immer einzeln die Punkte eingetragen und das auf eine Gesamtrechnung auf die Gesamtpunktzahl. Und nach der habe ich gerade angefangen zu sortieren. Ich wusste nicht, dass du das da anders machst. Machst du das dann auch bei dem ersten Teil nach Formel? Nee, ne? Nee, da ist nur die Gesamtpunktzahl ist eine Formel. Ist alles plus, plus, plus. Ja, okay, ja, das heißt, da müsste das ja gehen. Pass auf, ich sortiere einfach mal. Wenn ich jetzt hier nach sortiere, müsste das ja funktionieren. Wir sind natürlich absolute Excel-Pro. Da funktioniert's. So. Das ist der aktuelle Zwischenstand. So würde ich es halt dann auch bei den anderen Dingen machen wollen. Weißt du, weil dann hast du halt. Ja, okay, dann muss ich halt plus rechnen. Dann kriege ich schon hin. Okay, nice. Den Bereich als Tabelle formatieren. Ja, ja, ich habe nie Excel in der Schule gelernt. Ich hatte nicht sowas. Weiß nicht, ob Peter ist da Profi drin wahrscheinlich in Excel-Tabellen, aber ich halt nicht. Nee, bin ich nicht. Nee, bist du auch nicht. Na gut. Also aktuell haben wir in der Gesamtwertung Marcel Kiefer vor Andy Knight mit 45 und 43 Punkten. Die würden aktuell Haas fahren. Und Platz 14 bis Platz 20 wird noch wild. Also da müssen wir auf jeden Fall dann nochmal wahrscheinlich selber ausklamüsern gleich in 3 und 4. Aber mal gucken, ob dann noch wer in die Punkte fährt von denen. Aber dann werden wir das sehen. Okay, Peter ändert das hier jetzt in der Zeit. Wir können aber starten. Wir können starten, alles klar. Also kannst du kurz in Discord schreiben, dass die Leute auf bereit gehen können? Ja. So. Geil. About Excel Quiz, ja, herzlichen Glückwunsch. Monaco, Monte Carlo, die Heimat von Charles Leclerc, der im letzten Jahr mit Getriebeschaden nicht mal starten konnte. Nachdem er die Pole Position geholt hat. Aber gut, man sollte auch nicht in der Quali den Wagen kaputt machen. Da hat Michael Schumacher das schon besser hingekriegt. Ja, wollte ich gerade sagen. Da hat aber der ist dann letzter geworden. Naja, ob das halt so viel besser ist. Wette. Ich würde sagen, 10 Wagen kommen an. Ja oder nein? Oh, das ist 10 Wagen Idee. DNF. Ja oder nein? Oder 10 Wagen kommen an. Ja oder nein? Also eine allgemeine Sache. Kommen 10 Leute ins Ziel? Ja oder nein? Oder haben wir Monaco 1996? Das ist die Frage. Wir gucken uns jetzt mal Marcel Kiefer an.
Jetzt sehen wir nämlich mal, wie man Monte Carlo richtig fährt. Es ist natürlich egal, wie viele Sekunden Rückstand diese Wagen am Ende haben werden. Haben sie am Ende DNF oder DSQ, dann sind sie raus. Haben sie 10 Runden Rückstand, okay, das geht nicht, haben sie 4 Runden Rückstand, dann zählen sie als teilgenommen, als drin. Ja, so, los geht's. Ich gehe auf jeden Fall auf Marcel Kiefer. Jawohl. Der hier jetzt mit seinem Red Bull natürlich eine gute Zeit fahren muss. Monaco eigentlich geil zu fahren, boah, wenn man so ein bisschen kennt. Vorbei. Das ja. ist richtig eng gewesen. Das war richtig. Du machst auch den kleinen Rechtsschlenker, ne, den auch alle Profis da machen, weil die Straße sonst so neben ist. Die ja, hier immer wieder ein Problem, aber legendär. Wie heißt die nochmal, die Kurve hier? Löws. Die Löws-Kurve. Genau, ja, da hatte ich teilweise Lenkrad-Einstellungen, die mir dafür gesorgt haben, dass ich die gar nicht fahren konnte. Tunnel auch legendär. Ganz ja. Strecke ist legendär. Absolut. Jetzt dann in die Hafen. Ich glaube, es ist jetzt die Hafen. Jetzt bist du geblendet, wenn du rauskommst aus der Dunkelheit als Fahrer in die Sonne, wirst du voll geblendet. Oh, dann nimmt er nochmal alles mit, was er mitnehmen kann. Jetzt Richtung Schwimmbad, die Linkskurve. Ja, die in dem DTS Drive to Survive Trail eine Rechtskurve ja. war, weil die hier ist die Leclerc-Gedächtniskurve. Ja. Und hier ist die Michael Schumacher-Gedächtniskurve, die Raskas. Und dann geht's schon wieder auf Start und Ziel. Und wir haben hier eine perfekte Runde von Marcel Kiefer, der hier Platz 1 fährt. Mit 1,9. Oh, Alter Falter. Bram allerdings, möchte ich auch mal sagen, hier durchgekommen mit einem DSQ. Okay, ich dachte gerade, fährt er. Hä? Wieso hat er Bram hat DSQ bekommen, obwohl er schon voll früh über Start und Ziel gefahren ist? Ja, das hat er gemacht. Ich weiß es nicht. Bram hat bestimmt einfach die Hafenschikane abgekürzt, gerade ausgefahren oder sowas, weil er so früh ist. Okay, das habe ich jetzt halt nicht erwartet. Ich dachte, Alter, wie schnell ist Bram denn? Aber insgesamt gesehen, wieder mal eine krasse, krasse Leistung von Andy und Marcel. Alter, Andy hat sich aber richtig vorbereitet. Boah. Krass. Was haben wir hier sonst? Haben wir irgendwelche Überraschungen? Wo ist Christian? Christian ist 12. Dena 11. Dave 5. Ja, da sind die. Lena 7. ist stark. Würde ich sagen. Ansonsten hinten. Aber Bram mit DSQ. Wir wollen richtig fahren. Ich bin Bram. Ich hole mir DSQ. Hat er gesagt, er will richtig fahren? Ja, ja. Paul und Bram haben gesagt, sie möchten vernünftig fahren. Und wenn sie sich mal aus Versehen halt irgendwo berühren, dann ist dem halt so. Ja, okay. Dann passiert das halt. Da bin ich ja jetzt mal gespannt, weil, also ich kann mir vorstellen, dass die Top 10, so wie sie steht, gut wegkommt und auch sich nicht crashen wird. Ja. Wenn hier irgendwelche Leute Sachen cutten, dann machen sie das halt, weil das die Regeln zulassen. Die kann jeder gleich fahren. Also, ne, das ist halt schon alles so vernünftig und richtig. Und das ist echt insane, was die da vorne fahren. Ich wüsste gar nicht, wo ich irgendwo landen würde. Ich glaube, ich wäre so auf so Top 10 oder sowas. Höchstens. Allerhöchstens. Ja, weiß ich auch nicht. Die sind halt richtig schnell. Ja, auch, ich bin auch schon lange nicht mehr gefahren in dem Spiel, muss ich zugeben. Ja. Wem gucken wir an? Teil wieder 5? Dave. Dave, okay. Soll ich zu Dave wechseln? Da kann ich erst jetzt gleich. So, Dave. Okay, sind alle gut weggekommen. Grundsätzlich ja. Dave nicht ganz so geil. Keine Massenkarambolage. Jetzt die erste Kurve. Da wird natürlich versucht, über rechts Platz zu schaffen. Aber das sieht bislang ganz gut aus. Oh, doch, da! Ey, und Mike Stiefelhagen gecrashed. Mike Stiefelhagen und Bram. Oh. Nerds da auch mit dabei. Oh Gott, Paul blockiert. Bram dadurch an zwei Leute vorbei. Jetzt gucken wir uns die Löwskurve an. Wer kommt da alles durch? Marcel Kiefer kommt durch, versucht hier noch einen Kevin, versucht hier an Andy vorbeizukommen, schafft es nicht. Alle kommen hier easy durch, da sind die Auffahrunfälle. Da sind die Auffahrunfälle in der Löws. Wie man es sich gedacht hat. Versucht hier einmal die ganze Löws hier hinzukriegen. Aber wir haben hier nicht diesen absoluten Stau, wie ich das gedacht habe. Nee, das ist überraschend, muss ich sagen. Also bisher noch kein DNF. Ja. Interessant. Gucken gerade Mirari zu.
Aber da sieht alles entspannt aus. Ja, dadurch hat hier irgendein Fehler. Brammen 15. Brammen 15. Ja. What the fuck? Kämpft sich hier nach vorne. Oh Gott. Ich hab gerade die... Oh, wer ist da gelb? Oh Gott, Bram. Oh, Raskas. Da hat er Michael Schumacher und Leclerc in einem gemacht. In einer Runde. Aber bislang dafür, dass ich gesagt habe, DNF 10. Wir haben kein DNF bislang. Nee. Formula Lena hängt richtig hart an Agent Engel dran. Lol. Agent Engel lässt Formula Lena vorbei. Ist ja, Agent Engel, hat Agent Engel was kaputt vielleicht? Ja, oder Agent Engel hatte irgendwie, also die, das sind ja beides Ehrenfrauen und Ehrenmänner, ja, die fahren hier nach einem vernünftigen Fahrerkodex. Was vielleicht nicht alle fahren im Zweifel, aber Agent Engel ist auch so einer, der da halt im Zweifel, wenn er da irgendwo abgekürzt hat, den Fahrer oder die Fahrerin da vorbeilässt. Ja, okay. Aber dadurch dann ist Mirari nah halt dran an Kevin. Ja, ja, das ist jetzt natürlich alles sehr, sehr eng. Ich bin da vor. Oh, gelb? Gelb bei Formula Lena! Oh. Die muss jetzt natürlich hier an allen vorbei. Oh Gott, und Felix, gib dir noch einen, weil Willi da auch noch war. Willi! Oh, das gibt Krieg zwischen Willi und Felix. Ich habe mich mit. Beim Broski World Cup bin ich auch ganz häufig mit Willi zusammen irgendwie gestoßen. Also, okay. Wir waren da auch beste Freunde. Und jetzt versucht Felix da reinzukommen und. Der macht einfach zu, aber Felix einfach. Meine Straße, mein Platz. Das war eiskalt, ey. Eiskalt. Aber Broski hier jetzt noch in den Punkten. Ja. Also es zeichnet sich so langsam da die Leute ab, die in die Punkte immer kommen. Gell? Oh, Raskas-Stau. Großer Raskas-Stau. Ja, Paul. Paul war, glaube ich, Paul. Paul nennt sich der Raskas-Stau. Aber sonst Marcel Kiefer, der hier mit großem Vorsprung aktuell anführt, die Strecke vor Andy Knight, vor Kevin und Mirabi. Ansonsten ist es relativ eng zwischen Bram und Mike Stiefelhagen. Der ist gerade nämlich, Bram wurde überholt von Mike. Jo. Frage ist, was macht Bram jetzt? Bram wird jetzt versuchen, an Mike vorbeizukommen. Ohne Frontflügel. Scheiße. Aber Bram bremst zuletzt. Ja, Bram hat aber immerhin noch die Schwimmbadschikane mitgenommen. Die Haftschikane mitgenommen. Aber ich sag mal so, ohne Flügel lässt es sich nicht mehr so leicht fahren. Jetzt ist natürlich Mike. Jetzt ist Helms Bram wieder am Start. Bram einfach. Ja, nimmt einfach jede Bande mit. Und da ist die Raskas. Der Haas. Also, ich sag mal so, stabil ist er. Stabil ist er. Wir haben unseren ersten DNF. Salzor. Ja, Salzor, wo steht der? Der steht in der Hafenschikane, ne? Nee, der steht im Tunnel. Ach stimmt, das ist der Tunnel. Der ist vor der Hafenschikane. Ja. Ansonsten aber ich glaube, der ist sofort auch weg. Ja, ansonsten haben wir es relativ eng hier nochmal zwischen Ray und Dave. Und Mirari und also Top 5 ist noch nicht safe. Broski auch ganz nah an Tactics. Ja. Der will ja jetzt auch, der will jetzt auch seinen ersten Punkt haben. Die Frage ist, gucke ich das lieber in der Zuschauersicht oder in der Cockpit-Sicht? Weil, ich gucke immer Cockpit. Ich weiß nicht, Monaco wie Bram ist natürlich macht. Sehr wild. Beide Haas ohne Frontflügel. Platz 3 auch eng. Ja, absolut. Also da ist sehr, sehr eng. Läuft immer noch die Abstimmung mit ob 10? Nee, oder? Nee, ich hoffe nicht. Ich hoffe auch nicht. Ja, hier haben wir gerade leider diesen Bug. Aber Mirari jetzt mit dem Angriff und wird reingedrückt, Kevin! Oh, das war hart. Ja, da hat Mirari... Und Bram DNF. Die... Auch. Irgendwann reinlassen halt dann doch mal die Radaufhängung nach. Ja, ich sag mal so, ist schwierig, natürlich. Mira hat versucht da irgendwie die Lücke zu finden. Ja, war schon hart. Ja, das ist Monaco, ne? Ja, da findest du von sich aus keine Lücken, da musst du Lücken machen. Ja, das ist so. Und entweder passt es oder passt halt nicht. Kevin jetzt hier mit einem kaputten Wagen hält jetzt Dave und Ray auf. Das wird jetzt ein richtig wilder Dreikampf. Die letzten Kurven jetzt.
Ach stimmt, das ist ja, oh, das ist ja schon das Ende. Marcel gewinnt ja, vor Andi. Marcel ist schon durch. Oh, dann ist das natürlich noch fieser. Da müssen wir auf jeden Fall mal gleich zwischen Kevin und Mirari ja, fragen. Kevin holt den vierten Platz. Kevin rettet sich dann noch. Benny auch sehr, sehr nah an Agent Engel. Agent Engel freut sich hier auf Platz 7 zu sein. Broski mit den ersten Punkten hinter Tactics vor Dena. Oder dem ersten Dena. Punkt wohl eher. Mit dem, stimmt, mit dem ersten Punkt. Ja. Willi 12. Lena, ja, auf Platz 13. Hatte aber auch einige Schwierigkeiten. Christian und Mike, da passiert gar nicht viel. Haben die nicht auf 14 und 15 auch gestartet? Irgendwo so um den Dreh. Irgendwie so, ne? Ja. Ja, also nah dran. Ja. Ja, unser Sponsor nur auf Platz 11 gelandet. Er möchte scheinbar seine Preise nicht zurückgewinnen. Broski-Fahrer des Tages. Fahrer des Tages ist der Broski, jawohl. Ja, aber das muss man halt auch in Monaco erstmal schaffen. Ne? Das ist halt auch nicht so einfach. Also, oh Gott, was ist das für ein Fahrermodell da von Platz 3? Das sah ja gruselig aus. Ja, aber da freuen sich wild. Da die Mercedes und Red Bull-Fahrer. Ja, aber ich hätte echt gedacht, das ist mehr Schaden. Also mehr ja, DNFs gibt. Stimmt. Also wirklich, ich bin erstaunt. Pass auf, jetzt fahren wir gleich die 25% Rennen und da wird jetzt richtig weggeböllert gleich. Ja, aber da ist Ghosting dann wieder an. Also. Ja, durchaus. Also da ist dann natürlich wieder was anderes. Also Marcel gewinnt sein zweites Rennen vor Andy Knight. 1:10:1. Das ist schon, das war eine Machtdemonstration hier von Marcel. Ja, dann haben wir natürlich Mira auf Platz 3 vor Kevin, vor Dave, vor Ray, vor Agent Engel, vor Benny, Tactics und Broski. Wieder quasi die mehr oder weniger üblichen Verdächtigen, die da schon in den Punkten sind. Also da haben wir immer so ähnliche Leute, die da auf jeden Fall vorne fahren. Ja, Mirari hatte bisher nur 2 Punkte, ist jetzt Dritter geworden. Also das ist schon... Moment, stimmt, sie hatte da so viele Unfälle, ne? Ja, glaube schon. Oh. Also das ist schon ein Sprung. Ja, das ist stark. Nice. Das war unsere Sprintrennen-Session. Ja, könnt ihr gerne mal Feedback lassen, irgendwie auf Twitter oder sowas, wie ihr das fandet. Oder in den Kommentaren dann von dem YouTube-Video, wenn es dann soweit ist. Weil wir sind ja zum ersten Mal jetzt hier 5 Runden Rennen gefahren. Aber ich muss sagen, ich fand das ganz schön geil. Ich hatte da sehr viel Spaß. Also das war absolute Action. Das war wirklich, das war wild. Oh, was drücke ich da? Quatsch, drücke ich da. Gut. Das heißt, jetzt müssen wir die Punkte verteilen und das machst du jetzt und ich gebe mir dann mal jetzt direkt Kevin und Dingens schnappen. Geh mal zu Kevin. Soll ich dich mitziehen oder bleibst du? Nee, ich bleib hier. Ich muss alles die Einstellung klar. Jetzt auch ändern für die nächsten Rennen. Okay, dann gehen wir mal dahin. Sind sie denn da? Oha! Ja, kann sein. Kevin. Moinsinn. Da wurdest du in die Wand gedrückt. Ja, mal wieder. Leider. Ja, wäre wieder mehr drin gewesen. Es ist bitter, leider. Hat Mira, ich sag mal so, die Lücke gefunden. Sie sich versucht zu rammen, würde ich es nennen. Und hat sich da gut reingedrückt in die Ecke. In die ja, Bande. Es ist halt Monaco, ne? Was willst du da groß machen? Da gibt es nicht viele Stellen, wo du überholen kannst. Und das hat das, denke ich, auch wieder gezeigt. Weil du hast eigentlich nur die Chance, auf Start und Ziel so richtig zu überholen. Und an der Stelle klappt es halt wirklich nur, wenn ich jetzt da komplett aufgemacht hätte. Und ich wollte natürlich auch verteidigen, weil ich wollte das Podium natürlich behalten. Und in dem Moment hat es dann leider gekracht. Aber trotzdem sehr, sehr starke Leistung. Muss ich sagen. Also, jetzt mit 12 Punkten deine beste Leistung. Insgesamt euer Team mit 47 Punkten gut dabei. Also, da seid ihr vorne auf jeden Fall mit am Start. Da bin ich ja mal gespannt, wie gleich die 25% Rennen bei euch laufen. Seid ihr eher so auch die, seid auch eher die 25% oder 50% Fahrer, ne? Als halt so 5 Runden Rennen. Mm.
Geht also, so. Ja, geht so, okay. Tatsächlich, wenn wir Community Racing machen, machen wir halt auch viel 5-Runden-Rennen. Ah, okay. Deswegen sind wir, glaube ich, schon eher darauf gut trainiert, aber auch ab und an 25% Rennen bestimmt. Gucken wir mal. Es kann ja jetzt auch regnen, also von daher kann ja... Es kann die ganze Zeit regnen. Ihr hattet bislang nur immer Glück. Also es hätte auch in Rennen 1 bis 3 regnen können durchaus. Also mal schauen. We will see. Aber gut, dann frage ich mal kurz Mira, wo sie da die, ich sag mal, Lücke gefunden hat. Wo er da die Lücke gesehen hat. Genau. Ja. Und dann ja, wünsche ich euch noch weiterhin viel Erfolg. Danke, danke. Danke, gleichfalls. Hallihallo? Es ist einfach so gut. Hi. Hallo. So, Mira. Ja. Da hat Pferd eine Lücke gefunden oder gesucht. Ey, Monaco, ne? Also, was das ist doch vorhersehbar, dass sowas passieren kann. Ja, durchaus. Aber das war schon, da hast du aber schon die Brechstange rausgeholt. Also, ja. Im Zweifel gibt es halt keine Strafe dafür. Dann ist das halt so, das wird man sich im Zweifel merken vielleicht, aber... Das war auch, keine Ahnung, ja, klar, Eigenschuld, aber im letzten Moment, mein Frontflügel war schon neben der Hinterreifen, im letzten Moment ist Kevin doch rübergezogen und da war dann rechts schon die Wand, da konnte ich nicht großartig machen. Da konntest du dann halt auch nichts mehr machen, da war es halt schon sozusagen durch. Ja, und ich meine, natürlich kam auch so langsam die Verzweiflung hoch nach endlich einem guten Ergebnis. durchaus. Ja, ich dachte so... Ja, also Mira auf Platz 3, so Standard quasi. Und dann sagte Peter so, nee, ist jetzt erst quasi, war vorher nur mit 2 Punkten unterwegs. Das heißt, jetzt 17. Also 17 ja, Punkte aber dafür auch dafür Team Embracer. Also ja. Geht's weiter nach vorne für euch. Das war jetzt schon ein Sprung. Ja, und auf jeden Fall haben wir jetzt auch den Vorteil für die kommenden Rennen. Also ihr werdet jetzt da schon sehr, sehr gute Wagen auf jeden Fall bekommen. Ja. Auf jeden Fall. Daran liegt mir auch persönlich sehr viel. Ja, aber nochmal sorry an Kevin, das war unglücklich und nicht beabsichtigt. Denkt, glaube ich, jeder. Also ich glaube nicht, dass da irgendwer hier mit Absicht irgendwelche Leute wegrammt, aber das passiert halt, ne? Weißt du, wenn du die Lücke siehst, ich bin da nicht anders. Ich wäre, glaube ich, da auch reingestochen und am Ende dabei auf die Schnauze geflogen. Also, ja, ich sah schon die ganzen 5 Runden. Ich sah schon dahinter und dachte mir so, wo kann ich hier vorbei? Und das war die einzige Möglichkeit, weil die Geraden sind einfach zu kurz. Ja, durchaus. Nun gut, dann wandere ich mal weiter. Und gucke mal, gut, was noch so abgeht. Bis später und viel Erfolg weiterhin. Danke. Das Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday. Happy Birthday, lieber Ray. Happy Birthday to you. Oh, Jay, Dankeschön. Ich hab auch schon gesungen. Dankeschön. Wie läuft's an deinem Geburtstag? 23 Punkte. Ja, könnte besser, aber könnte, glaube ich, auch schlechter. Also, alles cool. Macht Spaß auf jeden Fall. Das freut alles mich. Gut. Es war auf jeden Fall ein enges Duell zwischen dir und Dave gerade. Ja, auf jeden Fall. Aber Monaco ist halt, ne, wenn du das Qualifying verkackst, was ich habe, dann, also für meine Verhältnisse, dann ist halt schwierig. Aber cool, also ich habe ihn ein paar Mal angestupst, was ich eigentlich so nicht wollte, aber das wird er mir schon nicht krumm nehmen. Agent Engel, auch nach Baku, wo es halt so gar nicht so nach Training aussah, bist du jetzt doch schon wieder ganz gut drin, glaube ich, so in dem ganzen, in der Tour, oder? Ey Jay, ich muss dir aber ganz ehrlich sagen, ich bin auch mal eine Zeit lang ohne Fahrhelfen gefahren, ne? Ich habe jetzt die Linie an, ich habe scheiß ABS an, weil ich merke, ein halbes Jahr kein Formel 1 mehr fahren. Ich bin voll raus, ohne Scheiß. Ja, aber okay, es macht mega Bock. Das merkt, ja, das kenne ich, das kenne ich. Also ist bei mir nicht anders. Ich fahre aber auch da immer quasi mit ABS sozusagen. Also, ja, aber man sieht, wer momentan noch viel Formel 1 fährt, ne? Vorne so hier Marcel Kiefer, Andy Knight, Formel Lena ist richtig gut, die zwei Comedy-Freunde. Ja. Dave Gaming ist nicht mehr so am Start. Aber, gut, wenn er halt dann nicht die ganze, wenn du eine Zeit lang halt dann nicht so viel fährst, ne, dann ist das halt so. Ne, das also, merkst du extrem. Also das habe ich auch schon gesagt. Also auch in den vergangenen GPOs habe ich immer gemerkt, so im Vergleich zu den anderen,
Und ich meine, es waren jetzt dann doch schon ein paar. Also echt Respekt und vielen Dank nochmal für das Austragen. Hat man immer eigentlich gemerkt, inwieweit man selber im Saft des aktuellsten F1-Titels steht. Ob man das aktiv spielt, ob man schon ein paar Wochen nicht mehr gespielt hat oder so wie jetzt Engel und ich schon über Monate nicht mehr gespielt hat. Das merkt man schon tatsächlich. Also, aber ist ja auch cool. Das bringt ja so ein bisschen so eine neue Dynamik rein. Also ich find's nice. Ja. Nee. Ihr fahrt jetzt. Ich gucke gerade mal rein. Engel fährt Alpine und Ray fährt Alfa Romeo. Das also ich bleibe im Auto sitzen. Wow. Du bleibst quasi alles in deinem Auto sitzen, ja. Also, Aufstieg für Engel. Danke. Stillstand geil. Bei Ray. Ja, so sieht's aus. Ja, jetzt mit dem Geburtstag, da geht's nicht mehr voran jetzt. Ja, da bleibt's jetzt einfach stehen. Absolut. Alles Gute, Ray. Jetzt geht's vorwärts. Dankeschön. Okay, wir gehen mal einmal in die Gesamtplatzierung. Peter, ich zieh dich dann, oder kommst du mit nach oben? Ja. Gucken wir uns das einmal an. So. Darf ich da jetzt gerade bei der Konstrukteurswertung rumfummeln? Weil das sieht auch komisch aus. Naja, also wenn du bei der Konstrukteurswertung jetzt zum Beispiel nach Gesamtpunkten sortierst, dann ändert sich auch links die Tabelle. Wie kann das denn sein? Ja, weiß ich nicht, aber das funktioniert insofern, dass wenn du eins änderst, dann ändert, also dann geht das. Let me check. Warte mal, ich hab doch so viel FIFA gezockt, das kann doch jetzt gar nicht. Warum ist das hier überhaupt so, wie es ist? Warte mal, pass auf. Wenn ich das jetzt so mache, dann mache ich jetzt das, dann mache ich das und dann mache ich das. Und dann habe ich doch die richtige Platzierung. Ja, sieht gut aus. Ja, guck an. Und jetzt ist das halt hier irgendwie komisch, aber das ist mal unser geringstes Problem, dass das hier irgendwie komisch ist. Ja, ich glaube, das hast du gerade nicht mitmarkiert. Ja, das ist ja auch richtig so. Das soll ja eigentlich auch nicht mit verändert werden. Ach so. Aber so sieht es doch jetzt nach einem Plan aus. So, zack, zack, zack. Das ist aktuell die Platzierung. Ja, oh, warte mal, hier müssen wir das hier noch oben ändern. Zack, so, jetzt ist das alles perfekt. Bams. Okay, wir haben aktuell Marcel Kiefer, der die Gesamtwertung der Fahrer anführt vor Andy Knight, vor Dave, vor Benny, vor Ray, vor Kevin. Ihr seht da auch dahinter quasi den Wagen, den die Jungs und Mädels jetzt kriegen. Ich weiß nicht, ob wir da nicht noch was ändern sollten. Warum? Weil würde jetzt behaupten, dass Mike Stiefelhagen, auch wenn er bisher 0 Punkte gefahren hat, ist der immer vor einem Paul, einem Brammen, einem Dirk Salzor, oder einem Dardos. Salzor auch eigentlich. Ja, ja, genau. Also ich würde Salzor und Mike über Paul, Bram, Dirk und Dardos setzen. Ja, mach das. Das ist richtig. Also setzt du die da mal so rum? Ja, gut. Ich meine, das sind halt die Null-Punkte-Fahrer, ne? Die sind jetzt auch nicht so einfach da rauszuklamüsern. Ich würde sogar noch... Red Bull würdest du gar nicht, das sollst du gar nicht wegmachen. Ah ja, stimmt. Moment. So, ich würde sagen, von denen ist Mike der Beste. Ja. Salzo hatte viele Probleme auch. Ich würde sagen, weil Bram gar nicht schlecht ist. Von denen. Ja, okay. Ja, dann können ich würde Bram auf die 16 setzen. Bram nehmen. Ja. Dann. Dardos? Ja, Dardos. Dardos, Dirk, Salzor oder Paul und Salzor. Irgendwie sowas. Ich würd jetzt Dirk nehmen, dann Paul, dann Salzor. Nee, dann Salzor, dann Paul. So. Ja, irgendwie so. Ja, genau. Meinetwegen auch Paul auf die 20, der Arme. Aber gut, die Leistung spiegelt sich dann halt dementsprechend wieder. Okay, dann mache ich das. Kannst du davon einen Screenshot machen und den Leuten posten und dann sagen, dass sie quasi dann die Teams dementsprechend wechseln dürfen? Ja. Nice. Währenddessen haben wir in der Gesamtwertung, der Konstrukteurswertung, ja, über mir quasi direkt, haben wir Michael Masi Motorsport, die auf Platz 1 sind. Warum auch immer Michael Masi auf Platz 1 ist, ich bin verwundert. Also wirklich, mit 87 Punkten, die sind aktuell auf der Hand für die Xbox Series S, genauso wie Abgehoben Racing, die jetzt auch sehr viel Abstand haben. Aber dann geht es dahinter zu eng her zwischen Comedy Wiol Racing und Drive to Survive. Und in Lauerstellung immer noch die Embracer, Könner mit Kummer.
Hail Mary Racing und die Reifenflüsterer. Und ein bisschen abgeschlagen Team Alpha Saufi und die flotten Ottos, die halt doch mit 0 Punkten hinten sind. Bei den Preisen müsst ihr noch... Ah ja, natürlich. Oh ja, ja klar, die Preise sind auch noch geändert worden. Das habe ich gerade gar nicht gesehen. Natürlich, die Lenkräder sind Platz 3, P-Suite-Stühle auf Platz 4. So, absolut korrekt. Danke, Chat, dass ihr mir das gesagt habt. Aber ich glaube, Platz hier 5 und Platz 10, Platz 5 bis 10 dürfte die Reihenfolge ja dann richtig sein. Egal, ob sich da was geändert hat oder nicht. Ja, stark. Stark. Also ich muss sagen, ich bin wirklich begeistert von dem aktuellen Formel 1 GPO. Und ja, ich würde sagen, wir wechseln jetzt die Teams. Und dann würde ich sagen, geht's halt los. Dann geht's ja, halt weiter. Da sind sie gerade noch dran. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Das wird jetzt wahrscheinlich noch so ein kleines Ausklamüsern werden zwischen den Leuten. Im Zweifel muss man da nochmal reingehen und Bescheid sagen. Ich muss einmal echt eine. Ich musste schon eigentlich seit Baku pinkeln. Ja, geh mal schiffen. Ich muss mal einmal kurz. Geh mal schiffen. Muss mal kurz einen flotten Otto suchen. Ja. Geh aber dann schon mal in die Facequiz. Nee, nee, hier, das Ding. Ich zieh dich mal dann mit, wenn ich mit den Leuten rede, weil ich glaube, manche haben das nicht auf dem Schirm, dass sie ihre Sachen wechseln müssen. Hallihallo, hallihallo. Hallo. Habt ihr auf dem Schirm, dass ihr jetzt eure Teams wechseln müsst? Nein. Oh nein. Ich habe einen Screenshot gepostet in Discord, wo steht, wo ihr hinwechseln müsst. Also das vielleicht auch, wenn ihr Entschuldigung. Wechselt und dann, wenn falls euer Team nicht frei sein sollte, um dahin zu wechseln, damit ihr wenigstens den Platz frei macht für die anderen. Alles klar, gar kein Problem. Y auf dem Xbox-Controller. Ja, ich krieg einen Ferrari. Ist das was Gutes? Bestimmt, ja. Ja, drittbestes Auto. Ich krieg den Red Bull. Bestes Auto. Ja. Wieso ist Paul hinter mir? Das weiß ich nicht. Bin ich eigentlich nicht? Ja, eigentlich doch, in den durchschnittlichen Fahren haben wir festgestellt, ist Paul schlechter als du, Bram. Okay. Cool. Du warst schon teilweise nah dran. Digga, Junge, ich bin 16. Ich bin ja allerletzter, sehe ich gerade, obwohl ich Rennen gefahren habe und die anderen nicht. Digga. Also, ja. Paul, freu dich, weil dadurch kriegst du den besten Wagen jetzt. Ja, aber das ändert ja nichts. Ich bin ja trotzdem scheiße. Also ich habe ganz klar gesagt, Paul sollte eigentlich auf Platz 15 sein, aber Peter meinte dann so, das nein, auf jeden Fall nicht. Paul auf 20. Das ist absolut gelogen. Ich hab dann gesagt, Bram ist so krass, der muss auf jeden Fall auf Platz 16 landen. Das heißt, ich bin offiziell gerade besser als Dadosch, Salzer und Dirk. Das ist richtig. Geil. Ja, nach oben, okay. Also Top 15 sehe ich mich. Ja, Mike, der Lappen, den krieg ich ja noch. Also das sieht so aus, als hätten die sich hier schon gut verteilt. Ey, sich warum schreibt Cookie gerade eigentlich mal Paul auf 15 und 16? Guck, ihr verrät euch. Nein, wir haben ja die Sache ist, das ist halt ein bisschen schwierig mit den Null-Punkte-Fahrern das zu verteilen. Weil halt mehrere Null-Punkte haben. Deswegen musst du halt irgendwie das machen. Wir haben das dann so entschieden, dass von dem Feeling her war das halt so ungefähr unser Feeling. Okay, aber kann ich euch ganz kurz aus meiner Sicht das erklären, ja? Natürlich. Ich habe mich richtig hardcore zusammengerissen, um nicht auszuscheiden, um die Runden zu fahren und dann... Bist du trotzdem letzter? Weißt du, wie das ist? Wie sich das anfühlt? Wir haben. Fühlt sich nicht gut an. Das verstehe ich. Einfach nicht dadurch, gut an. Du kriegst den guten Wagen dadurch. Du bist da noch nie gefahren. Sag doch jetzt einen guten Wagen. Du hast jetzt den besten Wagen. Ich habe zwei Rennen nicht beendet und bin vier Plätze vor dir. Stell dir das mal. Du hast jetzt den besten Wagen und jetzt kannst du in die Punkte fahren. Weil jetzt haben die schnellen Fahrer ja einen schlechten Wagen. Weil jetzt geht's richtig. Also, du hast jetzt mit Abstand den besten Wagen. Keine gleichen Boliden mehr. Sondern du bist jetzt. Du bist jetzt vom Prinzip her einfach schon 2 Sekunden oder 3 Sekunden schneller als der Beste. Also, schneller. Ja, okay, der war 46 Sekunden schneller als ich, glaube ich. Also, ja, okay, dann sind halt jetzt 3 Sekunden pro Runde, die du halt schneller wieder bist. Ja, also geil, weniger Abstand hast. Ja, immerhin. Gut. Okay, ich glaube, alle sind verteilt. Wir können weitermachen. Dann würde ich sagen, geht's weiter. Freue mich drauf. Ja, ich mich auch. Geil.
Das hat ja richtig gut geklappt mit dem. Ich bin auch überrascht. Mit dem Parteien. Überrascht. Voll geil. Freut mich. Jetzt sind 25. Wie sich Paul aufregt, Alter. Ich dachte, er freut sich über den Red Bull. Ja, ja, ich hab doch gesagt. Also, Paul da hinten, ich hätte es halt so auf die letzte Stelle gemacht. Ja, ja, aber jetzt musst du das halt verantworten. Ja, okay, du hättest dann Paul auf vorletzte Stelle gemacht. Ja, aber der hätte trotzdem den Red Bull, aber wäre nicht letzter. Ja. Im Game steht die richtige Reihenfolge. Ach so. Ja, potenziell stimmt das. Das ist absolut korrekt. Ja, schade. Nein, also, das ändern wir jetzt nicht. Aber vom Feeling war das ja gar nicht so weit weg. Das sind ja die Null-Punkte-Fahrer, die bekommen mit Platz 10 auch ihr Formel-1-Key oder mit Platz 5. Ich glaube, das ist damit eng mit Platz 4. Nach dem Spiel hätte man gehen können. Können wir ja, aber man könnte natürlich meinen, wir wurden gerade von Michael Masi gesponsert. Ja. Die haben da gerade so ein bisschen getradet. Mal gucken, ob einer der Teams jetzt so ein bisschen dafür sorgt, dass du da nächstes Mal keine Entscheidung mehr treffen kannst. Ja, weiß ich nicht. Was machen wir für eine Wette? Einer von Pete's Meat in die Punkte. Ja, einer von Pete's Meat in die Punkte. Dann wird, ja. Ist jetzt noch realistischer, weil die geilere Karren haben, muss man ja, aber ist so, ja, aber gut, immerhin. Also die müssen ja trotzdem erstmal ankommen. Das sind ja auch ganze 25. Oder Safety-Car-Wette. Oh. Safety-Car-Wette ist auch nicht schlecht. Ja, Mods sind wahrscheinlich schon am Tippen. Lass sie nicht fertig machen. Ja, nee, okay. Machen wir Top 10 Pete's Meat. Einer von Pete's Meat. Safety-Car-Wette können wir noch nächstes Mal machen, falls wir da noch eine haben. Also ja. Ein Safety-Car meine ich. Ja. Wir haben das Safety-Car jetzt an. Das heißt nicht, dass wir das auch noch für Rennen 5 und 6 anmachen. Das werden wir dann sehen. Jay, this is so not right. Okay, wir gucken wieder zu. Wir gucken Bram wieder zu. Oh Gott. Okay. Bram im Ferrari. Imola, schön, kennt jetzt hier nicht Imola. Geile ja, aber Strecke. Imola ist ja Heimstrecke quasi fast für Ferrari. Also da muss der jetzt halt was reißen. Ja. Oh. Ja, guck mal hier, schön. Ja, gebremst hat er. Ah, das ist Frage so eine ist, geile Strecke. Tracklimits eingehalten. Das ist für mich eine der schönsten Strecken zum Fahren. Ja, die ist echt geil. Genauso wie Portugal, die wir jetzt, glaube ich, nächstes haben. Die ist auch das ist eine sehr, sehr schöne Strecke, ja. Ah, dreht sich zumindest nicht weg da. Kann das schon mal passieren? Oh, Mirari auf Platz 1. Naja, jetzt sieht das natürlich alles anders aus. Ein Tactics auch auf Platz 2. Also, das ist jetzt ein 25%-Rennen, ne? Also hier, pui. Kann alles passieren, ist ein bisschen länger. Wir haben ja trotzdem jetzt die realistischen Einstellungen, ne? Die sind jetzt natürlich schon da anders. Ja, stimmt. Dadurch, dass Mirari jetzt eine bessere Karre hat, kann er natürlich weiter vorne fahren. Ja. Durchaus. Und es muss gestoppt werden. Aber Bram fährt doch solide. Das wissen alle. Ja, fährt ganz klar eigentlich. Kann gestoppt werden? Ach so. Ja, es muss gestoppt werden. Ich hoffe, das wissen alle. Ja, das kriegen die schon hin, sonst werden sie dann lernen. Auf die harte Tour. Ja. Also Bram hier mit einer schönen ersten Runde, dass er dann die Strecke nicht kennt. Ja, nicht so weit rausgekommen bei den Track Limits, muss man sagen. Also ist halt auch nur 1,3 Sekunden langsamer als Dave. Also mal gucken, was das wird. Was ist euer Lieblingsteam? Ich liebe alle Teams. Ich habe jetzt da noch keinen Favoriten. Nö, ich habe keinen Favoriten. Frau. Das habe ich jetzt erst gecheckt. Mira ist Erster. Das ist richtig. Ja. 0,7 Sekunden Abstand. Das ist viel. Aber der Alpine ist da halt auch schon ganz schön weit. Oder ganz schön viel schneller als der Haas. Aber Andi, merkst du, dass der halt schon jetzt zu knacken hat mit dem deutlich schlechteren Auto? Das siehst du. Ram fragt, was? Muss man einen Boxenstopp machen? Ja, man muss einen Boxenstopp machen. Guck, ich wusste, dass er nicht jedem klar ist. Wo ist Dave? Dave ist, wo ist Dave? Irgendwo hinten. Hab ich entweder übersehen oder hätte scrollen müssen. Fratelli d'Italia. Nee, das ist San Marino, ne? Das ist ja eine ganz andere Nationalhymne. Vor Bram ist er knapp. Klar, ja. Vor Bram. 15.
Okay, 15. Der 15. für Dave ist aber auch eine Ansage. Ey, was ist denn da passiert? Ja, vielleicht hat er da einen kleinen Fehler drin. Aber gut, Imola wird er bestimmt auch schon häufiger fahren, wenn es ACC oder iRacing ist. Ich weiß gerade gar nicht, was er viel fährt. Einer oder beide kommen in die Punkte. Das ist ziemlich 50-50 gerade, die Abstimmung. Wir wissen, dass Imola in Italien ist, Chat. Das war ein Joke von Jonathan. Ja, ne. Also das ist der große Preis von San Marino. Da wird nicht die italienische Nationalhymne gespielt. Was? Einführungsrunde, ich weiß, aber das scheinen einige nicht zu checken, dass das Einführungsrunde ist. Da wurde er wieder stehen geblieben. Mal gucken, wer da jetzt richtig Gas gibt. Warte mal, wo ist Bram? Wo ist Bram zu gucken? Nee, Bram checkt es. Ja? Okay. Ah, der große Preis von Emilia Romagna. Ja, früher war das der große Preis von San Marino. Ja, früher war das mal so. Ja, die Zeiten sind vorbei. Die Zeiten sind alle, alles ist vorbei. Broski einfach auch vorbei, Alter. Paul. Ich sehe gerade, ich habe einen Fehler in meinem Bildschirm. Ich habe so einen Strich. Warte mal. Ich muss einmal kurz den Bildschirm an- und ausmachen, dann geht der wieder. What? Läuft bei meinem Bildschirm. Ja, ich habe da so ein, als wenn dann so ein Teil abgeschnitten ist. Ich habe das gerade gesehen. Das ist mir gerade erst aufgefallen. Komisch. Alles klar. Aber auch den PC erst den ganzen Tag an. Ja. bin gut. Regen in 10 Minuten? Wo sagt ihr das? Wo steht das? Kann man das sehen, das Wetter? Nee, wir sehen das, glaube ich, nicht. Okay. Dadurch DSQ. Ja, dadurch wird irgendwo eben hinten drauf gefahren sein, aber das Schild... Nee, Moment. Dann würden wir zwei DSQ kriegen. Was hat Dadosch getan? Ja, da muss irgendwo Querfeld ein eigentlich gewesen sein. Na, ja, der ist ein bisschen... Der ist quer gefahren. Ja, ist eine sehr, sehr schöne Strecke. Ich habe sie gerade besonders lieben gelernt in Assetto Corsa Competizione. Da bin ich bei einem... War es ein 12-Stunden-Rennen mitgefahren? Das war sehr geil. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Da bin ich die Strecke sehr, sehr viele Runden gefahren. Insgesamt. Ich muss aber sagen, der Himmel sieht nicht aus, als würde es regnen, ehrlich gesagt. Nee, weiß ich nicht. Werden wir sehen. Im Zweifel lassen wir uns überraschen. Vielleicht haben wir nochmal Regen, vielleicht haben wir keinen Regen. Wir werden auf jeden Fall bei dynamisch bleiben. Vielleicht haben wir beim nächsten GPO dann halt 6-mal Regen. Alle stellen sich auf. 6 Minuten. Wem gucken wir zu? Agent Engel? Ja, Agent Engel. Agent Engel hat eine gute Übersicht. Auch nach hinten. Ich sehe jetzt gerade nur den Hintern der Wagen, ne? Das ist richtig. Die Kamera. Ja, du kannst aber auch nach hinten gucken, ne? Wenn du willst. Ich kann nach hinten gucken. Also ich weiß nicht, ob du Controller in der Hand hast. Nee, ich habe gerade eine allgemeine Übersicht, damit ich jeden Unfall sehe. Achso, ich kann schon immer Agent Engel zugucken. So. Marcel Kiefer greift direkt Mirale vorne an. Oh, Agent Engel wird überholt von Andy Knight mit dem Haas. Ja, es ist sehr, sehr eng. Oh! Ja! Da kommen aber alle gut durch. Oh, da fährt ein Red Bull über die Schikane. Ich glaube, es war Salzor. Aber ansonsten wieder alle sehr, sehr gut durchgekommen. Hier sehen wir die Pitstop-Strategie. Wahrscheinlich Runde 7. Oh, Dave überholt hier. Da doch schon kaputte Karre. Oh, Benny, glaube ich, auch. Für Benny richtig bitter, weil Benny eigentlich ganz gut ist. Ja, stimmt. Benny ist auf jeden Fall mit Williams. Der will natürlich, aber der kann natürlich da noch aufholen. Also Punkte sind da durchaus drin. Was macht denn da gerade Brammen? Was macht Brammen hier gerade? Christian am Feind, Junge, richtig Christian. Hardcore. Aber richtig hart. Christian hier mit gelben Reifen am Start. Brammen mit roten. Oh, Willi wäre fast Brammen hinten reingefahren. Ja, das ist ganz wild. Bram mit Messer zwischen den Zehen. Bram wird jetzt voll reinstechen. Oh, doch. Als ob ich Alter, Bram fährt ihm die ganze Zeit hinten drauf, jetzt, Junge. Hat Bram ihn aber. Ja, die roten Reifen sind da deutlich schneller. Die haben einfach mehr Grip als die. Ja, und ein Ferrari ist natürlich auch schneller als ein Alfa Tauri. Das kann natürlich auch sein. Bram jetzt on the hand gegen Formula Lena, die hier in Problemen ist mit Salzor. Die haben sich da, glaube ich, gerade berührt. Und Bram jetzt schon 13. Ja, moin, Alter. Bram ist richtig schnell unterwegs. Paul 17. Sind das die ersten Punkte vielleicht bald? Man und Meister Kiefer hat Mirari. Spitze mit an der Spitze Haas. Hat den Wechsel gegeben. Mit dem Haas gerade überholt. Oh, oh. Da ist gelb. Ja, ist vorbei immer wieder. Das ist alles so eng. Mike jetzt hier auch gerade vielleicht die ersten Punkte, ne, auf Platz 7. Ja. Auch stark unterwegs. An der Spitze mit Andy Nein und allen.
Da sieht man jetzt, wird sich das dann quasi natürlich dann immer weiter spezifizieren, wer dann letztendlich welchen Stärke hat im Wagen. Ja, jetzt sind die halt schon alle sehr, sehr nah beieinander. Viel näher, als es noch in den ersten drei Rennen der Fall war. Niklas hier jetzt auf der Jagd. Boah, Willi gerade voll Christian hinten drauf gefahren. Ups. Aber nichts passiert bei. Alles nichts passiert. Alles gut. Brammen jagt hier immer noch Lena. Überholmanöver Kevin gegen Tactics. Mirari hängt jetzt wieder richtig Marcel Kiefer am Arsch. Jetzt fahren beide auf Startziel zu. Hat er schon DRS? Ja, ich glaube nicht. Nee, hat er noch nicht. Erst jetzt. Erst jetzt. Ja. Und jetzt saugt er sich schon ran. Natürlich, Alpine gegen Haas. Ne? Muss man ja auch haben. Na gut, aber sehen Ferrari wir gegen Renault-Motor? Nein, sehen wir nicht. Nee, ganz klar überholt. Also die pushen sich jetzt gegenseitig einfach weg, glaube ich. Ja, das kann das sein. Wobei so Kevin ist dran. Ne? Also ist noch keine Sekunde. Wenn er im DRS-Fenster bleibt, auf jeden Fall. Reicht das. Tactics einfach auch mit Platz 4 wieder insane. Der Junge hat gesagt, er kriegt keine Plätze. Der hat das Spiel noch nie gespielt und er ist jetzt einfach Vierter. Was hat er mir erzählt? Wird aber unter Druck gesetzt von Agent Engel. Absolut, der wird jetzt wahrscheinlich gleich reinstechen. Alter, klingt der Alpine scheiße. Ja, das ist wie so ein Fiepen, was da im Ohr ist. Ja, schrecklich. Ne? Richtig unangenehm. Okay, die Sekunde wird nicht gehalten von Kevin. Andi auch sehr, sehr nah dran. Also da ist jetzt irgendwas auf jeden Fall. Was da gleich passieren könnte. Agent Engel so nah dran. Aber auch Mike jetzt. Also es ist hier ganz wild, was wir da vorne haben. Hier wird ausgebrennt. Oh, uiuiui. Oh, Mike in Problem. Hat ihn aber noch. Ray jetzt auch dahinter. Das ist ein Sechskampf. Was hast du? Agent Engel hat ein X neben dem Namen. Oh nein, der hat dann DC. Er wird jetzt natürlich komplett durchgereicht. Okay, ich muss nochmal, ich muss einen Leute einladen. Ja, mach das mal. Das ist natürlich jetzt dann ein Fünfkampf. Technische Schwierigkeiten hier bei Agent Engel. Dankeschön, dass du mich nochmal einlädst, Peter. Ich bin nicht Agent Engel. Ich lade alle nochmal ein, damit sie hinterher joinen können. Währenddessen Salzo hier an Christian vorbei, der gejagt wird von Nerdster, aber weit weg ist. Willi in der Box. Willi zieht jetzt rote Reifen auf? Nee. Ach, Willi ist jetzt an der Box. Muss eine neue Nase nehmen. Macht jetzt gelbe hier den Reifen. Undercut. Gelbe Reifen hätte ich auch wohl gemacht. Ja, damit die 12 Runden kriegst du wohl gefahren, würde ich sagen. Wer ist wieder der einzige Fahrer mit Strafen? Wisst ihr Bescheid. Wisst ihr Bescheid. Der ist voll häufig in der Nähe von Lena, muss man sagen. Das ist schon interessant. Ja, die sind halt sehr, sehr nah beieinander. Ich mach mal die Stops. Ich blende mal die Stops ein. Warum werden die mir nicht angezeigt? Was soll der Scheiß? Ray hat gerade Mike Stiefel angeholt, aber ohne, dass da irgendwas Großes passiert ist, einfach entspannt. Salzer jetzt hier gegen den Bot-Engel. Hat er geschafft. Er wird halt komplett durchgereicht, ne, der Arme. Das ist bitter. Christian ja auch easy am Vorbeifahren. Aber ganz, ganz eng ist es zwischen... Nee. Bin verwirrt. Ganz, ganz eng ist es zwischen Andy, der jetzt hier versucht, an Tactics vorbeizukommen mit DRS. Die Haas-Power. Mann. Mazepin und Schumacher wären halt wirklich ein Traumduo hier mit 2 und 4 gewesen. Aber ich glaube, die Saison ist ein bisschen anders verlaufen. Oh, Tactics kommt zurück. Aber jetzt da kannst du nicht gut überholen. Die Kurve ist nicht geeignet dazu. Brammen jagt hier noch weiterhin. Jetzt Dena gegen Lena. Es reibt sich. Ja. Perfekt. Was haben wir denn für eine Strafe? Strafe. Ja. Dena hat 5 Sekunden. Das ist eine Menge. Mhm. Das ist Bram ist da noch mit drin. Christian, by the way, auch. Aktuell ist Dena hinter Bram und Christian. Naja, nicht in den Punkten. Also, Bram und Christian haben beide noch durchaus gute Chancen. Vor allem auch Christian, der mit gelben Reifen unterwegs ist. Und die sind alle voll mit roten Reifen unterwegs. Das heißt, Christian wird gleich noch richtig fix sein. Können wir einmal kurz die Reifen checken? Nein, Bram! Oh. Bram hat sich die 3-Sekunden-Strafe geholt, weil er die Streckenbegrenzung nicht eingehalten hat. Aktuell sind nur... Christian ist der Einzige, der auf Medium-Reifen gestartet ist. Witzig. Ich muss sagen, Dave ist gut gefahren jetzt gerade. Hat 7 Plätze schon aufgeholt seit dem Start. Dave das möchte auch mal... Viel. Dave möchte auch mal als Fahrer des Tages gefeatured werden. Ja. Wurde gerade von Gamer Broski überholt. Ja, aber dann schauen wir mal, ob das
Dave auf sich sitzen lässt. Die beiden haben ja wunderbar den World Cup kommentiert, zusammen mit Sascha Roos, wo ich, wo Dena und ich mitgefahren sind, wodurch quasi eure Community-Preise entstanden sind, die jeweils rausgehauen werden am Ende des, naja, irgendwann. Dena jetzt nur noch Elfter, wurde überholt von Lena. Bram, ganz nah an Christian dran. Die werden sich gleich wieder berühren. Wieder. Der arme Christian, ey. Ich will nicht in der Nähe von Bram sein. Das will, glaube ich, keiner in Formel 1. Aber ich muss sagen, also Bram spielt jetzt hier schon kein Wreckfest. Also, nee. Aber also ist ein bisschen unberechenbar. Ja, definitiv. Aber Bram ist definitiv unberechenbar. Tactics hier ganz nah dran. Oh, Bram ist gerade Christian voll hinten drauf gefahren. Nein, Alter. Ich schalte genau falsch weg, ey. Ich mach das Troll-Meme hier gerade. Ja. Bram jetzt an Christian vorbei. Und Bram einfach Christian an die Seite gerammt. Das wird Christian doch nicht auf sich sitzen lassen. Ray jetzt hier in die Box. Agent Engel auch schon gestoppt. Ja, das wird... Also, das merkt sich... Das, trotzdem, Christian merkt sich sowas. Ja, vor allen Dingen, Christian ist ja der bessere Fahrer. Saugt sich jetzt direkt wieder ran und außen an Bram vorbei. Ja. Hat jetzt auch, wir sind in der 7. Runde, die besseren Reifen mittlerweile. Bram immer noch auf dem roten durchaus unterwegs. Jetzt ist der Punkt, wo man halt dann an die Box geht. Ne? Also Ray geht ja auch an die Box, kommt jetzt wieder raus auf Platz 16. Hat aber schön freie Strecke. Der wird auf 3 Sekunden auf Nerds da. Das kann ein guter Undercut werden. Das kann ein sehr guter Undercut werden. Aktuell ist am nächsten Dave an Broski dran. Das ist halt ein... Die sind schon alle in Schlagdistanz da vorne. Wild. Salzor, Lena, Dena. Dena wieder auf 9. Wie hat er das denn geschafft? Der war doch gerade auf 11. Na, Boxenstops vielleicht. Das stimmt. Lena Mirari jetzt auch an der Box. Mirari war ordentlich stark vor Marcel Kiefer, muss man sagen. Dafür, wie er aktuell positioniert ist, ist das schon richtig krass. Wir werden jetzt hier gleich gucken, was machen die Ersten? Gehen die jetzt, wer geht von denen an die Box? Gehen die beide an die Box? Dena geht an die Box. Dena tut nur so! Beide sind draußen geblieben? Die sind beide draußen geblieben mit roten Reifen. Da ist natürlich, da wird nichts abgesprochen. Da wird nichts abgesprochen bei denen. Salzor jetzt in der versucht hier zu überholen. Auch mit der sehr, sehr starken Leistung jetzt hier auf Platz 6. Ganz viele Boxenstopps. Mira auf Platz 8 ist aktuell bereinigt Erster. Vor Kevin, vor Andy, vor Ray. Die Frage ist natürlich, wann wird Marcel Kiefer reingehen? Ja, genau. Und wo wird er dann auskommen? Der wird hier nochmal richtig pushen. Broski auf Platz 2 jetzt. Oh, Dave mit Fehler. Dave sehr weit draußen in der Variante Alt. Nee, nicht Aquaminerale. So. Aquaminerale. So, Lena kann jetzt entspannt stoppen, weil sie ist ja vorne. Ja, natürlich. Das ist die Frage. Lena denkt sich aber auch mal. Ah, gönn ich mir doch noch eine Strafe. Was wird Lena jetzt machen? Wird Lena jetzt wieder anfaken? Oh, scheiße, so wie Mira hat eine Strafe. Stimmt, Mira mit einer Strafe. 5 Sekunden Strafe wegen Rasen in der Box. Einfach reingebremst gerade. Komplett mit. Dena und Lena, absolut dirty von Dena, der erst so getan hat, als wenn er nicht an die Box fährt. Und jetzt Doppelstopp natürlich. Die arme Lena. Das ist ja. Oh, wow, wow. Das ist natürlich. Ja, Dena ist halt. Dena ist halt einfach absoluter Vollblut-Rennfahrer. Also, der geht halt über Leichen. Holy fuck, Alter. Gerade läuft er über Lenas Leiche. Holy fuck. Das war ja ganz, ganz wild. Aber das ist halt die Möglichkeit. Das sind die Möglichkeiten. Dave währenddessen und Marcel Kiefer, die einzigen, die nicht gestoppt haben bislang. Ja, Felix hat da jetzt auch schon eine 5-Sekunden-Strafe zumindest abgesessen, ne? Die Lena dann natürlich mitwarten musste. Felix hatte aber vorher eine 5- und eine 3-Sekunden-Strafe, die ja scheinbar, also die kann man nicht zu zweit, oder nicht im Spiel zumindest,
zu zweit absitzen, beide auf einmal die 3 Sekunden Behälter. Das müssen wir uns auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, wenn wir nachher gleich mal zu Dena und Lena gehen. Also ich habe selten so einen eiskalten Move gesehen, muss ich sagen. Das war wirklich eiskalt. Aber ich komme mit dem Grinsen nicht raus. Ich bin da froh. Also ich finde das geil, was Felix da für eine Scheiße abzieht. I like it. Das ist das, was ich sehen muss. Das ist doch der Gossip, den wir sehen wollen. Wir wollen doch nicht hier Rad an... wir wollen natürlich faire Rad-an-Rad-Duelle sehen, aber wir wollen doch auch Soap sehen, wie wir das in der letzten Formel-1-Saison hatten. Ja, er hat jetzt natürlich sein Team dadurch ein bisschen geschwächt, ne? Und über die Teamplatzierung werden nachher die Geschenke für die Community gesammelt. Naja. Er hat seine Team... Oh, sein Teammate musste mit 5 Sekunden warten. Also er hat sein Team schon deutlich geschwächt. Ja, Dena und Dadosh sind in einem Team. Ach so, Leute. Lena ach, und ja, Marcel. Natürlich. Nicht ja, ja, ja. Ah, ja. Entschuldigung, gelbe mein Fehler. Da ist ein Tactics draußen. Tactics jetzt nur noch auf Platz 9 hier mit dem Fehler. Aktuell am nächsten dran Ray an Andy Knight und Broski an Mike Stiefelhagen, der hier mit einer starken Leistung unterwegs ist. Aber wir bedenken nochmal unsere Wette, ne? Platz 10 Salzor, Platz 11 Christian, Platz 12 Brammen. Und die waren auch schon also alle haben mittlerweile gestoppt. Außer Dave. Außer Dave, ja. Dave fährt durch. Dave weiß nicht, dass man stoppen muss. Fährt einfach nur 5-Runden-Rennen. Der ist halt auf roten Reifen immer noch so. Ganz wild. Ja, die Frage ist, schafft es Christian oder Brammen? Schafft es einer der beiden noch in die Punkte zu kommen? Christian wird noch an Salzor vorbeikommen. Ja, Brammen will aber auch. Also Brammen lässt das nicht auf sich sitzen. Brammen ist 2 Plätze weg vom Platz 10, wo er seinen ersten Punkt kriegt, um das Paul vor die Nase zu führen. Ja, der, by the way, vor die Nase zu selbst mit einem Red Bull letzter ist. Also so schlecht haben wir ihn vielleicht gar nicht eingeschätzt. Das kannst du ihm ja gleich dann nochmal unter die Nase reiben. Na, ja. So, Christian jetzt, Angriff, auf, Salzor. Kommt da easy dran vorbei, kein Bottas Russell. Nee. Das ist ganz gut, dass man Drive to Survive vielleicht schon teilweise bis ganz gesehen hat. Dadurch kannst du dich dann nochmal sehr gut an Sachen, Vorfälle erinnern. Ja, wobei an diesen Crash wird man sich, glaube ich, lange erinnern können. Das stimmt durchaus. Ray mit Fehler oder Crash, kann ich nicht sagen, aber bitter. Das sitzt tief. Ray in Problemen, dadurch Mike und Broski jetzt auf 6 und 7. Oh, Ray hat richtig Probleme, hä? Oder habe ich hier gerade einen Zuschauer-Bug? Er hat keinen Frontflügel mehr. Ja, okay. Er rumpelt hier nur, rumpelt und pumpelt über die Strecke. So, Dave jetzt endlich an der Box. Wie hat seinen Funkbescheid gesagt? So. Hallo? Du musst auch noch an die Box. Hallo? Aber dadurch hat er natürlich kein Problem gehabt, dass ihn irgendwer aufhält. So ein Dena oder sowas. Schauen wir mal, wo Dave jetzt rauskommt. Dave hat natürlich jetzt mit Abstand die frischesten Reifen, aber hat natürlich durch den Overcut auch immens an Plätze verloren. Er kommt ja einfach mittendrin irgendwo im Nichts raus. Auf Platz 7. Ist immer noch zu seiner Startposition 8 Punkte vorne, 8 Plätze vorne. Durchaus. Broski mittlerweile am Mike vorbei. Ja, ist auch 7 Plätze hat Broski gemacht von Startposition, ist auch richtig stark. Ja. Ray jetzt hier mit dem Boxenstopp, der ist raus aus den Punkten. Aber Broski hier mit einer Leistung, der ja, hinter dem Erstplatzierten fährt, Zweitplatzierten, Gesamtplatz-Zweitplatzierten fährt mit Andy. Und der ist halt auch noch in Schlagdistanz. Wenn Broski jetzt dann noch die 4000stel, wenn er in die DRS-Zone kommt, kann er vielleicht auch irgendwie Mike da hinten halten. Das ist aktuell auf jeden Fall das nächste Duell, was wir haben. Ja, Mike kommt nah mit dran. Mit Dena und Agent Engel. Die sind auch sehr, sehr nah beieinander, aber wir gehen auf jeden Fall wieder auf die DRS-Zone hin. Da wird Mike jetzt versuchen, natürlich an Broski vorbeizugehen. Ja, da ist er nicht so gut aus der letzten Kurve rausgekommen. Aber DRS wird's richten. Ja, Broski hat theoretisch noch Energie, die er aber nicht nutzt zur Verteidigung. Mike ist auf 0% Energie runter, Broski hat 20. Oh! Rad an Rad Duell und da Broski dreht sich, ist da. Da hätte er zurückstecken müssen, muss man sagen. Ja, durchaus. Also, das war eng.
Das ist, glaube ich, eine Berührung, könnte es da gegeben haben, aber da hast du halt einfach in diesem Formel-1-Teil, da verlierst du halt dann einfach die Steuerung, die Kontrolle. Ja. Das ist halt schwierig in diesem Teil. Da habe ich auch häufig Probleme mit. Dena jetzt hier auf der Jagd nach Agent Engel. 3 Runden noch, oder 4. Je nachdem, wie man zählt. Um Platz 12 hier. Aber das sind halt hier Platz 11 bis 13, alle mit einer Strafe unterwegs. Christian jetzt hier, by the way, 9. Ne? Er ist in den Punkten, die Wette. Ja. Also der hat ja... Der hat ja Salzor überholt gehabt und seitdem fährt er auf dem 9. Ja. Platz. Ist sogar jetzt recht nah dran an Tactics und Tactics nah dran an Broski. Also Tactics holt vielleicht gleich auch Broski. Christian kann sogar noch besser sein als 9. Die Frage ist, wie... Ja, Broski ist halt komplett aus dem Rhythmus jetzt raus, ne? Das siehst du, das merkst du. Ja. Der kriegt hier jetzt DRS. Der Wagen ist halt auch angegriffen. Ich weiß nicht, wie das simuliert wird. Der war ja kurz neben der Strecke, ob das immer noch einen Einfluss hat. Broski hier jetzt natürlich auch gar kein DRS, weil er halt quasi von Tactics vorher überholt wurde, vor der DRS-Zone. Ja. Christian kommt dran. Christian denkt sich allerdings... Ein bisschen von der Rolle. Ja, Christian denkt sich auf der einen Seite, 9. Platz ist gar nicht so verkehrt, auf der anderen Seite Bram kommt näher. Also will er wahrscheinlich auch am Roski vorbei. Beide Pietsmeets jetzt in den Punkten. Ja, natürlich, ja, wegen der bereinigten Sache ist natürlich die andere Sache, ja. Also da muss Salzor noch ein paar Sekunden draufgeschlagen werden. Naja, also genau, Bram muss da mehr Abstand haben, weil Bram hat die Strafe von 3 Sekunden. Also Salzor ist aktuell auf der 10. Also da muss Bram noch ein bisschen was rausholen. 3 Sekunden Strafe. Ja, genau. 5 Sekunden Strafe für Mirari. Ist allerdings trotzdem 1. Ja, Mirari hier gerade echt eine Meisterleistung. 7,4 Sekunden, 7,5 vor Marcel Kiefer. Ist schon krass. 3 Sekunden Strafe für Agent Engel. Ist jetzt auf 6 Sekunden hochgegangen. Ich will mal ganz kurz sagen, dass wir die Regeln auf nicht. Oh, Tactics haben. Dreht sich raus! Tactics mit dem Unfall fällt aus den Top 10 raus und damit ist Bram safe aktuell in den Punkten. Ja, Bram aktuell jetzt in den Punkten dadurch. Krass. Oh! Christian. Bram ist nicht mehr in den Punkten, weil er sich mit Salzor kämmelt. Und es geht wieder raus. Als ob das. Also, ich rede nicht mehr über Bram. Ja. Das war ja jetzt der billigste Jinx meines Lebens. Christian währenddessen auf Platz 7. Ich rede da nicht drüber. Ich rede da nicht drüber. Broski sehr nah an Christian dran. Um Platz, Kampf um Platz 7 natürlich. Broski, okay, so ist das da nicht gejinxt. Letzte Runde. Nein, das ist. Nee, das nicht. Okay. Auf gar keinen Fall. Wir gucken aber mal um Start und Ziel. Moment. Ach, wir sind jetzt erst in der letzten Runde. Ich dachte, wir sind schon durch. Nein, dann gehen wir natürlich wieder zurück zu Broski. Der jetzt natürlich DRS kriegen wird an Christian. Und der McLaren ist das bessere Auto als der Alpha Tauri. Ist zwar eng beieinander, aber hier schön rausgekommen. Ja, das Christian wird da, das wird hat das keine wohl. Chance hier. Nee, gar keine Chance. Ja. Ganz einfach dran vorbeigefahren. Aber wenn jetzt Christian noch dran bleibt an Broski, dann kann er vielleicht noch mit DRS ganz am Ende eine letzte Kurve, wenn er da richtig gut rauskommt, vielleicht noch an Broski zumindest nebenziehen. Ob er den überholt, ist die andere Frage. Den er aktuell bereinigt, auch auf der 10 aktuell, ja. Gelbe Flagge. Ferrari. Brammen wieder, oh nein. Brammen jetzt. Bram hat auch gar keinen Bock mehr jetzt. Ja. Nachdem er Bram einfach richtig niedergeschlagen. Den müssen wir gleich ihm sagen, auf jeden Fall. Das kann ja nicht so weitergehen. Er muss jetzt doch mal in die Punkte kommen. Das war so eng. Ja, das war wirklich knapp. Also da wäre was drin, da wäre was möglich gewesen. Ja. Willi hier gegen Lena noch am Start. Platz 12 und Platz 13. Währenddessen hat Mira gewonnen. Dreher von Willi. Fährt hinten einfach auf Lena drauf. Ach Gott, die Arme kriegt ja einiges ab hier. Passiert.
Ja, es war Felix' Fehler, glaube ich. Also würde ich jetzt zumindest so interpretieren. Will ja auch gar keinen Bock mehr. Hat einfach beendet. Und Christian ist durch Achter in den Platz Top 10. Stark. Stark. Eigentlich stark. Wieder 4 Punkte, die da drauf gehen. Und zusätzlich natürlich auch noch. Dankeschön. Was kriege ich hier Geiles? Frau Ayo gönnt mir. Was ist das? Warte, ich probiere mal. Es sieht. Was ist das? Was ist es? Oh, es ist warm. Himbeeren. Himbeerskier. Kein Skier. Pudding? Kekse? Skier. Mit Birne oder Apfel? Dave-Fahrer des Tages. Also hier, ne. Ja, mal für euch hier. Yam, yam, yam. Verpflegung hier für den Kommentator. Dankeschön. Schmeckt gut. Birne. Apfel. Okay. Falsch geraten. Ey, du kannst Apfel doch nicht mit Birnen vergleichen. Ja, ich schmecke eh gerade nur Himbeere. So. Also wirklich wieder auch ein wildes Rennen. Starke Leistung von Mirari. Ja, auf jeden Fall. Fährt auch die schnellste Runde. 26 Punkte gehen damit auf das Konto von ihm. Ihr. Und ja, nice. Dena trotzdem noch auf Platz 10. Wir müssen jetzt unbedingt. Was war jetzt gerade? Wohin müssen wir jetzt auf jeden Fall hin? Felix und Lena müssen wir auf jeden Fall interviewen. Ja. Für den Move. Wo müssen wir noch hin? Brammen interviewen? Bram müssen wir auch auf jeden Fall hingehen. Aber das mache ich jetzt und du trägst wahrscheinlich wieder ein. Weil ja, ich trage gerade schon wieder ein, genau. So. Aber wechseln wir jetzt wieder die Wagen? Ja. Und wir wechseln jetzt jedes Mal die Wagen? Oh, ja. Zumindest hatte ich mir das so gedacht. Okay. So, dann wandere ich mal Richtung Agent Engel ist leider. Ne, Moment, Dena ist raus. Okay, Dena hat einfach den Discord verlassen. Nein, oh, er ist gerade unten, ich gehe runter. Hallo, hallo? Ist die Diskussion aber so. Hallo. Was ist denn da passiert? Alles cool. Was ist denn da passiert zwischen euch beiden, Lena und Dena? Also, ich sag mal so, ich habe die Aktion gefeiert. Also mir hat die gut gefallen. Auch wenn natürlich dadurch Leute natürlich gefällt mir, dass man das gegen mich ist. Das ist das auf gar keinen Fall. Sondern es geht darum, dass Dena einfach ein verdammtes Schlitzohr ist. Du stellst gerade so, als ob ich es mit Absicht gemacht habe, aber ich wollte nicht sie baiten, um in die Box zu gehen. Ich wollte, dass sie noch eine Runde draußen bleiben muss, damit sie dann undercutted wird vom Red Bull. Das war mein Plan. Aber ich wollte nicht, dass sie hinter mir in die Box fährt. Du hattest Strafen, tust so, als wenn du draußen bleibst, fakest das quasi damit an. Lena denkt sich so, ja, alles klar, dann hole ich mir doch den, gehe ich jetzt an die Box. Aber sie hätte doch wieder rausfahren können. Zwei Kurven vorher stichst du noch in die Kurve rein, um Lena zu überholen, damit du ja vor ihr bist. Ja, das ist richtig. Ich wollte vor ihr bleiben, aber ich wollte halt in die Box fahren vor ihr, weil wenn ich hinter ihr gewesen wäre, hätte ich ja nicht in die Box fahren können, weil dann hätte ich auch warten müssen hinter ihr. Deswegen, ich wollte unbedingt vor ihr sein, um in die Box zu fahren, damit sie noch eine Runde länger draußen bleibt. Aber es war nicht geplant, dass sie da reingeht, weil ich wusste schon, durch meine Strafen bin ich hinter ihr, aber ich dachte halt, dass sie dann auch nicht in die Punkte kommt, wenn der Red Bull halt sie undercutten kann. Das war mein Plan. Ich hab einfach selbst gefahren, in die Box zu fahren, dann ziehst du bei mir nochmal rüber und landest dann vor mir in der Box und ich falle fast. Oh, ich bin hier sogar reingefahren. Hast du noch eine Strafe dafür bekommen oder so? Nee, ich hab nichts bekommen. Ich hab super knapp. Du bist da dann auch noch in die Box gefahren und hattest quasi die Strafe, die du absetzen musstest, ich war. Leder mit absetzen musst. Das war halt einfach so. Also das war schon. es war, also das war wirklich, also, puh, da habe ich mir, ja, ich muss sagen, das war knallhart. Das war knallhart. Ich bin auch nur ein bisschen sad. Alles cool. Ja, es geht halt, du weißt, Jay, es geht halt um den einen Punkt, ne? Wir sind ja, waren punktgleich vorher. Ja, ja, das, also klar, also wie gesagt, an Lena Stelle, ich würde mir das merken, ja. Ich, also klar, ein Tactics lässt sich vielleicht vorbei. Ich koche nicht mehr für Felix, ist jetzt vorbei. Der ist sein erstes Verspiel. Kann ich auch verstehen. Oder du kochst für ihn einfach irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie Haggis oder Fischaugen oder sowas. Ich glaube, Felix mag keinen Fisch. Oh mein Gott! Hühnerherzen. Irgendwie sowas.
Oha! Irgendwas Fieses. Buschschweinsperma. Frisch aus dem Dschungel. Irgendwie sowas. Ah ja. Okay, Gott sei Dank kochst du nicht für mich. Na, ich kann auch gerne mal für dich kochen, wenn du möchtest. Wettschulden sind Ehrenschulden. Nee, ja, nee, alles ja. Gut, ich koch schon. Kämmelt ihr euch mal drum. Nee, also das war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr wild da bei euch. ja, gut. Ansonsten Marcel mit dem Haas trotzdem Zweiter geworden. Fettes ja. Scheiße. Ja. Und ich bin auch nicht zufrieden mit dem Fahrer, den ich wählen musste. Oh. Was, du hast Mick Schumacher gehabt? Na klar. Ja gut, okay, kann ich verstehen, aber den musst du ja nächste Saison musst du da ja nicht mehr. Da ist das ja dann egal. Da hast du ja Magnussen im Zweifel. Ja klar, klar, klar. Ja, war nee, wild, aber, war sehr wild. War cooles Rennen. Letzten ja. paar Runden waren halt ein bisschen, naja, einfach nur Time Trial im Haas. Wunderschön. Gibt nichts Besseres. Das glaube ich dir, aber du hast ja auch dadurch was? Trotzdem die, nee, du hast nicht die schnellste Runde. Die schnellste Runde hatte Mira. Mira, ja. Mira wirklich hier All-In-Pole, schnellste Runde und Sieg, also. Hatte aber auch den Alpine, die hat jetzt den Williams. Aber trotzdem brutale Leistung, also wirklich Mira hier. Definitiv. Die Teilnehmerin, die rocken es auch, wenn Lena ein paar Mal Pech hatte. Gut, man sieht, dass Marcel das ein Profi ist, weißt du, weil er direkt so diplomatisch alles formuliert. PR-Cell, oder? Das PR-Training kommt durch, ja. Ihr habt jetzt eure Wagen neu, ja, könnt ihr euch jetzt nochmal einmal bitte in Discord schauen, damit ihr die nochmal wechselt, weil wir wechseln natürlich nach jedem Rennen durch, damit das immer fair ist. Ja, finde ich auch, will auch einen anderen ja. Wagen. Ich wünsche euch noch auf jeden Fall viel Erfolg, wir gehen mal weiter Richtung Bram. Dankeschön. Okay, danke. Ciao, ciao. 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 Brammen. Aloha. Du warst ganze Chat, Brammen P10, Brammen P10. Ich so, ja, Brammen ist 10. In dem Moment drehst du dich. Salzo hat sich schon entschuldigt, der kam schon rein. Tat ihm sehr leid, er hat mich halt rausgedreht. Hat er wohl angeblich nicht gesehen, ich glaube ihm nur einfach mal und damit ist okay. Aber kann man auch sagen, das ist ja, darauf kann man ja auch aufbauen, ne? Also ist ja nicht so, ja. Dass du nicht, also du bist ja nicht chancenlos um die Punkte. Jetzt ist Portimao, Portugal, schöne Strecke. Da kannst ja, du definitiv. Ey, definitiv, ja. Aber du hast halt gemerkt, so, ich war so voll into it, der Platz 10 geil, Kartenkampf mit Christian gehabt und so weiter. Auch über eine ganze Runde einen Hartenkampf mit Salzor gehabt und dann kickt er mich an die Kurve. Das war irgendwie sehr demotivierend, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber. Ja. Jetzt Punkte ist auf jeden Fall das Ziel für die nächste Runde. Ja, so sieht's aus. Paul, du bekommst jetzt den Mercedes. Du hast jetzt wurdest nach oben gestuft von Peter. Okay. Ich habe jetzt vom Spiel die Statistik gewählt. Ja, und das ist die richtige Statistik. Das heißt, du bist aktuell gesamt 18. Alles klar, das ist sehr schön zu hören. Euer Team ist aber das einzige Team bisher komplett ohne Punkte. Also 2 Rennen habt ihr noch. Ja, wir versuchen das. Wir geben unser Bestes. Dennis arbeitet dran. Ja. Paul arbeitet auch dran. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt weiter ins nächste Rennen, oder? Ja, gerne. Ich muss nochmal einmal neu. Wir haben nicht mehr alle Leute da, aber ich gehe einmal. Ich habe nochmal alle Einladungen rausgeschickt. Gehe in den Moderationsraum und hol mir kurz was zu trinken. Mach das mal. So, alles dann gehen klar. Wir schon mal hoch. Also, wir gucken einmal hier die Punkte an, ja, jetzt sind noch 2 Rennen, also insgesamt, ja, 50 Punkte in der Fahrerwertung, in der Einzelwertung, 68 respektive 69 Punkte in der Teamwertung, die noch maximal geholt werden können. Aktuell sieht es sehr gut aus für Team 1 und 2, also Michael Masi Motorsport abgehoben Racing, die sind vor Comedy und vor Embracer. Aber Drive to Survive ist hinten dran und möchte natürlich, also Ray und Agent Engel wollen natürlich noch Platz 4 haben. Das wird eng. Das wird jetzt sehr, sehr eng. Miras Punkte waren da auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Es ist eng. Es ist alles sehr eng. Auch Könner mit Kummer gegen die Reifenflüsterer. Mal schauen, ob dadurch seine ersten Punkte holt oder Brammen, Paul oder Dirk. Mal schauen. Wir sollten uns mal eine neue Wette überlegen, Chat. Sagt mir mal eine Wette. Wir fahren jetzt Portimao, bis Peter gleich fertig ist. Was sollten wir für eine Wette machen? So, Reh. BB.
Ein Safety Car würde ich auf jeden Fall anlassen, oder? Ja, wir hatten kein einziges. Also ja. Ich habe nicht mal auf reduziert, ich habe es auf Standard. Oh, krass. Wollen wir nochmal, also entweder Brammen in die Punkte oder wir machen Safety Car. Naja, Bram hat es gerade angekündigt, ne, dass er in die Punkte schon kommen will. Okay, Bram. Oder sagen wir mal so, ob die Flotten Ottos Punkte holen. Okay, Flotte Ottos Punkte. In Portimao. Klingt nach einem Plan. Flotte Ottos Punkte. Marlena ist jetzt nicht mehr mit Felix in einem Team. Da hat sie wahrscheinlich auch aufgeatmet gerade. Die Ausreden, die Felix hatte, waren aber auch... Ja, ich wollte das gar nicht. Naja, natürlich nicht. Ich bin auch nicht extra reingestochen. Aber gut. Ja, die Rennleitung schaut da drüber hinweg. Die haben sich alle übrigens schon wiedergefunden, alle, ne? Krass, ey. Respekt ja, an die. Toll. Sehr schön. Das ist nice. Ja, dann würde ich sagen, geht's weiter, oder? Warte mal. Achso, was? Gamer Bro. Ne, Gamer Brother ist McLaren, das stimmt. Wo ist Mike? Ne, haben sich noch nicht gefunden. Jemand blockiert. Willi blockiert den McLaren. Magst du einmal runtergehen? Ja. Geil. Ja, also jetzt haben wir hier auch die Punktezahl unten. Nochmal, damit das sieht. Brammen ist aktuell 17. Der beste Nuller. Vor Paul und Dadosch und Nerds da. Ja, das wird wild. Wählt mal da ab. Wer sind die Flotten Ottos? Die Flotten Ottos sind Paul und Brammen. Safety Car Häufigkeit runterstellen, spätestens für Jedi. Ja, schauen wir mal. Also, wenn wir kein Safety Car haben, dann brauchen wir das ja nicht. Also, die fahren. Also, ich bin echt. Wir haben so viele Leute, die das erste Mal dabei fahren, mitfahren. Also, sei es Paul. Ne, Paul ist schon mal mitgefahren. Sei es Brammen. Sei es Willi, sei es Salzor, Broski, Tactics. Die sind alle noch nicht mitgefahren. Die Comedy-Leute sind noch nicht mitgefahren, aber die haben Formel-1-Erfahrung. Ne? Also da habe ich mir gedacht, dass die schon ganz gut sein werden. Aber trotzdem, wir haben schon 5, 6 Fahrer oder Fahrerinnen, die halt, nicht so viel Formel-1-Erfahrung haben. Okay, jetzt können wir starten. Nice. Wo tippt ihr die erste Formel 1? Wir haben da, Kicktipp, aber wenn es da was Besseres gibt, theoretisch auch gerne Bescheid sagen, aber früher hatten wir Krombacher, das war geil, da konnte man auch immer was gewinnen, auch in Formel 1 Tickets und so weiter, habe ich früher mit meiner Familie immer getippt, aber mittlerweile ist es Kicktipp einfach, da kann man zwar nichts gewinnen, da geht es um die Ehre, aber ist auch cool. Macht Spaß. Machen wir aber privat quasi unter uns, aber ihr habt ja immer, habe ich öfters mal jetzt die Frage gesehen. Ja, ist mit ist Jays Family, mit den Mods und Ich bin dieses Jahr zum ersten Mal auch dabei. Ja, und noch ein paar anderen Kollegas. Aber ja, Mods auf jeden Fall. Ich glaube, Dave ist auch dabei und Co. Aber wir haben noch ein paar. Formel 1 Fantasy, ich weiß nicht. Ich mache das erste Rennen das und danach nie wieder gefühlt. Das sieht ja interessant aus. Ja, wobei, was sehen wir denn da? Ich sehe Black Screen. Ah, kurz vor Regen. Meinst du? Wem gucken wir zu? Bin mal für jemanden, den wir noch so gar nicht beobachtet haben, ja, mal so eine Lena zum Beispiel. Ja, gucken wir Lena zu. Gucken, wie die sich hier schlägt. Auch eine schöne Strecke, die jetzt gefahren wird. Ganz tolle Höhenunterschiede. Ja, das ist eine wunderschöne Strecke. Die ist aber trotzdem sehr, sehr schwer zu fahren. Also der Wagen bricht hier sehr, sehr gerne aus. Aber es ist eine sehr, sehr schöne Strecke und ich freue mich auch, dass sie dieses Jahr wieder im Formel-1-Kalender ist. Ja. Up and down like a roller coaster. Ich frage mich, wie das dann so ist bei dem mit dem Pop-Hursing. Ja. Wenn die dann bergab, bergauf rumwubbeln. Ich weiß halt gar nicht, ob das mit sowas zu tun hat oder wie quasi, wie die Straße, also die Qualität der Straße, wie die da einen Einfluss drauf hat. Also ob frisch geteerte Straßen weniger Purposing haben als nicht frisch geteerte. Das ist aber schon sehr deep. Portugal ist gar nicht dabei. Wir wurden reingelegt. Was? Portugal ist nicht dabei? Ich dachte, das wäre dabei. Jetzt bin ich traurig. Weil da kann das ja auch mal stattfinden. So, warte mal. Wem wollten wir zugucken? Lena. So, zack. Das finde ich echt schade. So, Lena startet auf Platz 2 mit dem AlphaTauri. Okay. Richtig. Erste Kurve.
Marcel Kiefer macht sich hier eine Challenge und fährt auf mittleren Reifen. Auf die Mediums. Ja, das kann halt auch taktisch insane sein. Ja, es kann natürlich auch taktisch insane sein. Ich wollte das auf jeden Fall unbedingt mal gucken. Da war schon eine der schwierigsten Stellen teilweise. Ja, ist sie einfach. Ist. Ja. Und klar. Jetzt kommt auch noch gleich eine der schlimmsten Stellen, ja, nämlich das. Genau, das hochbeschleudigen. Damit verlieren sehr viele gerne ihren. Wenn du da innen auf die Curbs kommst, innen die Kurve zu knapp schneidest, machst du direkt einen Abgang. Ja, yep, aber hast du sehr schön gemacht. Ja, also sehr stark. Platz 6 gerade. Ja, aktuell wirklich gut, wirklich gut am Start. Marcel kämpft da mit den Mediums. Könnte sich da etwas verkalkuliert haben. Broski aktuell auf Platz 1. Oh Gott. Oh, was ist denn da los? Jetzt habe ich RT und LT für gedrückt. Jetzt bin ich bei Marcel Kiefer gelandet. So, jetzt sind wir bei Leda. Broski. Fährt Broski hier auf die Pole Position? Vor Andy Knight. Fährt er es oder fährt er es nicht? Wer fährt hier die Pole Position von Portimao? Es ist Broski mit der 1.18.379. What? What the fuck, Alter? Wie eng war das denn hier alles? Alter, sind Paul und Bram immer noch nicht da? Die suchen immer noch den Weg. Ja, Paul und Bram haben da, vielleicht haben die sich, die haben sich bestimmt gedreht. Das ist ja auch eine ganz, ganz schwierige Strecke. Insane. Also, das könnte jetzt ein sehr spannendes Rennen werden, muss ich sagen. Das war ja so knapp, hatten wir es bisher ja noch gar nicht. Ja. Aktuell wirklich krass. Also 1.18.379. 1.18.572. Das ist ja sehr, sehr eng. Also die ersten 9 innerhalb von einer Sekunde. Ich bin mal kurz gemutet. Mhm. Komplett. Doch, gemutet? Ich kann nur nicht essen. Ist lecker. Kannst du ruhig mehr draufpacken noch. Steht Frau Eier oder neben mir und meint hier, fragt, ob es mir nicht schmeckt. Ja, ich bin nicht gemutet. Eigentlich hätte ich nur für Peter gemutet. Das ist eigentlich voll Quatsch gewesen. Das war echt Quatsch, weil ich war jetzt auch so. Darf ich jetzt nichts mehr sagen? Was ist jetzt hier? Nein, das ist ja absolut Quatsch gewesen. Ja. Sie steht nur neben mir. Ich so, was ist los? Ja. So. Gucken wir wieder Platz 5 auf jeden Fall zu. Ja, jetzt ist es wieder sehr sonnig, also ja, nichts mehr. Das sieht aus, als ob wir ganz früh am Morgen fahren, irgendwie, gerade beim Sonnenaufgang. Stimmt. Ist das so da in Portugal? Ja, sind keine Ahnung. Weißt du nicht, hast du offizielle Zeit eingestellt? Ja, ja. Okay. Oh, ich bin so gespannt jetzt hier auf das Rennen. Oh ja. Ich finde das geil, dass wir das jetzt hier vor dem offiziellen Saisonstart machen, weil das bei mir den Hype nochmal irgendwie extra auf Over 9000 ballert. Du hast Drive to Survive, du hast GPO, das ist geil. Das ist wirklich geil. Freue mich da auch richtig drauf. Ab Freitag wird das parallel, während wir aufnehmen, auf jeden Fall laufen. Marcel Kiefer schauen wir uns an. Zur Einführungsrunde hier. Wunderschön, die chillen erstmal alle. Ja, Mike, ganz starker Start hier von Mike. Auf Platz 3 aktuell, ja, aber da lässt sich natürlich Mira nicht lumpen, wenn ich das richtig sehe gerade. Na, Mike jetzt hier an Platz 4. Ja, Portugal, ist ja echt schade, dass die Strecke da raus ist. Ja, finde ich auch richtig schade. Das ist eine meiner Favorites, neuen Strecken, in Anführungszeichen. Macht halt auch Spaß zu fahren. Ich mag alle neuen Strecken, also wirklich, die sind eigentlich alle toll. Ja, wie gesagt, wir müssen jetzt Paul ja nicht unbedingt. Haben sich wieder gut berührt. Ja, du hast halt. Ja, man muss natürlich nicht in Jeddah fahren, aber ja, also genau. abgesehen davon ist die Strecke, die macht Spaß zu fahren. Wenn jetzt Jeddah in Deutschland wäre, wäre das für mich jetzt überhaupt kein Problem. Dann würde ich sagen, es ist eine geile Strecke. Okay, das also kann ich noch gar nicht einschätzen, weil mit Jeddah kenne ich mich gar nicht aus. Jeddah ist eine super schön. Also die macht richtig Bock zu fahren. Die hat die Float. Die float ungemein, finde ich. Ja, aber vor allen Dingen, wenn eine Plätze abgeben muss. Dann float die jemand richtig hart hinten rein. An Ocon oder an wen? Ja, so Max an Hamilton. Ach so, Max an Hamilton, ja, okay. Schmutz, Wannabe, Monaco. Ja, ich weiß nicht. Also, wie gesagt, die macht halt Spaß zu fahren. Die macht mir mehr Spaß, als Monaco zu fahren. Also ganz
nüchtern betrachtet. Natürlich will ich halt nicht, dass die Formel... Ja, okay, ohne alles drumherum, sondern okay. Natürlich will ich nicht, dass die, also, ne, also, ob jetzt die Strecken hier in Katar wird vielleicht wieder gefahren, Türkei wird wieder gefahren, ja, ich bin auch für das Rennen in Deutschland. Türkei ist noch nicht safe, oder? Ja, vielleicht. Das sind ja... Ach so, ja, also, Katar ist... Katar, ist, ja. Katar und, Katar und hier, Türkei sind ja vielleicht der Ersatz für Russland. Ist auch lustig so ein bisschen. Ja gut, whatever. Ich drück Deutschland ja die Daumen, aber das wird, glaube ich, nichts. Das wäre geil. Also ob das Hockenheimring, Nürburgring ist oder meinetwegen was anderes, aber wir haben zwei deutsche Fahrer im Starterfeld, nur hast halt keinen deutschen Grand Prix. Ja, und Deutschland ist immer noch ein Motorsportland, also dass hier kein Formel-1-Rennen ist, ist ein Unding. Mit Mercedes, vielleicht ist bald Porsche und Volkswagen da. Aber gut, gehen wir an den Start. Jawohl, Marcel Kiefer, schauen wir zu. Ja, Boogie Boogie. Okay, Marcel Kiefer schauen wir zu, absolut. Schöner Start hier. Schlechter Start von Andy. Ja, und dadurch wird Ray so ein bisschen gesandwiched gerade. Oh, Broski verliert Platz 1. Marcel auf Platz 3. Oh, da kommen die Haas sich in Berührung. Da kommt Ray von außen. Boah, ganz stark. Oh! Gerade in der Kurve ist das sehr, sehr eng. Eieiei, gelbe Flagge hier. Nerdstown, Dardosch. What the fuck? Bram ist Zwölfter! Bram ist Zwölfter, ganz stark. Leute, Moment, der ist doch. Wo ist Bram denn gestartet? Letzter oder vorletzter Platz? Bram einfach jetzt Zehnter. Aber lässt. Oh, Leder gegen. Oh, Leder und. Leder hat aber auch echt Pech mit ihren Kontrahenten. Erst Dena und dann Bram, Alter. Das willst du nicht. Bram Zehnter nach dem Start. Also, das ist ja wirklich First Lap Magic, die ja Bram da rausgehauen hat. Oh, gelbe Flagge, Paul. Leider keine Punkte holen wird. Ah, Paul ist noch mal ein bisschen um Gras. Ja, das ist natürlich jetzt besonders gut für die Wette, aber Benny, starker Fahrer jetzt hinter Brammen, möchte natürlich daran vorbei. Andy, währenddessen im Kampf, Haas intern. Haas gegen Marcel, ja, perfekt. Ja. Andy gegen Marcel. Marcel gewinnt. Das ist ja quasi auch das Battle um den Fahrertitel. Jetzt saugt sich Andy ran. Mira auf Platz 1, währenddessen Broski ganz, ganz starker Zweiter. Was macht der da vorne? Den haben wir ja noch gar nicht da gesehen. Wie geil ist das? Schafft er es, das zu halten? Insane. Ray jetzt ganz nah an Broski dran. Broski muss da ein bisschen abreißen lassen. Der ist aber auch nervös as fuck wahrscheinlich gerade an Platz 2. Ja, der ist gerade auch sehr weit rausgekommen. Das passiert bei der Kurve schon mal schnell. Ist auch nicht so schlimm, aber... Willi jetzt natürlich auch hier. Will punkten mit für Team Alpha Saufi. Ja, der will es natürlich. Willi will es jetzt aber richtig wissen. Oh, schön. Was haben wir da? Wir haben Salzer mit Problemen. Gelbe Flagge, Salzer. Der kommt gerade auf die Strecke zurück. Berührt sich da irgendwie? Ja, weiß ich nicht. Mike kann da gut dran vorbei. Salzer. Ja, weiß ich nicht. Oh, ja, das ist alles andere. Der fällt mehr neben der Strecke als auf der Strecke. Ja, aber... Lena ist die Verliererin mit Mike. Beide 7 Plätze verloren seit Start. Lena jetzt wieder bei Dena, by the way. Die Arme. Lena tut mir da sehr leid. Aber boah, was ist da? Bram hält alle auf. Das ist wieder ein Kart-Event. Mit dem Mercedes. Bram hält alle auf. Alle wollen da Bram vorbei. Oh, Bram Lena aber innen zackig. Was macht Bram da jetzt? Bram hat irgendwie den Gaspedal verloren. Oh! Sind alle nebeneinander. Sie sind zu viert nebeneinander! Was ist das gerade? Zu dritt? Felix geht als Gewinner da. Es ist alles durch. Oh Gott, Bram berührt sich da aber nochmal. Ui, jetzt ist da ein dicker Fünfter. Ich bin mal jetzt gerade in die Außenperspektive gegangen, weil das kannst du gar nicht alles durch die Cockpit-Perspektive verfolgen, was da passiert. Du hast aber auch noch währenddessen gerade Attacke von. Ich wollte gerade sagen, Ray wurde gerade vom Broski überholt. Das hast du gerade noch im Augenwinkel erkannt. Moment, du meinst, Broski wurde von Ray überholt? Ja. Ray hat Broski überholt. Aber Broski lässt das nicht auf sich sitzen. Versucht jetzt hier natürlich an Ray noch wieder vorbeizukommen. Er will natürlich Platz 2 behalten. Marcel Kiefer will zumindest aufs Podest. Marcel Kiefer gegen Gamer Brother. Um Platz 3. Was ist das bitte? Ich glaube, das ist nicht Marcel Strecke hier gefühlt, ne? Also. Aber und hat natürlich die schlechteren Reifen. Er hat die schlechteren Reifen, er hat das schlechteste Auto. Ja.
Also. Stimmt. Das ist halt schon eine Challenge, die er sich da auferlegt hat. Aber da hat natürlich dieses Jahr um die Community-Preise geht, macht er da jetzt keine Spirenskis und da ist gerade das 100er Schild weggeschossen worden von. Agent Engel ist mit großem Abstand letzter, steht auch gerade, stand gerade auf der Strecke. Hat er wieder. Das ist nicht seine Runde hier gerade, leider. Lena jetzt gegen Dena mal wieder. Mann. Und Dena fast mit dem Dreher. Fährst du quer, siehst du mehr, hat sich Dena gerade gedacht. Achso, Bram Boxenstopp. Ah. Hat er sich den Frontflügel wahrscheinlich abgefahren, ne? Ja, der ist Lena hinten drauf gefahren vorhin und hat sich den Frontflügel abgefahren. Ja. Na gut, das ist aber auch smart, dass er da in die Box fährt. Jetzt kann er ja nochmal wieder was rausholen. Also jetzt hat er ein paar Runden alleine. Der ist ja nicht langsam. Der ist ja schon recht schnell. Agent Engel hat die Session verlassen. Salzo ja. Hier gegen Dadosch gerade am Start. So hat die Session verlassen? Der ist also gar nicht kaputt. Ja, Moment. Dann muss ich nochmal weniger Leute einladen, ne? Gehen wir mal wieder auf die Reifen-Szene ran. Stopps. Haben wir Bram. Bram ist vor Dave. Dann hat sich Dave aber, glaube ich, anders überlegt. Dass ja, Bram, Dave dachte sich jetzt, ja, jetzt ein bisschen freie Fahrt haben und überholen. Aber jetzt hat Dave ist jetzt hinter Bram. Schauen wir mal, wie da der Abstand ist. Die sind gerade bei so circa 2 Sekunden. In der Zeit, Kevin geht an Lena, die Box. Oh Gott, Lena gegen Felix die ganze Zeit, ey. Es ist halt wild. Und da berühren sie sich. Und da versucht jetzt Benny noch ranzukommen. Und ui, fast Berührung. Oh, und da wird Lena gedreht. Oh Mann. Oh, die Arme. Die kickt aber auch. Oh, Willi gerade mit Problemen. Wird von ganz vielen überholt und dadurch ist ja. Christian in die Top 10. Christian in den Top 10. Das wird jetzt wild. Wo kommt Bram jetzt raus? Bram ist jetzt bereinigt Zweiter. Weil wir halt auch 4-0 Leute hatten, die gestoppt sind. Also Bram ist nicht so schlecht unterwegs. Moment, der ist bereinigt Zweiter? Ja, ja, wegen den Stopps. Also es sind aktuell nur 4 gestoppt. Aktuell ist, ist er halt Zweiter. Ja gut, aber sozusagen. Bereinigt muss man da doch die Zeiten mit einrechnen. Ja, okay, dann musst du wahrscheinlich schon. Ja. Ich habe jetzt keine Intervalle mehr angezeigt. Ich weiß überhaupt nicht, wer eng beieinander ist. Ich muss hier mal durchswitchen. Mein Intervall ist bei mir ausgefallen. Wir haben hier technische Schwierigkeiten vor der Strecke. Es werden keine Intervalle mehr angezeigt, ja, außer zwischen Dave und Agent Engel. Da, jetzt haben wir sie wieder. Ah, guck mal, Broski hier mit DRS gegen Ray. Oh, und Ray, jawohl. Holt sich wieder Platz 2 zurück. Boah, Ray bleibt aber nah dran. Knallhartes Duell. Boah, stark von Ray. Holy fuck. Oh, er hält da voll gegen, aber auch. Ist doch nicht vorbei. Also, ich sag mal so: Michael Marcy hätte jetzt gesagt, Position Change, aber Ray ist ja. Dann auch nicht egal, dass die fahren mehrere Kurven nebeneinander. Und die Haas gucken sich in der Zeit einfach zu. Die sind immer noch nebeneinander. Was ist das hier gerade? Das war ja mal ein brillantes Duell. Alter Vater. Was ist das? Was ist das? Krass. Crazy. Absolut crazy hier. Scheiße, die Haas beide noch währenddessen so gedreht. Nah Bram hat Probleme. Bram ein Problem. Bram ist Vorletzter aktuell und der ist viele, viele Sekunden hinter den anderen. Also, das wird schwierig mit den Punkten. Ja, vielleicht kommt noch ein Safety Car. Ja, okay, das kann sein. Vielleicht kommt da noch ein Safety Car. Das wäre super für Bram. Ja, wir haben hier einen kranken, also wirklich kranken Vierkampf um Platz 2. Die beiden ja. Haas gegen Broski und Ray. Also was ist das? Broski jetzt hier wieder mit Attacke gegen Ray. Haben wir jetzt hier wieder die ganze Zeit nebeneinander fahren. Schauen wir mal. Nein, Ray diesmal... wird sofort wieder außen. Das ist sein Ding hier. Ja, ja. Aber schafft er jetzt nicht. Nee, diesmal hat Broski stark zugemacht. Allerdings kommt jetzt Master Kiefer. Gelbe Flagge von einem Mercedes. Ich glaube, da steht ein Bram. Bram. Ja. Bram jetzt wahrscheinlich überhitzte Reifen. Broski. Broski macht gerade den Helms Bram einfach. Ja, er hält alle auf, so. Aber das aber ist ja schön. Insane. Nicht auf das eine unangenehme Art, sondern nee, überhaupt geil. Nicht. Der fährt hier ein richtig geiles Rennen.
Also das ist fair. Also ich würde wirklich von ganzem Herzen Broski hier einen Podest gönnen. Bei den Fahrern, die da. Der fährt gerade gegen Ray, Marcel Kiefer und Andy Knight und fährt gerade auf Platz 2. Kann man das mal bitte erzählen? Also, what the fuck? Was ist das? Wie krank? Und Mira vorne weg mit 5,67 Sekunden Abstand. Mira freut sich natürlich da absolut gerade. Ja. Hat da natürlich ja Vorteile. Dadurch neben der Strecke, da gibt's nichts zu sehen. Jetzt kommt wieder das Wild. Oh, und da fährt Andy an die Box. Geht jetzt undercutten. Da schauen wir mal, was da jetzt passieren wird. Währenddessen wieder der Dreikampf, Zweikampf. Also das kostet natürlich. Ja. Dass Ray da nicht schon an die Box gegangen ist. Hätte ich gedacht, wundert mich dass auch. Ihm das zu viel kostet. Wundert mich auch. Das ist ja genau, also Andy macht da, also da gehen ganz viele gerade an die Box. Schauen wir mal, wie das jetzt aussieht, wenn die jetzt da alle rauskommen. Ray Andy sollte mal langsam an die Box gehen, weil Christian ist auf Gelben unterwegs und der wartet wahrscheinlich drauf, dass Ray an die Box geht. Andy kommt vor Kevin raus und ist damit... Das bedeutet, dass Kevin jetzt gleich in dem 5-4-Kampf mitspielt. Weil er so nah da dran ist. Er wird noch von Nerdstar hier aufgehalten. Mhm. Dann kommt er aber gleich dran vorbei. Also ganz, ganz wild wieder. Ganz, ganz wild. Benny gegen Lena. Ah, das ist so geil. Es macht so Bock, hier gerade dazu kommentieren. Ich kriege aber auch gerade ein bisschen Bock, wieder mitzufahren. Muss ich auch sagen. Also ich bin jetzt beides. Also das ist geil. Ray fährt rot, Chad. Ray fährt rot. So, jetzt, wer geht an die Box? Wer geht an die Box hier von den dreien? Ray. Ray geht an die Box. Marcel Kiefer bleibt draußen, weil er natürlich auch gelbe Reifen hat. Also Marcel Kiefer ist der Einzige, der, glaube ich, auf Gelb unterwegs ist. Der muss draußen bleiben. Broski jetzt. Der... Rennführende Führungskilometer hier. Ja, stimmt. Geht in die Statistik. Für unseren Gamer Brother. Schafft er es, den Hülkenberg zu machen oder nicht? Wird er in die Punkte kommen? Also wird er aufs Treppchen kommen oder nicht? Marcel Kiefer hängt da jetzt so dran. Also das muss so wild sein für Broski. Dass ihn halt einfach der E-Sportler über mehrere Runden da hinten hängt. Das ist ja eine Geschichte. Das ist geil. Das ist wirklich nice. Aber jetzt muss... Währenddessen steht da gerade Dadosch. Aber jetzt muss Broski, glaube ich, auch an die Box, muss ich sagen. Also, sonst verliert er zu viel. Ja, also wir sind in Runde 9 mit roten Reifen. Das wird nicht geiler. Da willst du jetzt an die Box. Salzor, 4. war noch nicht an der Box. Nerdstar, 8. war noch nicht an der Box. Ansonsten Andy Knight gegen Ray. Andy hat den Undercut nicht... Hat nichts gebracht, tatsächlich. Außer, dass er ältere Reifen jetzt hat. Geht Broski an die Box oder nicht? Wir gucken mal. Broski kommt. Marcel Kiefer übernimmt jetzt die Führung. Jetzt müssen wir natürlich schauen, wo kommt Mira Broski raus. Mira wird an dem vorbeigehen, wird Ray an Broski vorbeigehen. Das ist so ein bisschen die Frage. Das ist jetzt wichtig. Wir gehen mal wieder in die Außenperspektive rein. Ich gehe mal auf Ray. Ja, ich gehe auch auf Ray und mache die Außenperspektive. Oder wir gehen Broski angucken. Ja, ist besser. Broski kommt wieder raus. Wir haben da eine ganz schlechte Position. Was macht die Kamera da? Jetzt, das ist die Kamera, die wir sehen wollen. Guckt dir an, und wird das Ray. Da kommt Ray an. Da kommt Ray und Ray schafft es. Insane. Und schafft es noch, Andy Knight da vorbeizukommen. Andy versucht, daran zu kommen. Aber Broski verteidigt hart. Und schafft es, Andy hinten zu halten. Alter Vater. Brillant. Ich bin einfach... Ich komme gar nicht mehr zu schweigen. Ich würde das einfach alles so gerne genießen, aber es ist so wild. Es ist so wild. Was ein geiles Rennen. Was ein geiles Rennen. Okay, Broski dann auf der 4. Aktuell nicht auf Treppchenposition. 1,1 auf Ray. Hat die neueren Reifen, eine Runde neuer, kann er das umsetzen. Er war sehr gut, die Leute hinter sich zu halten. Schafft er sie auch zu überholen?
Das weiß man nicht, das schauen wir mal. Am Rennen teilnehmen tun auch gerade Benny und Lena, die auch sehr eng beieinander sind. Aber wir haben hier gerade unseren Vierkampf, den wir quasi das ganze Rennen über nur verfolgen. Aber die anderen sind auch am Start und fahren super, aber das ist ja gerade also insane. Rasenmähen wurde gesponsert von Mercedes und Red Bull, diese Folge. Die sind nämlich sehr häufig auch neben der Strecke. Ja, wobei Nerdstar ist, aber der muss jetzt noch in die Box. Ja, belastend. Lena fährt. Ah, okay. Wo kommt Marcel Kiefer raus? Weil ich glaube, Ray ist jetzt. Das wird hart für Broski, da noch dran zu bleiben, wenn Ray jetzt da gerade mal freie Fahrt hat. Das wird er sich jetzt auch nicht so einfach mehr nehmen lassen. Glaube ja, ich. Aber der, also gerade war er bei 1-1, jetzt ist er bei 0-9. Also das ist jetzt nicht so, als wenn Ray dem direkt wegziehen würde. Ja. Willi gegen Mike, auch ganz, ganz enges Duell. Aber ich glaube, Marcel Kiefer kommt als Zweiter raus, wenn er jetzt gleich an die Box geht. Meinst du? Ja, Ray ist 7,3 auf Mira und Mira hat 16 auf ihn. Und das dürfte nicht reichen für Ray. Das sind ja, jetzt das sind kommt ja Marcel 23 an die Box. Sekunden, ja genau. Mira kommt hier easy dran vorbei. Also das ist easy Snack. Der Haas fährt immer noch. Ist jetzt erst angekommen. Nase wird nicht getauscht. Rote Reifen werden aufgezogen. Ja, das ist aufgezogen. Wie der Walk of Shame in den, wenn die durch die Box laufen müssen. So, Marcel. Julius. Kommt. Nee, Ray hinter. Kommt ja easy vorbei. Ich hab voll ganz falsch krass predicted. Aber jetzt hat er die roten Reifen. Jetzt hat er die roten Reifen. Er hat jetzt die besten Reifen. Aber Broski jetzt wieder super nah an Ray dran. Oh mein Gott. Wie kam er denn jetzt da wieder so da dran? Was ist denn da los? Oh, Broski verbrennt sich. Fährt Ray hinten drauf. Ich hoffe, da ist noch alles ganz. Man kann Schaden nicht sehen. Ne? Man kann nur die Telemetriedaten sich angucken. Ja, die gehen ja, immer bei mir richtig aus. Ich vergesse ihn immer anzumachen, weil es so exciting alles ist. Ja, jedes Rennen musst du das neu einstellen. Gut, dass mir das jetzt auffällt im fünften Rennen. Ja. Marcel jetzt natürlich mit viel mehr Grip versucht jetzt hier jede Kurve irgendwie was zu schaffen. So, DRS jetzt gleich. Oh, das hat Marcel nicht erwartet, dass da Broski so früh bremst. Ist gerade Broski hinten auf den Hinterreifen gefahren. Gott, guck dir diesen Gripunterschied an. Aber ist halt auch nur ein Haas. Broski zieht nicht einfach da so rein, sondern er achtet da drauf. So, jetzt DRS gegen Ray. Der McLaren ist so viel schneller. Das ist der Haas-Scheiß. Oh mein Gott. Marcel Kiefer musste richtig ausweichen. Ja, der hat andere Bremspunkte, Marcel Kiefer, glaube ich, als ja, die Leute, die andere mit Linie fahren. Wobei, die Bremspunkte wurden ihm auch kaputt gefahren, ne? Also, ich hab gesehen, dass, oh! Marcel sticht rein. Ja, aber hat die Kurve ganz entspannt bekommen. Also, das war ein super Überholmanöver. Ganz entspannt. Das tut natürlich weh. Broski jetzt damit vom Podium. Und ich glaube nicht, dass Ray und Marcel sich da gegenseitig... Was ist? Ja, Gamer Broski hat gerade bei der fiesen Kurve fast einen Abgang gemacht, aber konnte fangen. Dadurch jetzt überrundet. Wird überrundet. Gelbe Flagge. Da war ein Williams, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, ein bisschen neben der Strecke. Dürfte Christian gewesen sein. Währenddessen Bram 18. Ich glaube, das wird eng mit der Wette, Chat. Ja, ich fürchte auch. Müssen wir gucken, was wir dann gleich machen nochmal. Das sind kein Pietsmeet, die kämpft hier gerade um die Punkte. Ja, Broski jetzt. Broski kann trotzdem sehr, sehr stolz auf sich sein. Aber jetzt natürlich der absolute Speed hier vom Haas. Gar keine Chance. Oh, Marcel fährt aber jetzt auch Ray wilde Bahn hier. Aber geht natürlich regulär. Ist zugelassen. Ah, fahren sauber auch alle. Da ist das gut. Weißt du, wenn jeder so fährt, dass das halt scheißegal ist, ob du jetzt gerade so mit allen Vieren noch auf der Strecke bist oder nicht, dann finde ich das in Ordnung. Ja, klar. Ja. Also man muss sich halt dann die Person,
die hier am meisten Punkte, Plätze geholt hat von der Startposition, ist Felix auf Platz 8. Wo war er denn? Er war 7 Plätze schlechter auf Platz 15. Ach, krass. Und damit hat er mit Abstand die meisten Plätze gut gemacht seit Start. Zweitbeste Person ist mit 3 Plätzen Marcel Kiefer, Husan Chris und die, also die beiden haben 3 Plätze gut gemacht. Und dann kommt schon Felix. Das gerade aus oder kann man das irgendwo sehen? Das kann man sehen. Du kannst im Detail die Positionsänderung ändern. Anzeigen lassen. Ah, smarter Peter. Smarter Peter. Ja, zwischendurch muss man mal ein bisschen Knowledge droppen, weißt du, das machen die Sky-Moderatoren ja auch, weißt du. Ja, das stimmt. Kriegen dann einfach von ihren Leuten gesagt, wahrscheinlich Leo Lackner guckt ja nicht Leo immer nur Lackner. Auf Circle of Doom. Leo Lackner nicht mehr dabei ist, dann bin ich traurig. Ja, aber sowas von Leo traurig. Leo Lackner, das ist einfach mit seinem Circle of Doom. Einfach eine absolute Legende jetzt schon. Ja, das ist halt echt das richtige Ehrmann. Ah, schön. Ja, wo ist es gerade eng noch? Eigentlich zwischen Benny und Lena. Benny fährt die ganz, das gefühlt das ganze Rennen hinter Lena, ja. Ja, Willi jetzt, verteidigt Mike gut. An Willi vorbei. Und Platz 11 bringt natürlich nichts, wenn da nicht noch vorher was, vorne was passiert. Und ja, Willi innen. Ah, steckt da nochmal zurück gegen Mike. Oh, Lena richtig nah dran an Felix jetzt auch. Und Benny nutzt natürlich wieder. Oh Gott, Lena kämpft mit Felix, Benny nutzt das und also wirklich, Lena. Also irgendwann würde ich einfach an Lena Stelle würde ich irgendwann Felix einfach rauskicken. Ja, ist halt also ich wäre schon längst so weit. Ich würde ihn einfach von der Strecke ficken. Lena fährt viel zu ehrenvoll gegen Dena. Viel zu ehrenvoll. Aber vielleicht hat Lena das auch absichtlich gemacht, damit jetzt Dena und Benny sich gegenseitig abschießen. Ja, das kann sein. Das kann natürlich sein. Also wie gesagt, jetzt kommt DRS für Benny. Dena zieht jetzt gerade den Zug an für die beiden. Da ist hinter Lena ist niemand. Wir gucken uns das mal aus der Lena-Perspektive an, die Lena-Cam. Ja, Lena ist schneller als Benny, oder? Ja, na klar. Also jetzt, also guck dir das, Alter. Aber oh Gott. Dena verteidigt hier hart. Aber kommt jetzt ganz schlecht raus. Jetzt muss Lena, komm, jetzt stich doch mal da rein. Ja, das wollen wir sehen. Jetzt hau ihn raus. Nee. Das ist doch nicht gegessen, das Spiel. Dort. Nee, das ist doch noch nicht gegessen. Das ist doch gerade sehr spannend zu sehen. Das ist doch nicht vorbei. This is so not right, Dena. So not right. This is motor racing. Ja, absolut. Das ist die vorletzte Runde. Felix, komm, Benny. Felix aber auch, also Felix Wagen ist aber auch 5 Meter breiter als die anderen Wagen, oder? Ja, natürlich, der kann richtig gut verteidigen. Ja, also das kann er. So, Lena, komm jetzt. Schön rausbeschleunigen, mit Grip. Jawohl. Du hast einen Alpha Tauri, du hast den besten Wagen von den dreien. Das merkt man auch. Jetzt kommt DRS. Die ist viel, viel schneller, ohne dass DRS offen ist. Jetzt kommt sie ran vorbei. Zieht an. Benny vorbei. Was? Na, Lena ja, fährt Felix einfach ist halt die Blockade. Raus. Lena wird immer blockiert von Dena. Unfassbar. Währenddessen haben wir gerade, glaube ich, wir haben keinen Dreher im Hintergrund gesehen von McLaren, von Mike. Lena, irgendwann muss doch jetzt. Es ist die letzte es Runde. Es ist die letzte Runde. Jetzt Benny gegen Dena. Also das Duell ist aber auch wild hier. Das ist richtig geil, wie Felix kämpft um sein Leben, Junge. Also richtig krass. Gelbe Flagge zwischen... Ah, Willi hat sich, glaube ich, gedreht mit Mike. Mhm. Aber da geht es gar nicht um Punkte. Theoretisch um Punkte, wenn die sich hier beide noch vorher abschließen. Oh, Lena versucht es jetzt nochmal. Lena sticht jetzt rein. Ich glaube, Lena sticht jetzt rein. Lena sticht rein. Benny lässt da offen, aber da hat Lena halt auch zu viel Angst, dass sie da gedreht wird. Das kann ich auch verstehen.
Ja, aber jetzt, das passiert schnell. Jetzt kommt das Rausbeschleunigen. Die Traktion bei Lena immer viel, viel besser als bei Benny. Wir werden das jetzt sehen. Oh Gott. Oh, was macht Felix da? Ja, hat er gehalten. Hat er gehalten. Also, wild. Alter Vater, ey. Geil. Also wirklich wieder... Ich weiß, also das sind Superlativen, die ja, also für mich persönlich, also ich meine, ich bin das erste Mal jetzt hier am Kommentieren, ich weiß, du hast ja auch schon geile Rennen wahrscheinlich gesehen. Ja, da war, ja, ja. Aber das sind ja insane Battles, die wir hier sehen. Das ist mega geil. Also wirklich richtig, richtig exciting. Chat ist immer Anti-Felix, das ist immer lustig zu sehen, das ist aber immer so. Ja, irgendwer muss halt auch der Heel sein, ne? Sonst wäre das auch gar nicht spannend. Ja. Ich bin ja auch immer gerne mal der Heel. So ist das nicht. Also ich finde, aber ich, also trotzdem, Felix ist jetzt nicht komplett dirty gefahren oder sowas. Also ja, Felix, ist sogar Fahrer des Tages. Felix, guck mal hier, Chat. Felix fährt wie Alonso in Ungarn gegen Hamilton. Also alles ganz, ganz, ganz auf Messerschneide, aber ich finde, er fährt halt nicht unfair. Er fährt halt hart. Er fährt halt hart. Also, ich mag den Rennstil von Felix, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich feier das. Ich feier das. Außer er fährt gegen dich. Dann hasse ich ihn. Ja. Haas auf dem Podium. Wir müssen unbedingt jetzt zu Broski gehen. Während du jetzt hier gerade die Punkte aufschreiben wirst. Ja, ich bin wieder am Screenshot machen. Mach mal Screenshot. Absolut wild. Gehen wir mal zu Broski rüber. Könnt ihr mich kostenlos mit unterstützen und könnt die 250.000 Follower voll machen. Das wäre cool. Ja, mach das mal. Lass da mal einen Follower. Lass da mal einen Follow da bei Broski für die Leistung, die du rausgehauen hast. Alter Falter. Also, wir haben quasi das gesamte Rennen über eigentlich nur Broski, Ray, Marcel Kiefer und Andy Knight angeguckt. Also das war halt, also dieser Vierkampf, der war ja sowas von episch. Ich hatte, glaube ich, diese drei Runden mit Ray. Das war wild, das war intensiv. Ich glaube, in Gelsenkirchen ist gerade irgendwie eine Überflutung, oder? So eine kleine Wasserüberflutung. So vom Sweat. Hab ich das Gefühl. Es ist geistkrank. Aber ich wohne in Herne, Bro. Herne. Aber Herne. Entschuldigung, oh, Herne West natürlich, na klar. Ja, Herne West. Herbert, also jetzt mal, macht das mit der Bolinenleistung so einen krassen Unterschied? Weil sonst fahre also ich ja niemals ins Pol. Halt, also mal ohne halt Witz. Aber das ist doch das Geile. Also wirklich, also falls du nochmal sowas planst, würde ich das halt auch überlegen zu machen. Das ist halt schon ist geil. Ultra cool. Dadurch ich finde halt, die Idee halt, mega sick. Also du musst dir halt vorstellen, du hast halt die ganze Zeit eigentlich gegen Marcel Kiefer gekämpft. Also müssen wir mal festhalten. Gegen den E-Sport. Und dann kam der Kiefer irgendwann mit den roten Reifen und ich hatte so Stress. Es war so, ich hatte so Stress. Nice. Das war so geil. Ja, Willi hatte... Ja, aber Big Props, die Idee ist cool. Die Idee ist richtig cool mit der Bolidenleistung. Ja, ist halt natürlich ein bisschen stressig, dass du halt dann häufig jetzt so Teams wechseln musst. Aber insgesamt gesehen ist das dadurch dann halt das Feld noch deutlich enger zusammen, als wenn es halt nicht so wäre. Ja, der Willi hatte da leider so ein paar Probleme gehabt, aber der ist gerade gemutet. Deswegen lass da nochmal Thumbs up bei ihm auch. Und ein Follow da. Und ja, also wie gesagt, das war wirklich geil. Ich habe für dich gecheert. Ich hoffe, dass du vielleicht nochmal ums Podium kämpfen kannst beim nächsten Rennen. Ja, ich krieg ja jetzt ein schlechteres Auto, also sehr unwahrscheinlich. Ja, stimmt. Das sind 12 Punkte. Schauen wir mal, warte, Chris. Wir sind da noch nicht durch mit der Platzierung. Wir gucken mal. Doch, wir sind da eigentlich durch. Du bekommst als nächstes... Oh, du bekommst den Alpine. Das wird ein bisschen schwieriger. Ja, Was liegt zwischen Alpine und McLaren? Aston Martin noch? Aston Martin und Alpha Tauri. Also du hast jetzt quasi das viertschlechteste Auto. Aber... Könnte jetzt interessant werden, sagen wir es mal so. Aber du bist Gesamtachter von der Platzierung. Aktuell bist du persönlich Gesamtachter und dadurch ist auch dein Team oder euer Team ist jetzt dadurch Gesamtsiebter. Also ist nach oben gegangen. Geht aufwärts mit euch. Wünsche euch auf jeden Fall noch weiterhin viel Spaß und ich zieh mal weiter. Jo, danke.
Ja, okay, das wird jetzt interessant mit. Was war das? Alpin muss ich fahren, ne? Alpin, ja. Wir posten gleich nochmal einen Screenshot, aber ja. Guck mal hier, Christoph von Ray, gerade Props im Discord. Ey, Gamer Brother, war das ein geiles, faires Duell, stark, Mann. Ey, also, GG ist zurück, das hat so Laune gemacht, ne? Ja, total gefahren. Geiles Ding. War sehr, sehr geil. Total gefahren. War sehr, sehr geil. Ja, ich wünsche euch, wie gesagt, noch viel Spaß. Vielen, vielen Dank. Danke, 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 danke. Hört man mich? So. Wie lief's bei euch? Hallo. Ja, hallo. Das war ja, also erstmal, es war ja noch ein, also es war ein insaner Vierkampf hier vorne bei euch. Andi, mit Marcel, Broski und Ray. Ja, ja. Also, das war doch ziemlich geil. Aber war natürlich dann am Ende ein bisschen belastend, dass du dann da doch ein bisschen abreißen lassen musstest. Ja, man muss halt sagen, wie es ist. Der Haas ist einfach eine halbe Sekunde langsamer im Schnitt als alleine der Williams pro Runde. Und ich bin ehrlich, ich habe alles rausgepusht, was geht. Viel mehr war nicht drin. Ich habe auf Simon knapp 4 bis 5 Zehntel pro Runde auf der Geraden alleine verloren. Deswegen ja. Da überhaupt irgendwie dran zu bleiben, hat jetzt echt schon sehr, sehr viel von mir persönlich gefordert. Ja. Aber du sammelst trotzdem stetig Punkte für euer Team. Und das ist ja auch letztendlich das Wichtige. Also auch wenn es jetzt halt schwieriger ist und vielleicht nicht mehr die 25 oder 18 Punkte sind. Aber Punkte sind Punkte. Ja, mal gucken, ob wir die Teamwertung holen können. Ja. Wir geben alles. Ja. Was bei dir passiert, Dave? War irgendwie... Hab mich gedreht. Hab mich gedreht und ich bin shit. Ja, das ist halt aber auch... Also, gerade Portimao ist halt aber auch eine Miststrecke, was das Drehen angeht. Ich weiß nicht, welcher Kurve hast du dich gedreht? Das haben wir leider gar nicht mitbekommen. Kurve 1. Ich weiß, hält man für unmöglich, aber ja. Hm. Aber wenn du über den Curb kommst, dann geht das relativ easy, sich da zu drehen. Ja. Aber... Nicht den Kopf hängen lassen. Aktuell sieht es sehr, sehr gut aus für eure für eine Xbox Series S. Also seid ihr aktuell relativ safe auf Platz 2 im letzten Rennen. Mal gucken, was natürlich passiert. Aber ja. Da sieht es ganz gut eigentlich aus bei euch. Also, ich bin tatsächlich ganz froh, dass ich die Fahrerwertung wahrscheinlich jetzt schon nicht mehr gewinnen kann, weil ich habe eventuell vor dem Stream eine Wette eingegangen, dass ich, wenn ich die Fahrerwertung gewonnen hätte, Braminös hätte singen müssen. Scheiße! Ja, das ist jetzt belastend. Ja, wir müssen leider Marcel Kiefer disqualifizieren. Ja, Moment, damit stopp. Gewinnst du jetzt leider dann doch vielleicht das. No, Ding. Michael, no, no. Ja, Michael Masi hat gerade angerufen. Oh shit. Ah, gut. Okay. Nee, wie gesagt, ich wünsche euch noch weiterhin viel Erfolg und toi 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 für Jeddah. Ja, danke. Es sah wieder so gut aus und dann kamen die ganzen Dreher. Ja, was soll man machen, ne? Ich habe Portugal nicht gespürt. Du hast Portugal nicht gespürt. Ich sag mal überhaupt so, nicht. Jeddah müsst ihr jetzt aufpassen, das ist quasi Monaco 2.0, nur die Float deutlich mehr. Ja, das macht ja nichts. Das ich klingt ja auch eher so ein Flow-Mensch, ne? Ich wittere eine Verschwörung. Ich wurde am Anfang, also unabhängig davon, dass ich scheiße fahre, aber ich wurde am Anfang schon wieder von Salzlord oder wie der heißt gedreht. Salzor. Ja, ich aber Salzor jetzt zwei Punkte in Imola hat er sich geholt. Ihr fahrt weiterhin Mercedes. Ja, wenn er halt Leute wegrammt ohne Ende, ja, dann holt er sich halt zwei Punkte. Ne? Muss man selber wissen, ob er das gut findet. Naja. Ja. Gut, ich wünsche euch noch weiterhin viel Erfolg und hoffentlich gibt es diesmal einen Punkt. Ja, arbeiten dann. Sehr gut. Dann gehen wir noch einmal zu Mira und dann sind wir durch. Dann starten wir. Wartet. Hallo? Mhm. GZ erstmal zum zweiten Sieg. In Folge. In Folge. Gut. Also, das bedanke ich mich mal ganz herzlich. Insane. Ja, ich mache das hier für die Nerdstar-Community. Die Nerdstar-Community freut sich aktuell, wenn ihr das halten könnt. Gut, natürlich ist Ray und Agent Engel sind hinter euch. Ja, ihr seid aktuell Gesamtvierter und würdet dann für eure Community 2 Pizmeet-Stühle und jeweils eine Formel-1-Version für PC gewinnen. Also, aber ihr könntet noch, auf die Lenkräder könntet ihr auch noch kommen. Ihr könntet also natürlich noch die Lenkräder gewinnen, das stimmt. Das gibt's. Da sind nur 4 Punkte Abstand zum nächsten Team. Yep. Dann waren meine Rechnungen korrekt.
Naja, ja. Hätte ich nicht erwartet im Williams, das zweite Rennen da zu gewinnen. Ja, sehr solide. Sehr, ja. sehr, sehr solide. Sehr starke Leistung. Danke. Auch von dir natürlich, Dirk. Ja, ich leiste hier moralischen Support und ganz ehrlich, unser Teamnamenplan geht auf. Wir sind ja Team Embracer und wir wollen die Tabelle embracen. Weißt du, einer von oben den Arm und ich bin der Arm, der von unten umarmt. Ja, wunderschön. So ist quasi der Gedanke. Und es funktioniert hervorragend. Das freut mich total. Sehr schön. Ja, wir starten jetzt gleich das letzte Rennen und dann nochmal alles rauspushen und dann schauen wir mal, wie das am Ende aussieht. Jo, Vollgas voraus. Alles klar. Dann gehen wir mal wieder los und dann starten wir das letzte Rennen, würde ich sagen. Jawohl. Viel Erfolg. Hype. Danke. So, Peter, was machen wir denn jetzt für eine Wette? Machen wir jetzt nochmal die Bram-Punkte-Wette, gerade in Jeddah? Schwierig. War eine Safety-Car-Wette? Keine Ahnung. Lena Ach, vor Dena? Irgendwie nicht. Lena vor Dena, das Lena könnten wir vor fast... Dena? Lena vor Dena, ja, das finde ich eine gute Wette. Gut, Lena vor Dena. Ja oder nein? Na? Nicht, was ihr euch wünscht, Chat, sondern was, worauf ihr tippt. Ja, ja, natürlich. Aktuell Gesamtpunkte... Wie ist es denn da? Das war eng. War gar nicht so weit weg voneinander, ne? Felix hat 17 und Lena hat 13. Wir haben knappe Punkte. Also zum Beispiel Gamer Brother 19, Felix 17, Tactics 16, Chris 15, Agent Engel 14, Lena 13, Mike 10. Also wie eng die alle beieinander sind, ist krass. Ja. Aber schön. Macht wirklich Bock. Starten wir jetzt das letzte Rennen. Dann haben wir einen ganz, ganz tollen Abend hinter uns. Der war insane bislang. Jetzt kommt das große Finale. Was hat Lena denn gesagt? Hast du die interviewt jetzt zwischen den Rennen? Nee, ich hab jetzt nicht alle interviewt, weil sonst würden wir, glaube ich, nur bis übermorgen hier sein. Nee, ist richtig. Wir haben ja nur 25% Rennen und 5 Runden Rennen. Da war, weißt du, wenn du die 50% Rennen hast oder 25 und 50%, dann lohnt sich das mehr, dazwischen mit allen zu reden. So ist das Quatsch. Ja. Es sieht wieder nach gutem Wetter aus, aber gut, in Saudi-Arabien habe ich mir schon gedacht, dass das wahrscheinlich da nicht regnen wird. Das heißt, schüttet ein hier nicht. Das ist ja GPO. Ja, krass, ey. Vielleicht das besprengen ist heftig. Wir nochmal die. Oh, Lena hat die Session verlassen. Lade ich den doch nochmal neu ein. Das könnte natürlich für ihn schlecht jetzt laufen. So viel zu Lena vor Dena. Wir haben es direkt wieder gejinxt. Aber, die Zeit geht runter. Ja, das war das. Eingeladen ist er. Ja. Aber das, gut, man kann ja nachjoinen. Nur wird wahrscheinlich wird der Bot halt dann natürlich nicht so schnell fahren. Wem gucken wir zu? Ja, lass mal einen guten zugucken. Lass mal Mira zugucken. Ja. Ach. Was ist sie denn? Hast du sie gerade gehabt und jetzt ist sie da? Na! Das kann doch nicht! Ja, wir kriegen das schon hin. Ich suche sie noch mal. So. Das ist eine sehr, sehr geile Strecke. Also, du kennst sie gar nicht quasi. Nee. Ich kenne sie. Das hier sie ist eine geile Stelle. Die float halt. Aber jetzt kannst du sie halt extrem auch abkürzen. Gerade Bram wird halt einfach komplett kreuz und quer fahren. Aber die float. Die float die Strecke. Das ist auch eine schöne Kurve. Jetzt früh aufs Gas, um dann nahe an die Wand zu fahren. Genauso wie Mira es macht. Das macht Mira richtig gut. Ja. Jetzt dann wieder hier noch ein paar Linkskurve. Jetzt kommt die rechts dann eine Linkskurve. Und dann kommt, glaube ich, nochmal eine Doppellinks. Also nachdem man ein bisschen rumgeschlängelt wurde. Aber ich meinte die Brems-Links-Links. Links-Rechts. So ist das. Alter, ich bin voll verwirrt. So, hier, da links, rechts, so, zack, zack. Boah, ja moin. Jetzt gehst du nochmal auf die auf die Gegengerade. Wo du jetzt schon DRS zündest, das heißt, du hast ewig lange erstmal DRS. Gleich kommen wir in die Verstappen-Gedächtniskurve und zwar hier. War das da hier, wo... Ja, da ist der, glaube ich, in die Wand eingeschlagen. In seinem Qualifying, wo er so eine gute Runde hatte. Ja, okay. Und da sind wir schon durch. Also der erste Sektor ist wahnsinnig schwer zu fahren, aber die ist geil. Und Mira gönnt sich einfach nochmal die Pole Position.
Stark. Wo ist, wo, wie sieht's denn sonst aus? Ich habe gar nicht geguckt, wo die anderen alle waren. Wer da gut nicht war. Ich habe die ganze Zeit Felix eingeladen. Lena 9. Dena 20. Schwierig für Felix. Ja gut. Broski wieder 7. trotz mit dem Alpin. Also Broski setzt sich da langsam vorne fest. Ja, ist nicht schlecht. Ja, durchaus. Also auch mit dem schlechteren Alpin jetzt. Willi auf Platz 4. Da habe ich. Auch das ist ja seine beste Qualifying-Position bisher. Ja, der Willi war auch echt nicht schlecht bei dem World Cup. Also, das liegt wahrscheinlich daran, dass er wahrscheinlich nicht so ganz trainiert ist auf der PC-Version, weil Broski und Willi halt eher PlayStation spielen. Ja, aber okay. Nächstes Jahr wird das dann wieder was ganz anderes, wenn dann Cross-Plattform da ist. Da freue ich mich drauf. Ich hoffe, das funktioniert auch gut. Und man hat ganz gut gemerkt, dass das, glaube ich, also ich kann mir gut vorstellen, dass Dave die Strecke auch noch gar nicht gefahren ist, weil der ist 14. Ja. Ja, die Wette ist jetzt natürlich belastend, ne? Aber vielleicht schafft es ja Felix da doch wieder reinzukommen. Ja, würde mich nicht wundern. Also wenn er vom 20. Platz startet, könnte ich mir das vorstellen, dass er das irgendwie noch hinkriegt, trotzdem noch vor Lena zu kommen. Ja, ja. Durchaus. So also viel Pech, wie Lena hat. Ja. Ich denke, hier wird es jetzt auch eine Menge Schrott geben. Könnte ich mir vorstellen. Gerade in der ersten Kurve. Okay. Lass doch gleich mal Willi zu gucken, wie er sich schlägt, so ganz vorne Willi, dabei zu sein. Lass uns doch gucken. Machst du beim Start auch mal die Außenkamera? Ja, ja. Beim Start mache ich die Außenkamera. Jetzt muss ich aber erstmal wieder lernen und Telemetrie anmachen. Rundenzeiten sollte ich auch mal aktivieren. Guck mal, die komplette Streckenkarte, die funktioniert halt immer. Sieht auch überall aus wie so ein Messer sieht das aus, die Strecke. Passt ja zu Saudi-Arabien, ey. Ja, richtig. Schlimm. So, was mache ich denn für ein Detail rein? Wir gucken mal die Reifen an. Oh, das ist interessant. Mike, Dave, Tactics, Chris und Dena gehen auf Mediums. Die Frage ist, fährt Felix jetzt noch oder nicht? Weiß ich nicht, er ist instant disqualifiziert gewesen. Ich habe ihm ein paar Einladungen geschickt. Ist der denn gucken noch im Discord? Moment. Ja. Okay. Ansonsten, also Platz 1 bis 11 ist alles Supersoft oder Soft besser gesagt. Supersoft gibt es ja nicht mehr. Schauen wir mal, wie das laufen wird. Aber da gehen wir erstmal weg. Machen wir mal die Strafen an, weil ich glaube, da wird es jetzt ein paar geben. Felix ist drin, schreibt der Chat. Okay. Ja, dann wird's, schauen wir mal. Sehr viele DSQs hier, weil sie, sich vielleicht möglicherweise berühren bei der Strecke. Ja, kann auch sein, dass Lena disqualifiziert, also dass sie sich halt auch, dass sie Unfall hat. DNF, klar. Dann ist Felix vor. Also ist noch alles Lena drin. Ja. Heißt ja Lena vor Dena. So. Dann gehen wir jetzt auf die Startaufstellung. Williams vor Alpine, vor Haas, vor Ferrari, vor Haas. Ich glaube, das werden wir nicht am Wochenende so sehen in Bahrain. Das wäre der Shit, Alter. Würde ich feiern. Mercedes und Red Bull hinten. Alter, wäre schon geil irgendwie. Aber wer will. So, ich glaube, das könnte für Willi ein echt guter Start werden, weil er halt so einen starken Wagen direkt da vorne hat. Ja, umgeben von. Er muss jetzt halt versuchen, da gut durchzukommen. Was ist denn das hier für eine Kamera? Ah. So. Start frei. Ah, kommt da okay. Oh, Marcel weg. Kiefer, der guten Start, einen starken Start. Aber die Knight, da wird er nach außen gedrückt. Aber ja, gut, er hat eine Position verloren, aber kein Crash. Das sieht alles ganz gut aus. Salzo ist Sechster. Salzo ist Sechster, die Ferrari ist on point. Oh, ich dachte, Salzo fährt da voll geradeaus. Da haben wir, glaube ich, Dadosh und Nerds da, die sich berührt haben. Ja, Lena 18. Felix jetzt schon vor Lena. Oh ja, stimmt. Oh nein.
What the fuck, wie ist das passiert? Der beste Starter der Welt, oder? Er ist jetzt 10. Wie schafft Bram das jedes Mal? Und Bram 10. What the fuck, stimmt. Bram hat Lena gedreht, der weiß ich nicht. Achso, ja, okay, das kann nee, er hat einer im Chat geschrieben, weiß ich aber nicht. Okay, ja gut, Bram hält jetzt alle auf. Er hat bestimmt den Wagen wieder kaputt. So wie der fährt. Also wir können jetzt hier gerade Daves super Perspektive sehen, wie Bram jetzt gleich den Wagen in die Wand haut. Ich find's geil, wie Chat die ganze Zeit geschrieben hat. Wetterick und dann erste Start. Oh, Bram haut! Dave raus. Also, beziehungsweise Bram bremst an der Stelle, wo Dave gar nicht erwartet hat, dass da wer bremst. Und Dave fährt voll hinten auf Bram drauf. Oh, der Arme. Ja. Dena 12. Formula Lena 17. Eieiei. Gelb in Sektor. Ja, das ist hinten nur die Dirk. Aber Lena jetzt an Paul vorbei. Lena jetzt 14. Sie versucht jetzt natürlich wieder an allen vorbeizukommen. Ist jetzt hinter Christian. Also nur noch 2 Plätze. Und sie sieht den da wieder. Also es ist ein ewiger Fight. Währenddessen Willi im Fight hier vorne. Wir haben jetzt quasi Willi ausgetauscht mit Broski. Wobei Broski eigentlich auch sehr, sehr nah dran ist. Willi ja, jetzt das im Angriff gegen immer noch Andi. Da vorne mit bei ist. Willi überholt ihn jetzt. Ja. Gott, oh Gott, es sind gerade so viele Matches gleichzeitig hier am Start. Ja, Broski stark gegen den Ferrari. Jetzt Willi parallel geht an die Knight. Oh. Boah, aber auch komplett außerhalb der Strecke. Ja? Ja, okay, besser als wenn die sich berühren, ehrlich gesagt. Ja, nee, also, das stimmt. Besser so als so. Und wie gesagt, im Zweifel kriegt er halt Verwarnung. Und dann kriegt er eine Strafe, wenn er das zu häufig macht. Ja, der ist richtig, ja. Ja, gut, okay. Ja, gut, aber Andi fährt aber auch. Ja. Da, so. Dem ist dann auch egal. Aber jetzt Broski. Was ist das hier? Team Alpha Saufi will noch mal richtig raushauen, oder? Platz 4 und 5 jetzt. Ja, die werden sich... Oh, aber Andi lässt das nicht. Nee. Andi hätte fast Broski nicht gepasst, dran gedrückt. Nee. Ja. Stark gefahren, aber jetzt... Salzer mit viel mehr Schwung. Oh Gott. Oh Gott, sie fahren zu dritt. Ui, Salzer. Oh Gott. Da wird aber auch mal gegangen. Da wird aber wieder alternative Routen rausgesucht. Währenddessen haben wir hinten noch Kevin, der gegen Ray fightet. Alter, ist das wild. Aber ich muss wieder sagen, dafür echt wenig Schrott. Also er hätte echt gedacht, dass da mehr Schrott wieder passiert. Also wirklich stark. Ja, doch gar kein DNF. Lena hängt Christian richtig am Arsch. Salzor, Andi. Lena snifft an Christians Diffusor. Ja, richtig. Mike aber auch noch dran an Lena, also so ist das nicht. Ja, nee, die McLarens sind da nah beieinander. Ja. Tactics mit 3 Sekunden Strafe hinter Bram. Bram immer noch 10. Aber weit weg. Ich glaube, also Bram hat doch irgendwelche. Nee, Bram alternative Routen wird berechnet. Ich würde mal gerne sehen, hat Bram noch den ganzen. Der sieht noch ganz aus der Frontflügel tatsächlich. Bram fährt einfach irgendwie. Aber vielleicht wird er gleich eine Strafe kriegen. Nein, Mercedes sind stabil gebaut. Ja, aber haben wahrscheinlich Probleme mit der Knautschzone. Wenn ihr an Marcel Kiefer vorbei auf Platz 2. Tactics jetzt gegen Bram. Tactics muss da vom Gas gehen, weil Bram links und rechts fährt. Er fährt einfach überall und da. Aber Bram versucht. Oi, Bram hat die Wand berührt. Bram hat die Wand berührt. Ja, aber Tactics ist jetzt schneller als Bram. Ja, Tactics hat. Tactics müsste. Oh, falsch, scheiße. Tactics hat ja, aber kein aber egal. Tactics hat DRS. Ja, ist wirklich egal. Da holt er sogar fast die Kurve. Ja, Bram 9. Weil aber Felix auch spielt Sport gleich mit. Gab. Ja. Wir gehen mal, gucken uns die Stops an. Weg von den Strafen. So. Oh, Broski überholt Salz. Oh, Bram hat gerade wieder die Wand berührt. Bram fährt gerade ganz... Wenn du einmal da raus bist aus dem Floor, dann fährst du aber komplett alternative Routen. Ja, das macht er gerade Alter. Lena ist jetzt direkt hinter Felix.
Alter, Leda vor Deda ist die Frage. Aber Brammen und Deda sind aber auch. Wie schaffen die denn immer, dass die zusammenkommen? Ja, aber jetzt Brammen mit Deda! Brammen wird den nicht vorbeilassen. Bram wird sich noch richtig kaputt fahren am Ende. Bram nimmt jede Mann mit. Geil. Richtig geil. Oh, Leda fast hinten drauf gefahren. Ist das wieder wild. Broski fährt währenddessen auch wieder richtig stark auf Platz 5, aber ich bin gerade Bram drückt ihn nicht. Oh, Bram lässt sich einfach überholen. Damit habe ich nicht gerechnet. Ja, nicht von Felix. Der Wagen kaputt. Bram hat den Wagen kaputt. Nee, nee. Bram sieht das aber anders. Bram hat jetzt DRS. Oh, Leda. Leda mit DRS. Jetzt wird, oh, Leda wird jetzt von Bram abgeschossen. Erneut, wenn man ja dem Chat glauben darf. Ja, okay, gucken wir jetzt mal wieder Dedas zu. Der hat jetzt 2 Plätze verloren. Na gut, der lässt Deda jetzt Leda auf Bram los. Bram verteidigt aber auch mit allem, was er hat. Was ist das? Boah, das muss so unangenehm sein. Ich würde doch an die Box fahren an Lenas Stelle, ganz ehrlich. Das muss so unangenehm sein, an Bram vorbeizukommen, ne? Ja, das ist halt selbst Bram, Junge. Es ist halt insane. Er ist halt einfach noch breiter als 5 Meter breit. Komm, Lena, fahr an die Box jetzt gleich. Tu es. Naja, wenn sie das denn bis dahin überlebt, weil das ist ja wieder ihr Dena auch mit wieder Messer zwischen. Ui, Berührung! Jetzt fährt gleich Leda auf Bram, wetten. Oh, ist das knapp. Das ist richtig knapp. Nee, doch nicht. Ich meine, Felix ist auf Gelben gestartet, der kann nicht an die Box fahren, aber Leda könnte. Ja, Leda muss an die Box. Leda wird so. Oh Gott! Was macht Felix da? Felix! Innen! Einfach okay, vorbei. Stark von Felix. Das da hat er. Oh, aber Leda noch außen. Boah. Leda kann jetzt nicht an die Box. Leda kann jetzt nicht an die Box. Die will an die Box, oder? Das sah so aus, als ob die gerne an die Box gefahren wäre. Die hat so rübergezuckt. Ja, das kann sein, aber da war ein Felix im Weg. Aber sagen wir mal so, sie sind beide am Bram vorbei. Das heißt, das ist angenehm. Ja, nee, Bram ist back in the game, Junge! Der Arme! Ja, also jetzt tut mir fast den da schon leid. Bram einfach wieder irgendwo die Lücke finden. Bram findet einfach jedes Mal eine Lücke. Wie beim Parken in der City. Bram hat auch jede Lücke gefunden immer beim Parken. Das ist ja super witzig. Ja, Bram hat jetzt kommt. Oh, jetzt aber Deda. Oh, Bram zieht zu. Einfach reingestochen. Jetzt ist die Frage, was macht Bram jetzt? Wir gucken Bram zu. Bram wird doch jetzt ungebremst in Deda reingefahren. Guck mal, wie Bram fährt. Bram hat aber auch schon Strafen. Na klar. Aber mit Deda kannst du das halt nicht machen. Der drückt dich halt im Zweifel auch zurück an die Wand. Also der ist halt... Ja, nee, da haben sich 2 gefunden, sag ich mal. Da haben sich 2 gefunden, absolut. Aber Bram hat, glaube ich, gar keine Frontflügel mehr gefühlt. Nee, doch, der ist noch dran. Aber ich glaube, der ist ein bisschen kaputt. Dafür ist der nicht mehr schnell genug. Christian, jetzt die arme Sau, die sich am Bram vorbeimogeln muss. Ja, was macht Leda jetzt? Geht sie jetzt an die Box? Nee, sie, immer noch sie nicht. Bleibt draußen. Jetzt kann sie What auch draußen... Fuck? Ja, eine Runde vielleicht noch, dann aber würde ich auch an die Box gehen. Ja, aber du fährst... Ja, okay, ja, gut. Oh, Ray und Kevin haben sich beide berührt. Oh, Platz Scheiße. Und 6. Das... Unfall. Ja, wobei Tactics hat 11 Sekunden auf die. Die haben schon richtig Abstand gefahren. Ja, das stimmt wohl. Jetzt nicht mehr. Jetzt sind es nur noch 4. Bram jetzt an der Box, by the way. Wenn der jetzt eine gute Runde hinlegt, könnte der gleich einen Undercut auf Leda und Felix machen. Bram vor Christian. Die ganze Zeit Bram. Also Bram war die ganze Zeit. Hast du ja gerade gesagt, Christian tut dir leid, weil der direkt hinter Bram ist. Ja, absolut. Ich war lost. Okay, Willi aktuell der Beste mit einem Stopp. Hinter Leda. Ja,
Das haben wir jetzt gar nicht mehr beachtet. Ray und Kevin. Ganz nah beieinander. Salzor und Dena. Oh, Dena berührt die Wand und Salzor ebenso. Alter, Mirari wieder auf Platz 1, ne? Ist ja insane. Okay, 5 ja. Sekunden Strafe. Das war ja bestes Timing. Rasen in der Boxengasse. Oh, sie fährt ohne Boxenlimiter. Hitlimiter. Ja. Kann man sie ausüben. Ja, was ja dann nur sogar nochmal ein Nachteil ist, ne? Okay, ja, Salzor an Felix schon, vorbei. Ja, das findet Felix wahrscheinlich gar nicht geil, aber der hat auch alte gelbe Reifen. Ich denke, der wird jetzt an die Box fahren. Ja, so. Lena ist jetzt... Lena ist auch an der Box. Das sah ganz strange aus, als ich gerade Lena zugeguckt habe. Lena geht nicht an die Box. Doch, Lena ist an der Box. Nee, Dena. Dena geht nicht an... Ja, Dena, Lena... Nee, ist Felix so hat ja auch gelbe Reifen, ne? Ja gut, aber das sind ja auch nur noch... Es sind 8 von 13, also da kann man ja auch an die Box fahren mit gelb. Ja, hast du recht. Also, schauen wir mal. Er ist jetzt an Dingens vorbei, an Salzor. Willi, Mirari ist 6 Sekunden nur vor Willi. Und Willi hat 5 Sekunden, natürlich, also bereinigt sind es nur 1 Sekunde. Ja. Heißt, Willi kann gegen Mirari noch gewinnen. Das stimmt. Die 5 Sekunden sind natürlich hart, aber Mirari fährt grandios. Ihr werdet jetzt noch mehr rausholen die nächsten Runden. Ja. Okay. Broski auf Platz 7. Wird verfolgt von Andy Knight, wird verfolgt von Kevin. Marcel Kiefer rasen in der Boxengasse. Oh, die zeigen alle Nerven. Die zeigen jetzt alle Nerven. Was macht Dena? Geht Dena? Dena muss ja jetzt in die Box gehen. Gucken wir aber mal, wo Mira rauskommt. Dena wird jetzt von Salzor, wurde von Salzor jetzt wieder überholt. Also, dass der da die ganze Zeit fightet, ne? Das ist krass. So, was macht Jetzt Niklas? Fährt er an die Box. Wer wird jetzt bereinigt? Zweiter Master Kiefer trotzdem. Aber der hat eine 5 Sekunden Strafe. Frage ist, wird Dena jetzt vor Felix rauskommen? Muss ja eigentlich. Ja, schon. Die hat ja jetzt einen Undercut. Ja, easy. Ja. Felix. Hat Felix da noch eine Strafe absitzen müssen? Ja, das hat ja ewig gedauert. Würde mich nicht wundern. Ja. Okay. Ja, krass. Also, Lena vor Dena. Und zwar... Aktuell würde ich sagen, relativ deutlich. Gehen wir mal gucken, wen wir noch so haben. Wir haben jetzt einen sehr, sehr engen Kampf hier vorne mit Broski, Andy, Kevin, Ray. Wir haben wieder einen fetten Vierkampf am Start. Dass Broski wieder so einen Kampf anführt, ne? Mhm. Da zeigt man wieder, wie gut er verteidigt dann. Ja, ja. Und auch mit einem wirklich wieder auch... Also er fällt jetzt auch einen viel schlechteren Wagen als vorher. Felix ist übrigens hinter Christian und Bram rausgekommen nach seinem späten Stopp. Also das war irgendwie nicht so gut. Nee, überhaupt nicht. Er war zwischendurch, nach der ersten Runde war er richtig weit vorne, also. Ja. Ja. Absolut. Dave tut mir ein bisschen leid, der hatte ja am Anfang auch wieder Probleme. Ja. Aber Ray kämpft hier. Okay, um die gesamte Mira bereinigt aktuell Erste. Also ich glaube auch uneinholbar. Also wirklich recht stark. Ja, ist Erste. Wobei 5 Sekunden Strafe, ne? Also, ja, hat Marcel aber auch. Ja, aber Benny ist halt auch nur 1,3 Sekunden dahinter. Also, ja gut, aber dann müsste er ja quasi jetzt 2 Sekunden noch, also, weil er muss ja Marcel Kiefer... Er hat weiße Reifen drauf. Wieso? Keine Ahnung, Benny hat weiße Reifen drauf. Das klingt nicht clever. Ja, und jetzt ist er auch natürlich im Fight mit Willi. Ja, also Willi, ich glaube, Mira wird da droppen. Ja, wahrscheinlich schon. So, was haben wir noch hier hinten? Christian hat gerade Bram überholt. Fragt sich nur für wie lange. Oh, Bram, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Boing. Wo kam denn die Wand her? Die Guck mal, jetzt ist Felix gleich wieder hinter Bram. 3 Sekunden Strafe, 3 Sekunden. Oh! Für Ray und Marcel Kiefer.
Wait, das heißt, wir müssen mal die Strafen aufmachen. 8 Sekunden an Marcel Kiefer jetzt. Das ist bitter. Ja. Das sind Benny und Willi vor ihm. Ja. Ich meine, das ist halt wahrscheinlich in der Gesamtwertung relativ egal, aber das kann natürlich ganz gut werden, gerade für die Comedy Boys, dass die jetzt fett Punkte holen. Ja, stimmt. Kevin gerade von Railroad, das ist ein direktes Duell quasi um die Konstrukteursmeisterschaft. Also nicht um die Konstrukteursmeisterschaft. Na gut, aber Ray muss da nochmal 3 Sekunden rausholen, ey. Das stimmt wohl. Das wird hart. Willi gegen Benny. Das ist sehr, sehr eng. Lena wird gerade gesteuert von einem NPC. Lena hat einen Game Crash. Nein! Der NPC fährt an die Box. Dieses Spiel hat alles. Die Wette war doch perfekt platziert. Also es ist ein Auf und Ab. Das ist ja ein absolutes Auf und Ab. Ja, damit ist Dena wieder vor Lena. Das heißt, am Ende muss Dena noch rausfliegen, weil er von Bram rausgerammt wird. Darauf wird es hinauslaufen. Dena ist übrigens am Rand vorbei. Ja, das ist halt scheiße, dass das Game gecrashed ist jetzt. Ja, aber solche Sachen sind halt der Drama. Das ist halt so wie, als wenn Mike Marty sagt, heute habe ich irgendwie mal Bock, dass Max gewinnt. Ja, Michael Marcy steuert gerade quasi unser Formel-1-Spiel. Ja, genau. Ja, Dena gegen Chris jetzt. Sehr eng, aber ganz, ganz eng Ray und Andy. Ganz, ganz eng. Aber auch Niklas und Willi und... Nee, Willi ist vorbei an Benny. Willi ist vorbei an Benny. Und jetzt müsste Willi nochmal DRS kriegen. Nee. Benny kriegt DRS. Vorletzte Runde jetzt hier von diesem GPO. Toller GPO an der Stelle. Also da war ja wirklich auf insane. Jeden Fall. Da war ja absolut insane. Lena ist direkt der ganze Stream weg. Oh nein. Das ist ja richtig bitter. Oh, Ray mit Problemen. Ray mit Problemen wurde jetzt von Kevin überholt. Auch und von Andy. Gelb ist wieder weg. Ich muss ganz kurz sagen, dass Salzor Fünfter ist. Also wo holt er den Skill her auf einmal? Ja, aus der Ferrari. Ja. Und er hält sich halt aus den ganzen Fights raus. Er ist weit weg von Bram. Und Dena. Ja. Das ist immer das Hilfreichste. Also, Willi macht es smart. Willi sollte Wait, jetzt... Wie ist Bram wieder an Dena vorbeigekommen eigentlich? Der war zwischenzeitlich vor Bram. Nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. Ja, okay. Guck mal wieder Dena und Bram zu. Der ewige... Das ist halt auch einfach... Dass die zwei die ganze Zeit miteinander fighten, ist halt auch super lustig. Das ist so lustig. Aber auch viele Strafen hier an der Stelle, ey. Huiuiui. Mike, 10. In den Punkten. Das wären seine ersten Punkte, oder? Nee. Doch, ich glaube, Lena ist nochmal an die Box gefahren. Der NPC ist ja richtig. Der macht den Sepp quasi. Also macht den Sepp einfach mit ganz viel Regenstopps. Ja, guck, hier haben wir gesehen. Lena hat auch Streamrip. Oh nein, die Arme. Also, wenn Bram jetzt Felix nicht kickt, dann wird das nichts mehr. Ja. Aber schauen wir mal. Ich sag mal so, Bram. Aber nee, ist jetzt. Kommt da nicht dran vorbei. Es ist jetzt die vorletzte Kur, also vorletzte gerade. Also die Sache ist, Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, sind durch. Felix vor Bram wegen der. Ja, warte mal ab. Nee, wait. Warte mal. Oh! Nee, sie sind noch nicht durch. Oh, lol. Bram fährt einfach so dirty. Und ich dachte, Felix fährt dirty. Bram ist ja noch schlimmer. Einfach den da rausgehauen. Das ist der Hammer. Ich kann nicht mehr. Das ist zu gut. Ich möchte bitte, dass... Ja, Bram und Dena müssen bitte nochmal auf der Kartbahn... Können wir einfach Boxen machen? Hier auch Live-Boxen? Bram gegen Dena? Ja. Dass sie das im Ring ausrambolen? Nein, Mods, die Wette wird natürlich nicht gelöscht. Die Wette ist die beste Wette ever. Das war eine Hin- und Her-Wette, ja. Also...
technische Probleme. Felix hat auch ein Disconnect am Anfang, ja, also. Richtig. Die wird ausgezahlt. Aber wir warten mal ab, ob Tena denn auch wirklich das schafft. Aber wir haben Rennsieger Mira wieder. Hat alle 25% Rennen gewonnen. Vor Benny, vor Willi. Willi starker Dritter. Ja, krass, was immer Broski, was Salzburg kriegt ganz viele Strafen. Oh nein. Salzburg jetzt auf 8 runtergekommen. Mike dadurch auf Platz 7. Broski starker Fünfter auch. Bram jetzt gegen Dena. Aber da kommt jetzt wahrscheinlich höchstens nur noch Felix mit dem DRS. Wird es jetzt versuchen, an Bram vorbeizukommen? Schafft er auch. Schafft er auch, ja. Start und Ziel, das war wild. Alter Verwalter. Christian noch ein DNF, das haben wir gar nicht mehr mitbekommen. Das habe ich echt nicht mitbekommen. Das haben wir gar nicht mehr mitbekommen. Christian hat nochmal ein DNF. Was ist passiert? Keine Ahnung, er hat wahrscheinlich den Wagen in die Wand nochmal gesetzt. Da er noch 17. ist, ist das wohl gerade erst passiert. Ja, ja, ja. Ja. Dann schauen wir mal, wie dann die Endplatzierungen sind. Uiuiui, okay. Im Endeffekt ist Felix jetzt vor Lena ins Ziel gekommen und ja. Krank. Mein Gott. Absolut krank. Das war ein so geiler GPO. So ein geil. Also jedes Rennen war geil. Also es war keins irgendwie. Ja, nur, das stimmt. Das, also es war immer Action. Mega geil. Felix mega war geil. Gerade so geil. Chat, da freut er euch, ne? Felix wieder Fahrer des Tages, ja. Ja, Mira, 3 Siege. Hat's halt wahrscheinlich dann trotzdem nicht für Platz Gesamt 2 gereicht, ne? Ja, gucken wir mal sofort. Ja. Ich gehe jetzt schon mal darüber, damit wir nicht die Endplatzierungen sehen, weil da bleiben wir jetzt natürlich noch mal ein bisschen geheim. Da bleiben wir jetzt noch mal ein bisschen geheim. Wir wollen gucken, wer da am Ende führt. Wer am Ende gewonnen hat. Welches Team am Ende gewonnen hat. Wer welche Platzierung kriegt. Ich kann das Spiel nicht beenden. Warum kann ich das Spiel nicht beenden? Beende das Spiel. Achso, nee, da willst du die Punkte nicht sehen. Okay, verstehe. Nee, nee, ich will die Punkte jetzt gar nicht sehen. Ja, dann halt, dann ist es halt das gute Alt und F4, ne? Immer, immer hilfreich. Alt F4 funktioniert. Alter, war das geil. Lecco mio. Was ein insanes Rennen. Okay. Das heißt, wir ziehen jetzt gleich nochmal alle zueinander. Mhm. Und werden dann gucken, wer gewonnen hat. Wir müssen nochmal schauen. Ich gehe einmal nochmal zu Dena. Schon mal vorher. Ja, stimmt. Und ich auch einfach ein bisschen verkackt habe teilweise. Aber es war sehr lustig. Also die Duelle mit Brammen jetzt im letzten Rennen waren auch sehr geil, muss man sagen. Hat Spaß gemacht mit Bram. War sehr lustig, ja. Aber Bram ist halt, da haben sie, ja, habt ihr bei zwei euch aber auch echt gefunden. Also wirklich, also. Ich habe auch zwischendurch gesagt, ja, Bram verteilt echt richtig gut, aber er macht es auch fair. Er macht das auch immer fair. Und dann auf einmal ist es nicht mehr fair gewesen. Aber es war sehr geil. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Absolut, absolut. Wir gehen jetzt gleich mal dann in die Gesamtwertung und gucken dann mal allen an, wie dann so lief letztendlich. Yes, Lena geschlagen, aber leider mit, ja, nur weil sie ausgeschieden die, ist. Wir hatten gerade die Wette Lena vor Dena, ja oder nein, ja, bei uns. Und es wäre interessant, ob sie es geschafft hätte, weil wo war sie, als sie ausgeschieden ist? Sie wäre vor dir gewesen. Ja, aber sie auch von den Punkten her glaube ich halt nicht. Ja, okay, ja, aber das hätte ja nicht gereicht. Es ging nur um das Rennen jetzt an sich. Ah, okay. An der Stelle. Aber, ja. Das war bitter. Die ist komplett der Stream-Rap gegangen. Oh, schade, ey. Ja. So will man halt nicht verlieren. Nee. Okay, ich gehe nochmal hoch zu Peter und, ja. Gigi. Yes. Gigi. So. Das sieht so aus, als ob wir die Platzierungen haben, ne? Ja. Okay, dann ziehen wir jetzt einfach alle nochmal da rein, oder wie machen wir das hier? Alle, die noch da sind, ne? Ja, genau. Okay. Zack. Ziehst du? Ich ziehe. Nice. So.
An alle, die noch da sind. Hallo, hallo, hallo. Willkommen hallo, zur hallo. Feierlichen Siegerehrung. Hui. Nice. Hui. So. Hallo, hallo, hallo an alle. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo, da sind wir alle. So. Hallo. Erstmal an alle. Das war ein. Der war fucking awesome, der ganze. Ganze Formel 1 Rennen. Also jedes Rennen war richtig geil. Wir hatten so nice Duelle. Manche sind vielleicht ein bisschen fairer, manche sind ein bisschen unfairer gefahren, ja, durchaus, aber dadurch war es halt richtig, richtig, richtig spannend und immer ist irgendwo Action gewesen in jedem Rennen. Wir haben Geschichten gehabt, es war insane. Also es war wirklich, wirklich geil. Und ja, wir kommen jetzt quasi zur Gesamtsiegerehrung sozusagen. Und wir haben an Platz 1 in der Fahrerwertung Marcel Kiefer vor Mira, ey, vor Andy Knights. Herzlichen Glückwunsch. Nice. GG's. On the fourth gear. Ich bin Marcel auch mal. Warum überrascht mich das nicht? Fourth gear. Ne, GG, ey, mega. Mit Zeit an euch beide. Kommen wir zu den Preisen. Ja, zu den Community-Preisen. Da gehen wir jetzt da mal rüber. Und zwar auf Platz 1. Abgehoben Racing vor Michael Masi Motorsport. Herzlichen Glückwunsch an euch. Ihr bekommt jeweils eine Xbox Series S plus Formel 1, dem Spiel auf der Xbox. Auf Platz 3 Comedy Wheel Racing. Ihr bekommt zwei Lenkräder. Und Embracer ist auf Platz 4 mit dem PS-Stühle, ja, mal P-Suite-Stühle. Und auf Platz 5 Drive to Survive vor Team Alpha Saufi, vor Hail Mary Racing, die Reifenflüsterer Könner mit Kummer und die Flotten Ottos. Ihr bekommt jeweils nochmal für eure Community ein Formel 1 Key für PC. Cool. Das heißt, ich komme jeweils dann auf euch zu. Und dann könnt ihr die über Twitter, Instagram, wie auch immer verlosen oder im Livestream. Ich glaube, das wird. Also gerade, also gut, Platz 1 und 4 kriegen wir hin. Das kriegen wir dann hin, indem ihr mir quasi dann die Adressen von den Leuten gibt. Dann schicken wir die Sachen dazu. Und die Keys, die vergebe ich euch dann im Laufe des nächsten Tages oder sowas. Damit ihr die dann habt. Und dann könnt ihr die dann in eurer Community verteilen. Geil. Nice. Cool. Sehr cool. Mega, mega. Cool. Nice. Danke, Leute. Also Dank wirklich danke an Dena und an euch. Das ist wirklich heftig. Ja. Super, ja, Ding. Danke. Wirklich. Absolut. Gerne. Wirklich Bock gemacht. Ja, also wie gesagt, es war eine absolute Gaudi und es hat wirklich Spaß gemacht und ja, ich sag mal so, ich bedanke mich, dass ihr da alle bei wart. Danke. Ihr könnt das noch gerne irgendwo in eure Streams wieder gehen und das rekapitulieren oder was auch immer machen. Und ja, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Es war sehr, sehr toll. Danke auch an Jay und Peter, ne? Ihr beiden bestimmt super moderiert. Ja, vielen lieben Dank an euch auch. Top, ja, wirklich. Schön. Top. Guten Abend. Das war's. Mega. Mega. Cool. Mega. Ciao, danke. Macht's gut. Bye bye. Macht's gut. Danke, Leute. Macht's gut, Leute. Ciao. Bleibt gesund. Danke für die Organisation. Ciao, danke, ciao. Danke. Danke nochmal. Brutal. Wirklich, ihr seid alle die Besten. Mal ganz kurz, hat eigentlich schon irgendjemand Danke gesagt? Danke. Danke, wirklich. Danke. Auch. Marcy Keefe on the four gear. Ey, Willi. Marcel, also echt riesig. Oh Mann, ey. Also, er ist scheiße als Weltmeister hinter zu mir. In jedem Rennen knallhart gepusht, ich komme nicht ran. Das ist keine Chance. Junge, aber ja. Andi, du warst echt heftig. Es war insane. So. Ich bin fertig. Ich gehe jetzt duschen. Wir müssen jetzt nochmal gucken, wen wir raiden. Ich hatte ganz häufig jetzt gerade. Ups. Das hat so Bock gemacht. Wir raiden Lena. Ihr wollt Lena? Alles klar, dann kriegt ihr eure Lena. So. Raid Formula Lena. Die ist hoffentlich dann wieder online. Wir raiden nicht einfach jetzt. Das wäre geil. Mehr ist offline. In den leeren Channel. Ja, vielen Dank, Peter. Das hat richtig Bock mit dir gemacht. Ja, hat auch Bock gemacht mit dir, Jay, muss ich sagen. War cool. So geil.
Und ja, mal gucken, ob Bram ab jetzt der Dauerfahrer ist in Zukunft oder ob er dann doch wieder vielleicht dann meinen Platz sozusagen jetzt übernimmt und ich dann wieder fahre. Wir werden sehen. Das war auf jeden Fall GPO 11 aus März 2022, ja. Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank für die ganzen Subs. Es hat richtig, richtig Bock gemacht und wir geben jetzt ab an Lena. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.